Nein, 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 Mama. Das ist wirklich krank. Es wird wieder länger, ich sag's euch. Ich weiß nicht, was ich mit den Paletten hab. Es ist unglaublich. Genau, hier, und die ist auch so. Hallo, meine Lieben. Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen, ganz gefragten, total besonderen Video. Ich bin schon gespannt, wie lang es wird. Letztes Mal waren es 5,5 Stunden, die ich euch tatsächlich meine Schminksammlung gezeigt habe. Ich hoffe, es ist diesmal ein bisschen kürzer, weil das echt anstrengend war, zu schneiden, aufzunehmen etc. Und ich glaube auch für euch zu gucken. Lasst mir gerne mal in den Kommentaren bitte da, ob ihr 5,5 Stunden Videos mögt oder ob ihr es lieber ein bisschen kompakter haben wollt. Ich versuche es heute ein bisschen kompakter, aber ich möchte trotzdem ausführlich bleiben, weil ihr das ja auch total gerne mögt. Genau. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich bin gespannt, wie lange es wird. Lacht mich gerne an diesem Punkt einmal aus, wenn ich es geschafft habe. Unter... Nee, hä, warte, was? Bin ich blöd? Ja, irgendwie schon. Wenn ich es geschafft habe, unter 2 Stunden zu bleiben, dann schreibt mir ein Herz in die Kommentare. Und wenn ich es absolut nicht geschafft habe und wir nicht bei nur 2 Stunden geblieben sind, dann lacht mich ordentlich aus in die Kommentare. Ihr dürft bitte. So, ich habe mir jetzt hier gerade noch mal so ein paar Körbe geholt. Ich möchte nämlich eigentlich auch ein bisschen aussortieren. Ich weiß nicht, also eigentlich die klattern wir, aber... Am Ende ist es nachher gar nicht viel, was aussortiert wird. Das kann ich jetzt noch nicht versprechen. Das werden wir dann sehen. Aber ich versuche mein Bestes. Ich habe natürlich wirklich krankhaft viel Make-up. Bitte nehmt euch daran kein Beispiel. Das muss überhaupt nicht sein. Es reicht ein kleines... Es reicht auch nur eine Mascara. Das ist in eurem Ermessen, was für euch genug ist. Also bitte kein Beispiel nehmen. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich sage das jedes Mal, es ist mein Job und... Deswegen habe ich so viel. Vielleicht stimmt das hier und da auch. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich liebe es einfach. Also, wenn ihr es auch liebt, bleibt einfach dran. Und wenn ihr es nicht liebt, dann bleibt dran und regt euch drüber auf oder so. Genau, das wollte ich aber noch ganz dringend sagen, weil das wichtig ist damit. Was auch. Der kleine süße Miezeki ist übrigens auch dabei. Da haben wir jetzt erstmal meinen Schminktisch. Normalerweise habe ich hier die ganzen Produkte drin, die ich gerade so benutze. Aber die habe ich jetzt alle erstmal eingeräumt, damit sie auch in der richtigen Kategorie sind. Außer die habe ich jetzt irgendwie vergessen hier. Das ist von Nabla, der Skin Realist. Genau, habe ich in 3 Farben mittlerweile. Und genau, hatte ich heute Morgen benutzt. Ist an sich auch ganz gut, aber ich habe es zu doll abgepudert. Sitzt also gerade irgendwie richtig scheiße. Genau, hier habe ich manchmal so Lip Liner noch so drin. Einfach ein bisschen sortiert, aber das ist jetzt halt gerade nicht so. Hier fehlen einige, die muss ich waschen. Da ist ein Spiegel. Genau, die Handcreme benutze ich im Moment. Beziehungsweise ist die eigentlich für den Körper, aber die krümelt mir am Körper zu doll. Da ist sonst immer meine Kamera. Dann sind hier Schwämme und Tools, ein Haarspray, dann ist da so ein bisschen Equipment, um Pakete aufzumachen oder zu beschriften. Da hinten ist nur ein Pinsel und keine Ahnung. Genau, dann ist hier meine Hautpflege. Da benutze ich im Moment am liebsten die. Die Dextro haben ja eigentlich nichts zu suchen. Hier ist eine, hoppala, oh Mann, eine Beauty Mates Creme drin. Die hat mir die liebe Natalie Not Beauty abgefüllt, damit ich die mal probieren kann. Vielen lieben Dank an der Stelle. Sie macht auch YouTube, falls ihr sie nicht kennt, schaut gerne mal bei ihr vorbei. So, hier sind 2 Lippenpflegen, die kennt ihr schon. Hier ist ein ölhaltiger Nagellackentferner, wollte ich gerade sagen, hier Make-up-Entferner für meine Augenbrauen. Dann hier der Hydrator von No Cosmetics und was eben runtergefallen ist, war ein Lippenpeeling von Balea. Das mag ich mittlerweile aber nicht mehr ganz so gerne, da hatte ich schon effektivere. Genau, und ja, ihr seht schon, ich nehme hier tatsächlich auch immer auf. Da ist mein Mikrofon und das ist eigentlich auch mein Setup. Das hier seht ihr sonst immer im Hintergrund alles. Das ist ja heute anders. Wir gehen heute in die Schubladen. Und da fangen wir hier mit der Schublade an. Da haben wir hier Mascara, Wimpern, Zangen, da sind Spiegel, Eyeliner, Kajal, Augenbrauenprodukte. Das ist ein Backup hier. Und hier sind noch Wimpern. Genau, das gucken wir uns jetzt zuerst an. Ja, ihr Süßen, hier sind wir jetzt bei den Wimpern ganz links angekommen, beziehungsweise fangen wir jetzt erst an. Und ich hoffe, das geht mit dem Mikrofon so. Ich bin diesmal ohne Mikrofon, damit das irgendwie hoffentlich einen guten Klang hat. Und ja, wie ihr hier seht, ist hier schon was drin, was ihr gar nicht reingehört. Aber das habe ich kürzlich von einer lieben Zuschauerin geschenkt gekriegt, von Purelay. Einmal hier diese wunderschöne Kette in Silber. Die muss ich mir auch unbedingt mal ummachen. Ich habe das bis jetzt immer nicht gemacht, weil ich Angst habe, dass ich kaputt mache oder verliere. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, wenn man dann sowas hat. Ne? Auf jeden Fall wunderschön. Das war auch so süß von ihr. Hat jetzt gar nichts weiter mit Schminke zu tun, aber macht nichts. So, hier haben wir schon so ein Bürstchen. Das muss ich garantiert waschen. Kommt mal raus. Dann hatte ich von der gleichen Zuschauerin hier MAC Lashes Geschenk gekriegt, weil das bei ihr leider nicht funktioniert hat. Das tut mir auch total leid. Und da war halt diese Plastikpinzette dabei. MAC Lashes sind halt, da hat man ja schon magnetische Wimpern und das sind so tolle Wimpern, wirklich. Also
Ich liebe die. Hier sind jetzt einmal, das sind keine richtigen Wimpern, sondern nur die Gegenstücke. Die setzt man von unten quasi gegen die Wimpernreihe, die man auftragen möchte. Und das sind einfach nur Ersatzdinger. Genau, eine hatte ich mir selber gekauft, eine hatte ich von der Zuschauerin gekriegt. Ja, und dann geht es hier auch schon los. Hier werde ich vermutlich auch nichts aussortieren. Ich muss mal kurz gucken. Die habe ich mir selber gekauft. Beauty Nummer 2 in S, genau. Ich brauche auf jeden Fall immer in S und die sind so... Oh, voll entschuldigt, ich habe euch gerade angeditscht. Die sind so schön, ich liebe die. Ich kann sie leider immer nicht so lange tragen, weil ich allgemein Wimpern immer nicht so lange tragen kann. Aber ja, wenn, dann auf jeden Fall die. Ich finde es so schön, so schön. Also meine Augen mögen es quasi nicht, wenn da Fremdkörper dran sind. Das ist total schade. Und ja, jetzt ist hier Beauty Nummer 2 in S. Ich glaube, ja, genau, hier sieht man jetzt auch schon so ein bisschen, die sind erstmal hier ein bisschen dreckig und hier sieht man auch, dass es benutzt ist. Die kleben so ein bisschen zusammen. Die sind jetzt hier allerdings auch schon wieder so ein bisschen besser eingetragen. Die kriegen dann hier so eine, ja, so, hier ist Nude S. Ich glaube, die waren von der Zuschauerin. Ja, hier habe ich es auch aufgeschrieben. Von der lieben Michaela sind die. Und ja, ganz lieben Dank, du Süße. Sie haben bei mir auf jeden Fall ein sehr geliebtes Zuhause. Ich liebe die absolut. Ich habe die nämlich auch schon hier gehabt und die auch schon ein paar Mal getragen. Total schön sind die. Die haben mittlerweile ja auch noch mehrere Varianten. Das hier ist übrigens auch eine meiner Liebsten. Das ist die Mokka. Die hat so eine schöne Form und die ist braun. Auch schon ziemlich lieb gehabt hier, wie man sieht. Hatte ich auch schon in einigen Videos drin. Drauf, meine ich. Und die gibt es mittlerweile auch in schwarz. Genau. Und ich habe noch ein paar andere künstliche Wimpern. Die habe ich mittlerweile aber in der Halloween-Box lagernd, weil ja, ich die halt sowieso was die rein oder rauf mache. Was denn heute los? Das geht ja schon richtig los hier. Genau, aber deswegen sind die jedenfalls nicht hier drin, nicht mehr. Aber ich habe noch andere. Genau, aber in die Halloween-Box gehen wir heute auf jeden Fall nicht, weil das tatsächlich sehr unordentlich und viel zu viel ist. Genau, und hier nebenan haben wir Augenbrauenprodukte. Da muss ich mal kurz gucken. Das hier ist jetzt natürlich eine Mascara, eine meiner Liebsten. Die hatte ich jetzt zum Black Friday einfach mal als Backup noch gekauft, weil die recht günstig war. Dann haben wir hier von Got to Be Glued for Brows. Einfach so ein durchsichtiges Augenbrauengel. Da habe ich hier noch eins. Das ist auch ziemlich, die werden beide ziemlich hart. Das finde ich gut. Das habe ich kürzlich aus dem Trashy rausgenommen. Von L'Oreal ist das. Das hieß eigentlich, meine ich, ja hier Ebony. Ist das richtig ausgesprochen? Ich glaube, das ist so rötlich eigentlich. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Genau, das ist eine Fernbedienung von meinem Licht, was ihr sonst immer in meinem Video-Hintergrund seht. Und dann habe ich hier nochmal so ein bisschen Washi-Tape von Primark und aus dem Adventskalender von Balea. Das ist ja immer ganz gut, um eine schöne, so eine krasse Kante hinten an den Augen zu haben. Dann habe ich hier von, wie hieß das noch, Kat Von D, glaube ich, ne? Oder Kat Von D? Super Brow, Dark Brown, war auch aus dem Trashy und gefällt mir auch tatsächlich ziemlich gut. Ich habe es hier unten so ein bisschen benutzt, hält aber nicht so lange, deswegen greife ich nicht ganz so oft dazu. Ist aber ansonsten ein sehr schönes Produkt. Genau, das hier ist eine Augenbrauenseife in Braun. Ich glaube, die habe ich noch nicht mal benutzt. Die wollte ich unbedingt benutzen. Ne, die ist noch komplett neu. Ich behalte sie mal noch. Ich würde sie ja sonst aussortieren, weil ich das vermutlich, weiß nicht, ich bin so festgefahren, was meine Augenbrauenprodukte angeht, dass ich da irgendwie, naja, aber die behalte ich noch. So, das Ding werde ich aber aussortieren, das habe ich bis jetzt überhaupt nicht benutzt, hier von Got to Be. Ja, Got to Be ist ja jetzt bei DM auch bei meinem zumindest wieder rausgegangen, das ist ziemlich schade, aber ja, also ich glaube, unser Müller hat das noch. Ich weiß nicht, ob das die jetzt komplett nicht mehr gibt, aber ich meine, Müller hat die noch. Genau, hier ist nur so ein Ring, da habe ich, das packe ich jetzt mal kurz hier rein, da mache ich dann manchmal die Wimpern drum, wenn ich die so ein bisschen gebogen haben möchte, damit die besser an meinen eigenen Wimpern sitzen. So, Glossy Brow ist von Revolution, hatte ich mir mal gekauft, das ist halt so ziemlich glänzendes Zeug, hatte ich aber auch noch ein paar Mal ausprobiert, muss ich mir mal rauslegen, das kann ich mal so nach dem Duschen auftragen, wenn es nicht lange halten muss oder so. Genau, dann habe ich hier noch eine Augenbrauenseife, die hier ist jetzt mit pflegenden Inhaltsstoffen. Ich hatte auch schon mal die andere ohne, die war auch ganz gut, habe ich auch ein paar Mal schon leer gemacht und ich glaube in meiner Halloween-Box habe ich jetzt noch, weil ich die kürzlich auch von einer Zuschauerin noch zugeschickt gekriegt hatte, da habe ich die mit reingemacht, weil man das auch immer ganz gut gebrauchen kann, wenn man sich die Augenbrauen abschminken möchte. Ja, das ist hier noch so ein Augenbrauen-Gel, das Einzige, was ich glaube behalten habe, hier so eins einfach, so ein farbliches mit kleinen Fasern drin. Das habe ich von dem lieben Sven letztes Jahr im Adventskalender gehabt, hier von Only Oily oder so hieß, glaube ich, die Firma mit diesen wunderschönen Verpackungen. Kriegt ihr bei Amazon, soweit ich weiß. Genau, sonst hatte ich dahinter immer noch Massen von meinem früheren Augenbrauenprodukt von Revolution, was so ähnlich verpackt war wie dieses hier. Die habe ich aber mittlerweile alle aussortiert, weil ich halt ein neues Lieblingsprodukt habe. So, das kann jetzt hier auch wieder so rein. Ich fürchte, die Augenbrauenseifen werde ich bald aussortieren, weil ich die doch nicht so oft benutze, aber ich behalte sie erstmal noch. So, das lasse ich mir erstmal draußen liegen, damit ich das dann auch mal benutze. Und dann nehme ich euch mal kurz ein Stückchen mit rüber.
hier hinten habe ich jetzt noch, da könnte ich eigentlich gleich das andere Augenbrauen-Pomadenzeug mal reintun. Hier habe ich noch eine von Look by Beeper, genau. Das ist ein Geschenk gewesen von meiner lieben Blue Anime Cat. Das dunklere hatte ich eigentlich auch noch irgendwo. Vielleicht wird uns das gleich noch begegnen. Auf jeden Fall ist das ganz gut, aber auch so Pomadenkram hält relativ gut, aber es gibt mittlerweile halt bessere Sachen. Und das hier, ja, ich denke, das werde ich jetzt auch mal aussortieren. Dieses Tattoo Brow, das habe ich auch ewig nicht mehr benutzt. Das ist an sich eigentlich gut. Das ist dieses Zeug, was ihr auftragt und dann trocknen lasst und dann abziehen könnt. An sich eigentlich ganz gut, aber mir gefällt, egal bei welcher Farbe, ich hatte auch schon ganz viele andere Farben davon, da gefällt mir einfach nicht, wie die Haut so verfärbt, wenn es ein bisschen länger drauf ist und dann schon im Abgang ist quasi, dann ist es grünlich oder rötlich oder ach, ich weiß auch nicht, ich mag es nicht. Das fliegt raus. Genau, das möchte ich auch nicht weitergeben. Hier den Magic Wand, den hatte ich auch mal, den könnte man vielleicht noch weitergeben, schaue ich mal. Ich mache so ein bisschen Häufchen übrigens beim Aussortieren jetzt in Mülleimer, in kann nochmal zu Leuten, die Trash gerne haben, also dass ich das quasi verschenke und wenn ich ganz neue Sachen dabei habe, muss ich so ein bisschen gucken, vielleicht spende ich es, vielleicht verlose ich es aber auch, kommt drauf an. Genau, dann habe ich hier einen Anspitzer von Essence, total unspektakulär und wie ihr hier schon sehen könnt, das ist quasi alles eigentlich ein Produkt. Das ist alles von Catrice, mein allerliebstes Augenbrauengel hier, der 72 Stunden Natural Brow Precise Liner, habe ich in zwei Farben. Einmal in Warm Brown, den benutze ich im Moment nicht, den hatte ich jetzt aber vergangenen Sommer viel benutzt, gerade wenn ich ungeschminkt war, dann sah das irgendwie passender aus. Aber in Videos oder auf Fotos brauche ich tatsächlich eine Nuance dunkler. Das haben mir auch schon ein paar Zuschauer geschrieben, dass irgendwie meine Augenbrauen zu hell sind, das stimmt, aber in echt sieht es gut aus, aber auf Video irgendwie ist es zu wenig und zu rötlich vor allem. Und ja, das ist dann hier Dark Brown, liebe ich. Ich hoffe, dass es das für immer geben wird. Es ist so ein tolles Produkt. Und wie gesagt, davon dann hier x Ausführungen. Und dazwischen sind jetzt hier noch diese beiden Augenbrauenprodukte, die ich euch auch absolut ans Herz legen kann, weil die Dinger, die halten einfach. Also hier, das hält ein ganz kleines bisschen länger als die. Dafür sind die ein bisschen leichter pigmentiert, was manchmal ein bisschen einfacher ist aufzutragen. So, das ist quasi das gleiche Produkt, nur von Trended Up. Auch ziemlich cool in zwei verschiedenen Farben, 040 und 030. Und ja, ich lieb's einfach. Also im Moment echt nichts anderes. Dazu benutze ich immer hier so ein kleines Silikonbürstchen, um die Haare nochmal zu fixieren, weil das halt auch richtig hart wird. Und ja, eigentlich braucht man dann nichts mehr. Aber ich gebe dann manchmal halt noch so ein Augenbrauengel drüber, je nachdem, wie lange das halten soll. So, jetzt kommen hier so ein paar Schubladen, wollte ich gerade sagen, ein paar Dinger. Oh, da werde ich aussortieren, weil ich die einfach nicht mehr benutze. Das ist echt schade zum Teil hier. Maybelline werde ich nochmal behalten, das Tattoo Brow, das benutze ich schon hin und wieder mal. Power Brow von ReLove ist eigentlich nicht schlecht, benutze ich aber einfach nicht. Das ist schade. Der Tiny Tip Precise Brow Pen, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr von Essence. Na, den behalte ich mal nochmal, davon habe ich hier zwei. Den werde ich aussortieren, das ist Revolution, irgendein Augenbrauenstift mit zwei Seiten, glaube ich. Dann haben wir hier Express Brows Duo Satin, irgendwas von Maybelline. Das ist an sich eigentlich ganz gut. Ich bin gerade am Überlegen, ich würde es am liebsten aussortieren, weil das ist mir auch zu viel, muss ich sagen. Also da, ach naja, Tattoo Brow auch von Maybelline. Gott, haben die viele Augenbrauenprodukte, ne? Vieles habe ich direkt von Maybelline bekommen, vieles aber auch aus dem Adventskalender, also oh Mann, na gut. Dann werde ich den aussortieren, das ist auch so ein ganz, ganz, ganz dünner von Revolution, wie es ihn auch von Catrice und Essence lange gab. Dann hier Dark Brown, oh, wollte ich behalten, ne? Dann Blade Brow nochmal von ReLove und hier ist nochmal der Ultra Slim. Oh Mann, ich werde auch den dann nochmal behalten, aber hier haben wir jetzt schon ein bisschen was aussortiert, also das waren noch die Augenbrauenprodukte. Dann habe ich hier jetzt Kajale und ihr seht, hier ist es auch ein bisschen dreckig, da muss ich gleich nochmal ein bisschen sauber machen. Ich möchte eigentlich nicht zu doll hier drauf eingehen, weil ich die gar nicht so oft benutze, aber scheinbar habe ich hier noch eine Pinzette, das ist nicht verkehrt. Der bleibt auf jeden Fall. Wisst ihr, ich feg hier mal kurz ein bisschen aus, das gefällt mir nicht, das ist mir zu dreckig. Eigentlich gleich mal überall machen können, ne? Na, mache ich später auf Kamera. So, hier ist grün von Trended Up. Dann ist das so ein lilaner von Essence, eigentlich ganz schön. Ein weißer von AD. Ich glaube, den habe ich von der Zuschauerin auch geschenkt gekriegt. Ha, Terra Naturi. Oh je, hier wird gar nicht. Ich würde hier voll gerne voll viel aussortieren, aber das mache ich scheinbar nicht. Gold. Schwarz. Dann so ein... Das habe ich aber auch von der Zuschauerin bekommen. Dann ist hier von NYX ein schwarzer mit Glitzer drin. Den werde ich wohl aussortieren. Hier ist ein braun, ein rosa, ein blau.
Dann habe ich hier, ach Mensch, das gehört noch hier zu den Augenbrauenprodukten. Das ist von Nabla, der Brow Ambition. Der kostet 19 Euro, ich habe den aber rabattiert gekauft. Ist eigentlich ganz schön, wenn es erstmal drauf ist, ist es drauf. Das lässt sich dann auch nicht mehr verblenden oder verwischen. Und, sorry, da war ein Haar, voll eklig. Ja, jedenfalls finde ich den aber richtig, richtig gut. Ich werde mir den irgendwann nochmal eine Nuance heller besorgen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, das hier ist Natural Brown. Genau, und der ist aber richtig toll. Gerade wenn man einzelne Härchen imitieren möchte, ist der super, super gut. Dann habe ich hier ganz gerne so Hautfarben, ne, von Essence oder Maybelline. Nein, das war Manhattan, ne? Genau, der ist schon älter. Das sind dann auch mal so welche, die halt so ein bisschen highlighten sollen. Den werde ich aussortieren, habe ich doch eben, glaube ich, schon einen gehabt. Den werde ich auch aussortieren, weil ich nicht so viele braune brauche. Und hier der von Maybelline kann eigentlich auch raus. Hier ist von NYX der nochmal. Stimmt, den hatte ich auch mal von der Zuschauerin gekriegt. Dann behalte ich den. Hier ist lila. Das hatte ich von der Zuschauerin. Und hatte ich den nicht auch schon? Ja, hier Tattoo Liner kann ich euch sowieso extremst empfehlen. Auch wenn ihr das gerade auf die Wasserlinie auftragt, dann ist das total haltbar einfach. Mag ich total. Genau, das ist nochmal so ein Jumbo Eye Pencil von NYX in weiß und in schwarz. Hatte ich letztes Jahr im Adventskalender. So, aber jetzt will ich hier nochmal ganz schnell so ein bisschen abmischen, weil mir das zu dreckig ist. Ja, ihr Süßen, jetzt bin ich mit euch schon ein Stückchen rübergerutscht. Hier waren wir eben, da waren wir ja jetzt, ich habe da übrigens auch nochmal abgewischt und so, damit ich das nicht nochmal anfassen muss. Und jetzt sind wir hier bei den Eyelinern. Ich denke, da wird auch einiges ausziehen. Das hier hat mir jetzt irgendwie nicht so gut gefallen. Ich werde den aber nochmal behalten, der war hier jetzt kürzlich in einer Essence Limited Edition. Das ist quasi, ja, auf der einen Seite ist ein Pinsel und auf der anderen Seite habt ihr so ein bisschen Smoky Eyeliner Material. Genau, hier, die sind ja eigentlich erst neu. Ich werde davon aber nur den hier behalten, weil ich hier die Farbe einfach überhaupt gar nicht mag. Den hatte ich mir auf dem Ellbogen, wollte ich gerade sagen, auf der Handfläche aufgetragen. Dann habe ich hier was, Celebrities Eyeliner von Eveline. An sich nicht schlecht, ließ sich gut auftragen, hat aber nicht gut gehalten, deswegen fliegt der auch weg. Ja, der ist sogar noch verschweißt von Revolution. Total schade eigentlich. Den muss ich echt mal benutzen. Und hier ist so viel. Hier haben wir jetzt was von Essence. Die muss ich noch mal ein bisschen ausgiebiger testen. Die sind recht dick hier in der Spitze. Aber ja, also wir sind noch nicht fertig. Das ist auch noch einer in Braun. Die Braunen sind sowieso immer ein bisschen schwierig, finde ich. Den hier hatte ich, glaube ich, entweder in My Little Box oder im Blissim Adventskalender, glaube ich. Ja, dann haben wir hier ein, der sieht schon so ekelhaft aus, finde ich. Warum sind hier eigentlich überall Haare? Ist für die Schweinerei. Der, Alter, es tut mir leid, ich bin sonst nicht so ein Schwein. Der malt tatsächlich ziemlich gut. Ich werde den aber mal, denke ich, eher in die Halloween-Packung tun. Das hier ist halt auch noch so schön. Okay, das ist nicht schön. Das funktioniert ja gar nicht, guck mal. Da will man sich dann so ein Stencil machen. Na gut, jetzt funktioniert es. Ich habe zu doll reingedrückt. Okay, ich packe es in die Halloween-Box. Hier ist eine von LA Girl. Ich glaube, der war aber nicht so nice. Aber da bin ich mir jetzt auch... Wisst ihr, wenn man... Also braune Eyeliner, ich lieb's, ne? Ich lieb's total, aber es nervt mich, wenn man da so oft drüber gehen muss, weil die nicht gut genug pigmentiert sind. Okay, der ist schon eingetrocknet hier von Maybelline. Den habe ich aber auch schon eine Weile. Also das kann schon mal sein. Hier mag ich gar nicht so krass durchgehen. Habe ich gar keine Lust drauf. Das hier ist noch ganz cool, wenn ich gerade gerne einen Eyeliner haben würde, aber... irgendwie das nicht hinkriegt, das sind halt auch solche, guckt mal, die sind dann auch noch für jedes Auge quasi einmal angewinkelt, total schön. Oder auch nicht, die eine ist jetzt leer. Gut, dann fliegt der weg. Dann haben wir den hier von Catrice, einmal schnell, ja, funktioniert noch. Den habe ich erst neu gekauft, der ist von Trended Up, der bleibt also. Dann haben wir hier was, genau, das ist auch der von Essence, jetzt, sorry, hier ist überall Puder, ne? Und genau, das ist der Eyeliner. Sieht aber genauso aus wie mein Augenbrauenprodukt. Dann habe ich hier von Tarte, von einer Zuschauerin. Ich glaube, den hatte ich mal von Jill bekommen. Kann das sein? Auf jeden Fall, ja, den habe ich bis jetzt leider nicht benutzt. Der bleibt aber noch. Dann habe ich hier einen Matte White Eyeliner von Essence. Der bleibt auf jeden Fall auch. Der hier, genau, das ist einer meiner liebsten neuen, ja, Eyeliner. Tatsächlich, der ist von ReLove, der ist nicht teuer, ich meine 2,50 Euro oder 3 Euro, also überhaupt nicht teuer. Und der ist so lange so richtig schön feucht, das ist sehr angenehm, einfach wenn man auch mehr malen muss. Auch gerade zu Halloween, da umrande ich ja dann ganz gerne mal meine Looks, wenn ich dieses Jahr auch keinen gemacht habe. Aber die bleiben auf jeden Fall. Dann habe ich hier einen in Grün, der ist auch ganz schön. Der malt auch noch, kann man mal haben, finde ich, obwohl das wahrscheinlich bei meinen grünen Augen irgendwie eklig aussieht. Dann habe ich hier noch einen Glitterliner von...
Revolution. Da muss ich mal kurz gucken. Der ist scheinbar ein bisschen eingetrocknet. Ja, der hat es leider hinter sich. Habe ich auch viel zu selten benutzt, weil ich sowas gar nicht so oft mache. Aber dann fliegt der auch raus. Wenigstens ein bisschen was. Hier ist der Liquid Ink Eyeliner von Essence. Der ist auch noch gut. Den lasse ich auf jeden Fall. Einer von Catrice. Ich glaube, das ist noch einer von den ganz ersten. Aber der ist auch noch super. Das ist auch ein ziemlich guter Eyeliner. Aber der ist nach einem Auge quasi, auch wenn ich ihn auf den Kopf lagere, dann ist der hinüber, dann muss der erst nachlaufen und deswegen braucht man davon mindestens zwei. Hier, den schmeiße ich jetzt mal weg. Das ist irgendwie, also entweder habe ich den auch mal von einer Zuschauerin gekriegt oder ich habe mir den selber gekauft von Max Factor, aber ich bin eh leider nicht so der Max Factor Fan. Ich habe nicht so viel von denen, außer eine Foundation, die ist aber ganz schön. Und früher hatten die auch mal so Blush, das mochte ich auch. Genau, hier ist ein kleiner Maybelline Hyper Precise All Day, auch alles so irgendwie ist das alles so ein bisschen das Gleiche, ne? Der ist recht flüssig, den werde ich jetzt mal aussortieren. Dann haben wir hier von Eveline Professional Make-up. Das ist alles so ein bisschen das Gleiche, ne? Halloween Box. Hier ist noch von CAT die Fineliner. Habe ich, glaube ich, auch von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt. Deswegen bleibt der auf jeden Fall. Hier von Kat Von D ist noch so ein Liner dabei. Ich glaube, der war aber gar nicht mal so toll. Ich glaube, der liest dann auch schnell nach. Deswegen fliegt der auch raus. Kein Bock mehr drauf. Hier ist nochmal ein Dip Eyeliner. Ich glaube, der ist aber... Ist der schwarz oder weiß? Nee, der ist weiß. Ja, gut, den behalte ich mal noch. Genau, dann ist hier noch der. Der scheint aber noch ein bisschen intakter zu sein als die andere Farbe. Das ist leider nur krümelig. Ja, das kommt davon, wenn man das zu lange liegen lässt. Ne? Das ist dann scheiße. So, hier habe ich nochmal den Slick Flick Eyeliner von Relove, was ich euch eben gezeigt hatte, der so schön ist. Dann haben wir hier den von NYX, der ist ja auch epic. Genau, das war noch aus der Haus des Geldes Limited Edition vom letzten Jahr. Und dann habe ich hier noch einen Eyeliner von Sven aus der, hier diese Adventskalender-Geschichte. Ist auch total schön noch eingepackt. Und dann habe ich hier von Stabilo noch einen Eyeliner, der fliegt aber auch raus. Das hat mir nicht gefallen. Ja, Mensch, dann haben wir die Eyeliner ja auch fertig. Hier ist noch so ein Wing-Teil, da gucke ich noch mal kurz, ob der noch intakt ist. So, dann kommt da das Zeug wieder rein, was behalten wird. So, hier haben wir jetzt nur Spiegel hier, die wir immer so schön in den Adventskalendern haben. Ich habe die leider einmal feucht abgewaschen, weil die so doll dreckig waren. Und dann haben die leider überwiegend angefangen hier zu rosten. Das finde ich ziemlich schade. Da werde ich jetzt auch mal kurz ein paar aussortieren, die es jetzt einfach hinter sich haben. Ja, Mensch, dann sind wir hier ja schon. Das ist ein Blush, der hier gar nicht reingehört. Der ist aber richtig toll von Rouge Cosmetics. Dann haben wir hier diverse Mascaren. Da möchte ich gar nicht so extrem drauf eingehen. Gerade hier, die gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Das ist eine Skinny Mascara von Trend It Up. Die ist von Eveline. Die ist ganz nice, aber nicht überragend. Im Gegensatz zu der hier, das ist die... Nee, das ist die auch nicht. Wo sind die? Die hatte ich doch hier letztens. Okay, wir werden die schon gleich finden. Auf jeden Fall ist das die Super Thin Mascara. Die ist so ähnlich wie die von Trend It Up. Einfach mal so ein kleines, richtig kleines Bürstchen. Das ist immer ganz cool. Vor allem allerdings für die unteren Wimpern. Die trennen meistens ziemlich gut. Und für die oberen ist es meistens nicht so krass besonders. Aber wenn man es natürlich mag, dann schon. Dann kann man damit gut definieren. Genau, hier ist nochmal eine grüne Mascara. Die habe ich mal in der Limited Edition gekauft. Dann haben wir hier welche von Rival Loves Me oder Rival de Loop, die allerdings nicht überragend sind. Die hier war jetzt auch nicht so. Die sortiere ich auch aus. Die war jetzt nicht so der Reißer. Dann haben wir hier, die war ganz okay von Eveline. Viva Full Lashes. Ganz nice eigentlich. Dann haben wir hier eine goldene von Rival, glaube ich. Die behalte ich auf jeden Fall auch. Die werde ich jetzt mal aussortieren. Ready for the Thrill. Oder ist das eine lila? Ne? Ich glaube, die ist lila. Ich glaube, dann behalte ich die doch noch. Ja, die ist lila. Die bleibt da. Gut, die hier werde ich aussortieren. Die wollte ich letztes Mal schon aussortieren. Habe ich aber nicht gemacht. Hä? Habe ich das falsch reingesetzt? Scheint so. Na gut. Dann die hier sortiere ich aus. Die war echt nichts Besonderes. Hat mir nicht gefallen. Dann ist hier von Eveline mit einem Haar. Wunderschön. Genau, die war ganz gut. Viva Curd Lashes. Behalte ich auf jeden Fall auch. Und hier sehen wir wieder von Sven den Adventskalender. Ich mag die Sachen einfach gar nicht aufmachen, was total dumm und schade ist. Und ja, ich werde jetzt hier mal ganz kurz... Ach, hier die. Oh, Mensch. Ja, die 5D Lash Extra Dimension Mascara. Die ist eigentlich super cool. Ja... Welche war denn das noch? Oder war das... Nee, davon gab es noch eine schwarze, die Lash Pow. Die hier ist nur Durchschnitt, muss ich sagen. Die braucht ihr euch nicht unbedingt kaufen, ist aber ganz nice. Und die andere, die ist schwarz. Die hat auch so ein,
so eine Verpackung zum Auflippen. Die hat mir erst richtig, 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 richtig gut gefallen. Und ja, aber irgendwie war das nur beim ersten Mal danach. Irgendwie nicht mehr. Genau, wir machen gleich da oben weiter. Ich wische jetzt aber mal ganz schnell einmal aus. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich habe mir mittlerweile auch mal den Staubsauger zur Hilfe geholt, damit hier die Krümel besser rauskommen und ich dann angenehmer abwischen kann. Genau, jetzt habe ich hier gerade versucht, das abzuwischen. Guck mal, der weiße Eyeliner, der ist richtig hartnäckig. So, wir machen jetzt hier weiter. Und zwar habe ich hier oben so ein paar Mascaras noch. Ja, so Mini-Varianten letztendlich. Teilweise aus Adventskalendern, teilweise von Zuschauern, teilweise auch von, hier so Mini-Größen. Die habe ich jetzt zum Beispiel auch schon super lange. Ich denke, ich packe die jetzt extra hier vorne mal rein. Die halten auf jeden Fall teilweise schon richtig lange. Unfassbar. Eigentlich soll man sowas so lange gar nicht benutzen. Ich werde die demnächst dann aber alle mal so ein bisschen angehen und aussortieren. Außer die hier, die werde ich jetzt aussortieren. Das sind diese komischen, die war mal total gehypt. So eine Mascara von DDK. Hier sind jetzt nur solche Fasern drin letztendlich und dazu kam eine recht schlechte Mascara leider. Guck mal, das ist alles voll mit Fasern da drin, total eklig. Also eigentlich schön, die hat auch ganz gut was gemacht, aber das fällt mir alles ins Auge und das ist einfach nicht cool, deswegen möchte ich das nicht behalten. Hier ist von Clarins Paris eine Mascara. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich die von einer Zuschauerin bekommen habe oder ob die in irgendwas drin war. Genau, die Lash Paradise, die ist auch ganz nice. Hier, Telescope Peep ist nicht so mein Fall, macht nicht so viel, ist aber nicht schlecht. Die ist überragend super. Die gefällt mir auch überragend gut. Ich versuche jetzt hier nur so die schlechten mal rauszuziehen, aber wahrscheinlich labere ich eh immer wieder viel zu lange. Die gefällt mir auch richtig gut von Eveline für das kleine Geld. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Die ist super. Hier ist noch eine Falsies Lash Lift. Hier, genau, das ist ja meine Liebste. Hier hinten habe ich die große davon. Also die kann ich auch nur empfehlen. Ich liebe sie. Ich habe aber auch schon ein paar Mal gesagt, dass, wenn ihr gerade sowieso nicht so gute Wimpern habt, dann ist die ein bisschen schwierig. Da finde ich die von Maybelline hier, diese Sky High, deutlich. Ja, die macht einfach dann, ich sag immer, aus Scheiße Gold, auch wenn es wirklich scheiße ist. Bei der ist das auch ähnlich so. Und die hier, wenn die gerade sowieso toll sind, dann macht sie die noch besser. Die ist echt der Oberkracher. Ich lieb's. Ist so klar, unglaublich, so viele. Genau, die finde ich auch richtig gut. Hier Unlimited Mascara von L'Oreal ist die. Die bleibt auf jeden Fall auch. Dann die habe ich erst neu, die schwarze davon und die braune. Ich glaube, die braune sortiere ich mal aus. Ich weiß aber noch nicht, vielleicht gebe ich die meiner Mama. Eigentlich möchte ich die sonst nicht weiter rumreichen. Die liebe ich auch von L'Oreal, die Bambi Oversized. Die ist auch ganz gut von Essence. Jetzt rede ich doch wieder über alle. Alle, die jetzt hier drin sind, finde ich nice. Also überragend gut. Gerade hier von L'Oreal kann man eigentlich nie was verkehrt machen. Die krümelt manchmal leider etwas schnell. Die finde ich auch ganz, ganz, ganz toll. Muss ich unbedingt öfter benutzen. Hier habe ich noch eine blaue, die ich leider noch gar nicht benutzt habe irgendwie. Dann ist hier so ein Wimpernkampf von Catrice. Kann man gut gebrauchen. Hier habe ich noch eine von Rituals. Die habe ich eigentlich letztes Jahr zu Weihnachten von meiner Freundin geschenkt gekriegt. Und ich habe sie immer noch nicht benutzt. Das ist eigentlich eine Schande. Das geht eigentlich gar nicht. Genau, die schmeiße ich jetzt hier mal ganz kurz einfach noch rein. Das ist hier. Ach, da ist ein Eyeliner runtergefallen. Da ist die. Da muss ich gleich mal kurz ein bisschen durchgucken, welche davon noch gut ist. Die war früher, als ich 15 war. Da war das meine allerliebste. Die ist so toll. Wirklich einfach nur super. Hier ist nochmal die, die hat ein gerades Bürstchen. Die hat so ein geschwungenes. Und das macht wirklich, also wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, aber eine gute Mascara wollt, ich finde die so toll. Also auch da, die gibt es schon ewig. Genau wie die, die gibt es auch schon ewig. Finde ich auch gut, aber manchmal ein bisschen schwierig, wenn man gerade nicht so Lust hat, sich mit seinen Wimpern auseinanderzusetzen. Den Primer habe ich noch nie probiert, will ich aber schon ewig. Die hier finde ich nicht ganz so gut. Ist nicht so mein Favorite, würde ich nicht nochmal kaufen. Die schmeiße ich weg, weil ich die schon viel zu lange habe. Und mit den beiden muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen. Habe ich mich nur zum Teil, also die hier ist super. Und bei der hier, ich glaube, die hat eine helle Base, was mir ein bisschen Sorge macht. Aber die sind halt auch erst rausgekommen, kosten auch zwischen, nee, hat auch keine helle Base. Na gut, dann bist du, dann bist du berechtigt hier. Gut, dann haben wir da auch schon immerhin 5, 6 aussortiert. Die sind aber auch noch da. Ja, wie gesagt, ich habe ja viel. Dann sind hier meine Lieblingswimpernzangen. Beziehungsweise die hatte ich mal von Ebelin. Das ist so eine kleine. Hier könnt ihr vielleicht sehen, das ist ganz komisch. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, die zu benutzen. Ich greife meistens zu denen hier. Die sind von Catrice. Liebe ich schon seit Jahren. Da sind wir hier schon an der Seite angekommen. Genau, hier ist auch noch eine Wimpernzange. Die hatte ich mal von Douglas, aber nur online gab es die. Aber auch schon wirklich Jahre her. Hier Ubu. Da war immer ganz nice, dass die hier so gepolsterte
Fingerteile hat auf jeden Fall. Dann seht ihr hier schon eine Menge I Love Extreme Mascaras. Ein paar davon habe ich auch von Zuschauern bekommen. Ein paar waren in Adventskalendern. Die hier kann ich euch auch empfehlen. Die ist super gut, allerdings wasserfest. Ich weiß nicht, wie wasserfest. So richtig doll getestet habe ich es noch nicht. Aber sie geht auf jeden Fall schwer ab. Dann ist hier eine I Love Extreme nochmal. Die hier finde ich auch ganz cool. Die Double Trouble, die ist echt nicht schlecht. Dann die beiden. Ich glaube, die werde ich demnächst mal aussortieren. Die finde ich auch schon ganz schön lange. Ja, hier die Bye Bye Panda Eyes. Ich glaube, die gibt es nicht mal mehr. Die ist auf jeden Fall ausgetrocknet. Und dann haben wir hier What the Fake Voluminizing Lengthening Mascara. Die sieht auch ausgetrocknet aus, leider. Das kommt dann davon, wenn man zu viele hat und dann nur noch die nimmt, die man halt gerne mag. Also die müsste ich jetzt auch nicht unbedingt neu kaufen, wenn ich ehrlich bin. Dann habe ich hier die Iconista, die es ja auch schon jetzt eine Weile nicht mehr gibt von Catrice. Aber die war immer ganz gut, fand ich. Aber die sieht leider auch nicht mehr so gut aus. Ach Mensch. Aber die habe ich auch gut benutzt. Ja, hier der Lash Changer. Da habe ich, glaube ich, beide Ausführungen von, meine ich. Ich gebe ihm noch mal eine Chance. Die habe ich, glaube ich, von der lieben Kim geschenkt gekriegt. Gerade die muss ich dann noch mal ein bisschen... Ja, die war eigentlich nicht schlecht. Aber ich meine, die hat nichts gemacht. Und gerade bei dem Namen finde ich... ja, da erwartet man ja auch einiges. Also die sind eigentlich noch okay. Die kann ich noch behalten. Die war, glaube ich, gar nicht so der Reißer. Die ist ja auch erst neu. Fand ich aber auch nicht so. Hier auch Max It. Aber ich glaube, die gibt es schon eine Weile. Eigentlich kann Catrice ja Mascaras gut. Ich habe ja eigentlich auch hier in der Regel die Doll Eye Mascara drin. Aber, im Moment habe ich sie gerade nicht da. Oh, ein Bürstchen, das finde ich gut. Hier Mesauda werde ich aussortieren. Ich hatte Stunk mit der Firma, deswegen finde ich die Sachen grundsätzlich negativ beflügelt. Beflügelt? Befleckt. So, die Devil Eyes von Douglas. Die hatte ich mal gekauft, war aber auch nicht. Da dachte man auch sonst was. Kaufe ich auch erstmal nicht wieder sowas. Genau, die war eigentlich immer ganz cool. Auch richtig doll waterproof hier von Wet n Wild. Ich jetzt aber auch schon eine Weile. Aber hey, die sieht noch richtig gut aus. Unglaublich, da gab es sogar noch Wet n Wild bei uns bei Edeka. Voll cool. Genau, die werde ich aussortieren. Die fand ich jetzt nicht so, aber auch nicht schlecht. Aber die habe ich jetzt auch schon ein bisschen. Genau, hier Big Popper von Wet n Wild. Da, ich glaube, die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich habe ein bisschen Angst vor der Bürste, weil, guck mal, das sieht richtig so aus, als würde das richtig doll verkleben. Deswegen habe ich die noch nicht benutzt. Aber ja, kommt noch, auf jeden Fall. Bleibt dann hier hinten erstmal drin. Ich habe auf jeden Fall jetzt einiges aussortiert und ihr seht jetzt hier die Sachen, die auf jeden Fall geblieben sind. Und ja, gucken wir mal weiter. Ja, dann haben wir die erste Schublade schon fertig. Ich werde das hier nachher vielleicht nochmal, wenn ich das nächste Mal irgendwie... mich schminke, noch mal so ein bisschen die Marken sortieren, aber dass ihr jetzt erstmal wisst, was geblieben ist. Es sieht jetzt nicht sehr viel leerer aus als vorher, finde ich, aber irgendwie, es ist ja doch einiges rausgeflogen. Guckt mal, also hier haben wir die Mascaras, dann haben wir hier Eyeliner und die fliegt auch nicht weg, Entschuldigung. Genau, die Spiegelleiter, das fliegt nicht weg, das auch nicht. Da ist nur der Lappen und genau, ja. Also doch, einiges ist rausgeflogen. Immerhin. So, kurz einmal zur Orientierung. Wir sind jetzt hier einmal auf die andere Seite. Genau, eben waren wir noch hier. Und jetzt gehen wir hier rüber. Und genau, das hatte ich eben noch total vergessen mit einzuräumen. Das ist ein Körbchen eigentlich, was ich, also in diesen Dingern sammle ich immer quasi Material für Videos, die ich drehen möchte. Und das hier will ich schon seit Ewigkeiten drehen. Ich hoffe, ich mache es bald. Eventuell mit meiner Mama, wenn sie dann Zeit hat. Das sind alles L'Oreal Age Perfect Produkte. Genau, hier haben wir Blushes. Und das sind so Creme-Eyeshadows. Hier ist ein Puder, hier ist ein Set mit Mascara und Eyeliner und ach, keine Ahnung, da ist noch Lippenstift. Und ich habe natürlich auch noch Foundations und sowas. Und sowas wollten wir dann zusammen testen, genau. Nur, dass ihr das jetzt hier schon einmal gesehen habt. Genau, das habe ich hier extra nochmal für meine Mama gekauft. Da ist nochmal, guck mal, alles Liebe Augenset. Das war so ein Muttertagsding. Genau, das habe ich jetzt eben vergessen. Und wir gehen jetzt hier rein. Hier sind Lippenprodukte und Blushes drin, genau. Das machen wir jetzt. Ja, hier ist es jetzt zum Teil gar nicht mal so sehr geordnet, was ein bisschen schade ist, aber ja, was soll man machen, ne? Das machen wir so ein bisschen nebenbei. Die hier sind jetzt erst neu von Catrice, so ein paar aus dieser, oh, wie hieß die denn noch, die Limited Edition, ist auf jeden Fall so richtig krass Glitzer drauf und eigentlich richtig schön, habe ich jetzt aber erstmal, also ich habe es behalten, obwohl ich es nicht unbedingt viel benutze. Oh Gott, hier ist ja auch ein bisschen durcheinander, schau mal, hier ist so ein Eyegloss von Rival, dann haben wir hier so ein Golddigger Chrom-Zeugs von... Ich weiß nicht, das war, glaube ich, zum Teil aus Trashy und zum Teil hier
in so einer Mystery-Box mal von Maxime by Purish. Genau, hier ist von Tamtam so ein Lippenset. Guck mal, hier ist sowieso gerade wirklich noch auch noch Mono-Lidschatten und so Glitzerzeugs. Das hier ist von Shein. Da gibt es ganz viel. Das nehme ich eigentlich, wie gesagt, immer für Halloween-Looks. Ich habe so viel für Halloween-Looks und mache das gar nicht. Aber das hier ist übrigens auch richtig schön. Von Revolution ist das mal gewesen. So ein Glitterbalse. Oh Gott, das Zeug ist, das ist wirklich krank. Das ist richtig tolles Zeug. Ich liebe es. Das ist so schön. Gerade wenn man jetzt so einen ganz normalen Look gemacht hat. Aber hier, das passt so gar nicht. Sag ich in jeder Schminksammlung, ne? Warte mal. Doch, das riecht auch noch gut. Das kann man noch behalten. Das passt gar nicht. Das ist eine ganz andere Farbe. Deswegen habe ich jedenfalls aber auch hier die von Shein. Oh, das ist auch so wunderschön. Schau du. Das ist mehr so ein Glibberzeug. Also nicht so ein Balsam. Ist auch ein bisschen weniger intensiv. Kann man aber aufbauen, wie man gerade sieht. Also auch total schön. Manchmal braucht man das halt, ne? Und wenn das dann schon so ein bisschen... Oh, das ist auch wunderschön. Ich werde nicht mehr. Mama. Oh. Mama. Das ist einfach der Hammer. Dann habe ich hier noch ein Gold. Das ist aber so grünlich Gold. Mag ich eigentlich nicht so gern. Ich werde es aber noch behalten. Und so ein Schwarz, Glitzer, Silber irgendwie so. Alter, also diese... So schön. Oh Gott. Oh. Ja, hier ist auch noch ein Lipgloss, das ich kürzlich auch erst aus Trashy rausgenommen habe. Ich sortiere hier oben schon mal so ein bisschen Glitterglue. Habe ich hier so ein paar Bases von Anastasia Beverly Hills, ein Eye Primer von Rival, ein Eye Primer. Die liegt jetzt mal weg, die Eyeshadow Base Rival de Loop. Die habe ich nämlich noch gar nicht benutzt. Und bevor ich benutze sowas leider auch viel zu selten. Hier ist noch der Glitterglue von NYX auch. Habe ich mir jetzt bestimmt vor einem Jahr gekauft. Hier, der ist schon viel älter, der Eyeshadow Primer Potion Kram von Urban Decay. Warum benutze ich das nicht? Das ist total doof. Na, ja, gut. Wir machen hier mit Creme Eyeshadow weiter. Da haben wir hier aus der wunderschönen Blooming Beauty Limited Edition Magic Eyeshadow und Eye Gloss. Dann haben wir hier so ein Liquid Eyeshadow von Maxime's Limited Edition mit Rival de Loop. Da ist der zweite. Habe ich beides noch nicht benutzt. Das ist eine Schande. Dann haben wir hier Eyeshadow Base von Essence. Die werde ich auch erstmal noch behalten. Der ist eigentlich ganz schön. Ich glaube, das hatte ich als Highlighter. Alter, der bröselt ohne Ende. Hatte ich, glaube ich, eigentlich als Highlighter mitgenommen gehabt. Also warum ich den mitgenommen habe, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Der fliegt raus. Ist jetzt nicht mega schlecht oder so, aber gibt mir jetzt gerade auch irgendwie nichts, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir hier von MAC ein Mono Eyeshadow. Der fliegt raus, gibt mir nichts. Von Barbour. Da war doch irgendwas Besonderes. Das ist noch ganz schön. Das werde ich noch aufheben. Das hatte ich, glaube ich, mal in einer My Little Box oder so. Dann haben wir hier Sparkling Dreams 2-in-1 Powder und Eyeshadow Liner. So schöne Farben. Also, oh, ich glaube, ich habe mich gerade gar nicht gut gesehen. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, dann ist hier noch eine zweite Farbe. Wobei ich sagen muss, der macht mich jetzt nicht so ganz an. Ich werde den aber erstmal noch behalten. Dann habe ich hier ganz viele Ersatzgummis für die Wimpernzangen. Hier habe ich noch solche Tapes. Von Catrice, die könnte ich auch mal, die werde ich mal mit nach vorne legen, damit ich die auch benutze. Habe ich hier noch ein paar Mono Eyeshadows. Habe ich den von einer Zuschauerin gekriegt? Ich glaube, den nicht. Gucken, ob es sich lohnt, den zu behalten. Leider ja, der ist ziemlich schön. Fühlt sich auch noch ganz gut an. Oder mag ich den nicht? Nee, der fliegt raus. Den hier habe ich, glaube ich, von Kim geschenkt gekriegt. Oder war das der von Catrice? Hier ist ein schwarzer. Ich glaube, der war aber nicht so der Reißer. Den hatte ich überwiegend gekauft und damit, oh doch, der ist gar nicht so schlecht. Aber nee, guckt mal, das ist nix. Nee, der fliegt raus. Hier noch was, das war einer meiner ersten Mono-Eyeshadows. Oh, man hört es auch schon am Plastik, das ist extrem porös. Der muss leider noch bleiben, der ist so schön, guckt mal. Ist so ein bisschen chromig, ne? Fühlt sich zumindest so an. Hier noch der fliegt raus. Ich glaube, den schmeiße ich auch raus. Hatte ich auch überwiegend mal. Obwohl, der ist ziemlich gut, ne? Ja, gut, der bleibt. Aber der ist schon ganz schön trocken. Ich hatte die mal gekauft, um damit Eyeliner zu ziehen. Und dann ist hier noch der Melted Chrome. Ich glaube, den hatte ich auch mal von einer Zuschauerin. Ach, der ist auch von Kim. Schaut mal. Ich würde sagen, warum kann ich denn das nicht aufschreiben? Ich sonst auch. Oh, okay, der ist krass. Ja, gut, der bleibt auch. Mensch, ihr Lieben, also ich neige schon wieder dazu, hier wirklich viel zu lange zu laden. Oh, Entschuldigung. Also das hatten wir eben schon, das war von Tamtam aus der kürzlich veröffentlichten
Na, hier. Ach, ihre Limited Edition natürlich. Was denn sonst, Alina? So, dann habe ich hier die Filler Base von Reval de Loop. Die hattet ihr mir kürzlich empfohlen, damit meine Lippenfältchen ein bisschen besser... Ach Mensch, ich war ja hier noch gar nicht. Oh Mann. Ja, hier werde ich tatsächlich mal recht kurz halten, weil das sich einfach nicht lohnt bei mir. Ich bin einfach gar nicht... Also ich benutze gerne Lip Liner, aber alles andere ist tatsächlich etwas schwierig. Ich werde die hier aussortieren, da werde ich nochmal eben gucken. Manche davon sind nämlich neu. Den habe ich erst neu, den werde ich behalten, natürlich. Und oh Mensch, jetzt fängt es hier schon wieder an, ne? Diese Chocolate-Sachen, die sind unbenutzt. Ich werde die auch nicht benutzen, aber sie sehen einfach so schön aus. Die waren halt immer in irgendwelchen Geschenksets dabei, das ist ganz gemein. Den werde ich behalten. Bei den anderen mache ich mal so einen Verleichthaufen. Den werde ich auch behalten. Das macht man ja irgendwie mal noch hier. Fruit Smoothie, das ist süß, aber das benutze ich halt gar nicht. Hier auch der, der ist sogar noch verschweißt. Den kann ich mal mit verlosen. Der ist super süß, aber benutze ich nicht. Den habe ich benutzt hier von Beauty Bands und Essence. Ganz süß eigentlich. Dann hier so ein Schimmer. Da kann ich mal meine Mama fragen, ob sie den haben will. Den Frozen Vanilla. Da könnte ich mir noch vorstellen, dass sie den ganz leiden kann. Und den werde ich leider auch niemals benutzen. Cranberry. Das sind Farben, die mag ich halt einfach nicht. Muss ich dann mal schauen. Hier ist ein Ultramatt Nude Pen. Den werde ich aber auch aussortieren, weil ich sowas schon, ja, zuhauf habe. Brauche ich nicht. Und dann die hier. Die sind, die habe ich bestimmt schon 3 Jahre. Und die sind die ganze Zeit genau so da eingepackt. So, hier, der fliegt weg, weil ich es nicht benutze. Der fliegt nicht weg, weil ein Lebkuchen drauf ist. Der fliegt nicht weg, weil ich das Geschenk gekriegt habe. Dann habe ich hier 2 vom Hydra Matt, die bleiben auch. Ich muss den nur mal rauspulen, ne? Der bleibt auch, es sei denn, nee, der riecht noch gut. Ich habe nämlich letztes Jahr hier viele von Maybelline weggeschmissen, was schade war. Die kann ich auch nicht wegschmeißen, Mann, die sitzen alle noch voll gut. Die riechen sogar noch richtig gut, da bin ich nur einmal rangeditscht. Das wird einem so schwer gemacht hier, echt. Der hier ist übrigens auch ganz toll. Ich greife meistens tatsächlich dann zu sowas. Das ist von Müller aus der Lippenpflegeabteilung einfach ein farbiger Pflegestift, wie man sieht. Und die sind so schön. Das ist quasi die günstige Variante zu dem hier vom Labello. Und den finde ich auch mega gut. Hier ist noch übrigens der Fenty Beauty Lip Gloss von Meiner lieben Jill. Wozu das ein Dupe sein soll. Der hat ein bisschen gröberes Glitzer als der hier. Aber beide super schön. Wenigstens ein paar Lipglosse konnten gehen. Das ist aber auch blöd, ne? Guck mal, ich habe euch das ganze Zeug hier gefühlt erst gezeigt. Das ist bestimmt auch schon 8 Monate her oder so, ne? Aber glaubt ihr, ich war seitdem an den Lipglossen dran? Nee, war ich nicht. Das ist traurig. Und das ist dumm. Dann bleibt das so. Hier haben wir noch aus der kürzlichen Cookies for Santa Limited Edition eine Lippenpflege. Die nehme ich hier auch mal raus, weil Lippenpflege benutze ich schon oder... Ich lasse ihn lieber hier drin, weil ich ihn noch aufheben will. Das ist aus dem Essence Adventskalender. Der ist jetzt aber schon tatsächlich ein bisschen angelaufen, was ich ganz schön eklig finde. Mal gucken, wie das gleich aussieht. Ansonsten würde ich den dann auch weghauen. Dann habe ich hier noch, was ist das? Ach, das ist Liquid Eyeshadow von Tamtam. Einmal die Farbe Tara, einmal die Farbe Lara. Eigentlich müsste die hier vorne links mit hin. Da ist aber kein Platz, deswegen lasse ich es mal hier. Hier vorne habe ich noch ein paar Lipsticks von dem lieben Sven. Das war auch von diesem Only Oily. Davon wollte ich erstmal keinen wegschmeißen, egal ob das meine Farben sind oder nicht. Tatsächlich kann man sowas ja auch immer noch ganz gut... Ah Mist, soll ich das dann wirklich aussortieren? Doch, 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 das andere Zeug sortiere ich aus. Das kann man ja mal ganz gut noch als Liquid Blush benutzen. Und hier geht auch schon Blush los. Hier oben habe ich aber noch Lippenkram, da gehen wir jetzt nochmal schnell ran. Hier ist von Banana Beauty was, das war in irgendeinem Adventskalender. Ich glaube eine Lippenbutter oder was, eigentlich auch nicht so meine Farbe, ein bisschen zu rot, aber lasse ich mal da. Das fliegt weg. Dann habe ich hier einige Eyeliner. Nein, Blödsinn. Lip Liner, die habe ich teilweise auch erst kürzlich alle angeschafft. Das sind so ein bisschen verschiedene Farben. Das hier beim Adventskalender auch drin. Das sind alles so ziemlich meine Lippenfarben, aber alle doch noch ein bisschen unterschiedlich und auch unterschiedlich haltbar. Die nehme ich jetzt auch direkt wieder raus und packe die. Das hier ist auch noch total schön. Wirklich eine wunderschöne Farbe hier von Maybelline Superstay, die Ink Crayons, die sind so schön, nicht extrem haltbar oder so, aber einfach so ein bisschen farbgebend. Kann man auch als Blush benutzen. Hier, den fand ich okay, habe ich auch erst neu. Dann den Lip Glaze von Maxim, der kann da bleiben. Der fliegt mal weg, hier der MAC Maximizer von Eveline, der war aber eigentlich nicht so schlecht. Aber ich benutze es halt nicht, das ist doof, ne? Einfach blöd. Dann habe ich hier noch eine andere Farbe von diesen. Genau, die sind auch richtig gut. Welche war denn das? Ich glaube, die hier war im Adventskalender. Die ist wunderschön. Ich liebe sie. Das ist die 699 More Buff. Das ist eine richtig schöne Farbe. Das hier ist ein bisschen
farbiger, ein bisschen roter, aber auch wunderschön, auch von Maybelline. Und das ist 499 More Blush. Das hier ist übrigens auch eigentlich richtig cool. Ich mochte den auf den Lippen nicht so gern hier, den Vinyl Ink. Dann habe ich bei einem Influencer gesehen, der hatte das dann auch als Liquid Blush benutzt. Das ist an sich richtig schön. Das sieht richtig, richtig gut aus. Das ist die Farbe Peachy übrigens. Und aber leider hält es nicht so lange. Das ist ein bisschen schade. Das ist ein Lippenbalsam. Den packe ich mal woanders rein. Den werde ich behalten. Das lohnt sich noch. Den möchte ich nicht behalten. Den behalte ich noch. Oh Mann, oh, die Sachen sind so schön. Wieso? Das behalte ich, war glaube ich ein Geschenk. Mann, oh, die beiden behalte ich auch. Und die beiden hier kann ich nicht wegtun, weil das mal aus einer Limited Edition war und das ein Geschenk war. Und dann habe ich hier an der Seite noch hier diese Lifter-Glosse. Die sind auch so schön. Da habe ich einmal 003 Moon und einmal die... was bist du denn? 002 Eis. Auch total schön. Genau, ich habe hier oben noch, falls Sven zuguckt, der hier schon die ganze Zeit fleißig was... Oh, von Mary Kay habe ich ja auch noch so ein Probending, das lasse ich auch mal noch da. Der hat hier ja mir auch fleißig eben Sachen geschenkt und da war noch irgendwas, ich glaube Liquid Lipsticks oder so in Schleifenform, die stehen hier oben auf dem Tisch. Seht ihr vielleicht nachher nochmal. Jetzt geht's zum Blush über. Ja, tatsächlich habe ich in letzter Zeit Blush wieder total für mich entdeckt, beziehungsweise Liquid Blush habe ich für mich entdeckt. So, und ich mag aber immer noch Puder und Cremes und alles Mögliche. Hier habe ich gerade zum Beispiel, die gibt es vermutlich nicht mehr, die habe ich euch schon mal in einem Favoritenvideo. Oh Gott, hier guckt mal, das ist der pH-reagierende Lippenstift. Das ist so ekelhaft, ne? Oh Mann. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr diese pH-Wert reagierenden Sachen mögt oder gar nicht. Ich mag sie tatsächlich leider nicht so gern. Das ist ziemlich schade, aber was willst du machen, ne? Naja, hier ist jedenfalls eine Blush-Palette, eine Creme-Blush-Palette von Revolution. Die gibt es leider so nicht mehr. Die ist aber ganz toll, kann ich euch nur empfehlen. Leider schon ein bisschen dreckig. Und auch hier von Revolution, das ist jetzt ein Set von der Roxy. Die hat schon öfter mit denen zusammengearbeitet. Das sind auch Liquid Blushes. Einmal ein bisschen peachiger, einmal ein bisschen rosaner. Finde ich auch sehr schön. Habe ich aber jetzt noch in der Verpackung gelassen, weil ich es halt schön finde, ne? Genau. Dann haben wir hier fange ich mal an. Das hatte ich von... Sven. Auch Geschenk gekriegt, genau, das ist so ein Peach Highlighter. Dann habe ich jetzt zwei von BH Cosmetics, hatte ich mal von einer Zuschauerin Geschenk gekriegt. Die sind auch ziemlich schön. Dann auch hier von der Zuschauerin zwei von Kiko. Die lasse ich jetzt aber mal kurz eingepackt, weil wir werden hier sonst heute nicht mehr fertig. Ich habe die Paletten ja noch nicht mehr fertig. Hier ist was von Kiko auch. Oh, wunderschön, oder? Wunderschön, der ist von Corinne. Die süße Corinne, genau. Hier ist nochmal von Too Faced. Da habe ich, meine ich... auch ein Geschenk gekriegt, aber ich weiß ja nicht mehr. Ich glaube, das ist meiner, der Sweet Peach. Nee, Papa Don't Preach heißt er, genau. Der Blush, ich glaube, den habe ich mittlerweile sogar zwei oder dreimal. Also zweimal sehen wir ihn ja hier jetzt schon. Das hier raufgeschrieben? Nee, aber das war auf jeden Fall auch noch von einer Zuschauerin. Oh, der ist so schön. Tatsächlich benutze ich ihn nicht ganz so oft. Leider, ich sollte ihn öfter benutzen, weil an manchen Tagen mag ich Schimmer nicht in meinem Gesicht und an manchen Tagen aber total. Hier, oh, Meet Me in Venice. Oder Venice. Es ist so schön. Das ist, war mal von P2 eine Limited Edition. Der ist auch total schimmernd. Ich glaube, den habe ich sogar... War der eigentlich... Also Leute, die den auch hatten. War das hier schon immer so eingedrückt oder war das... Ich hatte den nämlich auf Vinted gekauft, glaube ich. Ja, genau. Dann habe ich hier auch von einer Zuschauerin von Bourjois oder so ähnlich, wie das heißt. Ich glaube, die Dinger sind gar nicht günstig. Ich habe die auf jeden Fall mal in Belgien gesehen, dass man die da kaufen kann. Ich glaube, bei uns sind die gar nicht so verbreitet. Deswegen bleibt der aber auf jeden Fall. Das hier ist so ein Blush-Stick. Den habe ich tatsächlich, nee, den sortiere ich aus, weil der kaum Farbe von sich gibt. Der könnte tatsächlich auch in Trashy mal landen. Ich glaube, der war da sogar schon mal drin, also ein anderer. Genau, der ist sehr schön. Den habe ich total vergessen hier von Rival. Lege ich mal raus, dass ich den weiter woanders hinpacke. Und hier von Be Perfect, den habe ich auch total vergessen. Der ist auch so ganz zart, nur so ein ganz helles. Aber das sieht so schön frisch aus. Den werde ich mir auch mal, den werde ich mir gleich morgen mal ins Gesicht klatschen. Richtig schön. Na, dann habe ich hier von Revolution aus dem Adventskalender. Die mag ich übrigens super, super gern. Die sind immer sehr schön pigmentiert und einfach tolle Farben. Total einfach verpackt zwar. Das ist ein bisschen schade, aber das ist halt im Adventskalender so. Genau, hier ist auch nochmal von Essence, Adventskalender, der Blush vom letzten Jahr.
Das war der vom letzten Jahr von Catrice. Die hatten ja dieses Jahr in ihren Adventskalendern leider nichts Limitiertes. Das gab es mal von Train It Up. Das war total schön. Hier ist wieder einer von Revolution. Die sind wirklich unglaublich schön. Dann haben wir hier oben, könnt ihr das noch sehen? Ja, aber ich rutsche trotzdem mal kurz ein Stückchen rüber. Und dann sind wir hier oben angekommen. Und zwar, ich versuche es erstmal hier vorne. Boho Vibes von Rival Loves Me. Hatte ich mir sogar noch ein Backup gekauft. Das war nämlich gar nicht nötig. Das wusste man damals aber nicht. Also wirklich super, super schön. Ich liebe den. Genau, wie gesagt, hier ein Backup. Und, aber wo sehe ich den denn jetzt? Den gibt es jetzt mittlerweile. Hier vorne ist der. Den gibt es jetzt mittlerweile im Standardsortiment. Er hat nur einen ganz kleinen farblichen, also das ist ein ganz leicht unterschiedlich letztendlich. So ein bisschen nachempfunden ist das aber nicht so ganz. Guck mal, also ein kleiner Unterschied ist. Seht ihr das? Vielleicht seht das auch nur ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das quasi nachempfunden, habe ich natürlich alles gekauft. Und ich überlege gerade, ob ich den mal rausnehme, weil so viel davon braucht man am Ende ja dann nun auch nicht. Das mache ich auch mal direkt, der ist ja noch neu. Also ein Verlosungsartikel tatsächlich. Und ja, wir hatten ja vorhin schon einen Lipgloss noch, aber die anderen Sachen sind halt gebraucht, ne? Da werde ich tatsächlich auch mal, ich muss mal überlegen, entweder ich verlose ja manchmal was in Livestreams, ob ich dann vielleicht mal eine Trash-Runde mache mit gebrauchten Sachen. Meine letzten Sachen hatte ich nämlich alles dann irgendwie, wollte ich auch in kleine Trash-Pakete machen, habe ich dann aber alles an eine Dame geschickt, die sich auch total gefreut hat. So, hier ist nochmal die andere Farbe davon, die es jetzt mittlerweile im Standardsortiment gibt. Und dann habe ich hier von einer Zuschauerin Pretty Vulgar. Auch ein sehr schöner Blush. Und hier hinten, das ist auch ein absolutes Highlight. Ich muss sagen, die Verpackung ist gar nicht meins. Viele finden das extrem schön. Das ist auch aufwendig. Aber ich mag dieses Goldene. Das sieht für mich, ich weiß nicht, ich mag es nicht. So, das kann man hier jetzt... oh Gott, guckt euch den an. Das ist einfach wunder, 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 wunderschön. Ich glaube, ich habe ihn sogar einmal kurz angefasst. Aber ich werde ihn jetzt nicht mehr anfassen, weil er einfach zu schön ist. Keine Ahnung. Den gucke ich an und bin happy. Und ja, das muss dann auch einfach so bleiben. Ich hoffe, ich kriege das hier so alles rein. Genau. So, dann haben wir hier I Want Candy. Das sind solche Perlen. Die hatten wir eben schon. Dann habe ich hier auch einen Stick Blush. Noch ein. Aus der kürzlich erschienenen Catrice Limited Edition. Dann haben wir hier vorne. Ach, da ja, die habe ich jetzt erstmal zusammengelassen. Das ist nicht alles Blush. Das ist ein Blush, meine ich. Nee, das ist ein Highlighter. Na gut. Auf jeden Fall waren die Sachen in dem Adventskalender von Essence dieses Jahr. Und ja, die bleiben erstmal halt so irgendwie zusammen. Packe ich hier rein. Die wollte ich nicht trennen. Dann, der gehört hier nicht rein. Hier noch ein. Der, genau, das ist von Gab2B. Die mag ich super gern. Die Cheeky Bloom. Blush Powder, genau. Die sind sehr schön farbintensiv. Die sind hier außen so matt. Da kann man sich so ein bisschen aussuchen, wie man es haben will. Und in der Mitte ist dann nochmal ein ganz klein anderer Farbklecks mit ein bisschen Schimmer drin. Finde ich super schön. Die gefallen mir sehr gut. Mag ich sehr. Genau, dann haben wir hier X Farben von Revolution. Das war mal so eine, wie heißen die Dinger denn? Da sind auf jeden Fall, ich habe fast alle Farben. Der hier ist sogar von Melanie, diese Farbe. Die Blusher Reloaded, Sweet Pea. Dann haben wir hier ganz viel na, Peachy, dann auch Pink, ein cool, kühles Lila. Dann hinten auch Pink und dann ist hier hinten auch nochmal ein ganz intensives Rot zum Beispiel bei. Also die werde ich auch alle erstmal so behalten. Die mag ich sehr gerne und es ist für jeden Look quasi was dabei. Da packe ich den hier, wo will ich den da hinpacken? Ich weiß es gerade noch nicht so ganz genau. Wir machen mal hier jetzt weiter. Das ist auch so ein schöner. Den habe ich mir allerdings nur für die Sammlung gekauft. Das ist ein Blushleiter aus der Cute as Shell Limited Edition von Essence. Also hier, ich habe wirklich ein Problem mit Limited Editions. Das sind alles Limited Editions von Essence, glaube ich. Und ja, hier ist jetzt Rival de Loop. Den hatte ich mir kürzlich aus Trashy rausgenommen. Den fand ich auch sehr, 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 sehr schön. Hier, so süß. Guck mal, von Hello Kitty. Die hatte ich mal von Yes Style. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Hier ist, das ist auch ein Highlighter zum Beispiel. Und das sind, ist das ein Highlighter? Das ist auch ein Blusher. Naja, gut, auf jeden Fall sind die so süß. Ich packe euch mal einen aus. Die müssen wir auf jeden Fall auch zusammen dann schauen. Also ich werde nicht mehr. Das ist so wunderschön. Hier ist eigentlich noch ein Schwamm bei gewesen, glaube ich. Aber keine Ahnung, wo der gerade ist. Die sind nicht so krass pigmentiert. Oh, doch. Doch, sind sie. Ich habe nichts gesagt. Auf jeden Fall super schön. War jetzt nicht ganz günstig, aber Yes Style ist ja, das ist halt dann, ja, aus Korea meistens oder so, ne. Ja, hier ist noch von Lottie London ein Blush Crush. Den hatte ich mal von Lieben Nadel geschenkt gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob die noch YouTube macht. Ich glaube,
nur sporadisch. Auf jeden Fall ist der sehr schön, den mag ich total. Hier ist eine kürzlich erworbene, also diesen Sommer irgendwie, Ice Ace Baby Sun Touch All-in-One Palette. Die finde ich ziemlich schön. Ist einfach praktisch, wenn man das alles so zusammen hat, falls man mal tatsächlich verreist oder irgendwie anders das ein bisschen kompakter braucht. Das ist ganz schön. Ja, hier muss ich gleich nochmal unbedingt gucken, wie ich das sortiere. Das war jetzt hier kürzlich im, nehme ich überhaupt auf? Ja doch, im Adventskalender von Revolution. Die hatten ja dieses Jahr einige Ausführungen. Ich hatte jetzt die von, oh, bei Pink Panda hatte ich die bestellt. Ich meine, das gab es auch bei Rossmann, weiß ich jetzt aber nicht. Also die ist super schön, mag ich auch sehr. Die habe ich hier von Art Deco, auch von einer lieben Zuschauerin, habe ich es draufgeschrieben, ja, von der Melanie. Auch ein wunderschöner, kann ich nicht benutzen. Es tut mir leid, das geht einfach nicht. Der muss hier auch irgendwo rein und einfach nur warten, dass ich ihn anschaue. Das tue ich auch. Genau, hier werde ich jetzt einmal rangehen. Das ist wunderschön. Schaut mal, hier ist, oh Gott, die sind teilweise schon so alt. Essence Winter Wonderland habe ich von Vinted gekauft. Unbenutzt, wunderschön, wirklich. Der hier auch, Oktoberfest von Essence, Multicolor Blush. Nicht benutzt, einfach nur, gut, da oben ein bisschen angefasst, aber sonst nichts. Ich desinfiziere die mir natürlich auch. Sonst bin ich nicht so der Typ, der so viel Gebrauchtes unbedingt braucht. Es sei denn, ich weiß, es kommt aus einem guten Haushalt oder es sieht halt noch neu aus. Hier ist auch nur ganz leicht angefasst, super schön. Die sind einfach nur da, um mich happy zu machen. Genau, The Beach House, den hier, genau, Happy Girls are Pretty, wirklich schon uralt teilweise. Good Vibes, Good Memories, Glitter in the Air, Adventure Waits und hier, das war keine Limited Edition, den müsste es sogar noch geben. Hier kommen jetzt noch ein paar, es sind so, Gott, Girls Just Wanna Have Fun. Oh, Beauty Stories. Okay, das ist jetzt zwar nicht Essence, aber ich finde, der reiht sich hier total gut mit ein. Den finde ich auch zum Schreien ist der. We Are Awesome. Hello Autumn habe ich hier noch und oh, Hugs and Kisses. Also wie gesagt, die hier, die sind alle teilweise alt. Die habe ich aber alle von Vinted gekauft und einfach nur, um sie zu haben. Die will ich nicht benutzen. Es tut mir leid. Vielleicht den einen oder anderen hier, den Glitter in the Air oder den habe ich auch benutzt. Den hatte ich auch. Adventure at Raids. Ah, ja, der muss hier eigentlich auch noch mit rein. Einfach wunderschön. Da geht mir echt das Herz auf. Aber wie? Hier vorne mache ich mal ganz kurz weiter, damit ich das ein bisschen rausziehen kann. Hier habe ich zwei von XX Revolution. Davon ist auch mindestens einer von einer lieben Zuschauerin. Den hier werde ich aber aussortieren. Den mag ich leider nicht. Oh Gott, ich habe einen Blush aussortiert. Das ist der. Und ich meine, der hier war von der Zuschauerin. Genau, das ist auch ein matter. Den mag ich mehr. Den werde ich behalten. Genau, den hier werde ich auch behalten. Das ist von Catrice einer, den ich... Oder will ich den nicht behalten? Das ist ein vielleicht. Das ist ein vielleicht. So, hier machen wir jetzt aber weiter. Und zwar, genau, das hatten wir eben schon. Die beiden hatten wir auch. Dann gehen wir hier einmal ran. Und zwar, oh ja, hier, guck mal hier. Das hatte ich kürzlich erst aus Trashy rausgenommen. Das ist so eine Mischung aus Cheek und Lip Tint. Hat mir gut gefallen. Der Cinderella Blush. Der ist schon uralt. Ich liebe ihn. Hier ist von Cutie Pie bzw. Mistney die Cutie Pie Blush und Bronzer irgendwie. Die finde ich einfach wunderschön. Die bleiben auf jeden Fall auch da. Wenn es auch nicht so vom Auftrag her mein Liebstes. Oh, ich sehe gerade, da gibt es ja noch mehr von. Hier ist 2 und 4. Sieh an. Ja, dann habe ich hier von Nabla ein paar Sachen. Die sind so toll. Ich liebe sie. Das sind die Two Reasons. Hier steht jetzt Lightweight Cream Color und Glassy Balm. For an effortless, natural-looking flush. Okay, also es ist einfach so ein bisschen cremig und das soll sowohl Blush als auch Lipgloss als auch irgendwie Highlighter sein. Man kann auch dann Highlighter noch auftupfen. Die Dinger sind auch nicht ganz günstig. Nabla ist ja allgemein nicht ganz günstig, aber die liebe ich. Die habe ich immer im Sale irgendwie mit Rabatten gekauft. Ich glaube, einmal sogar 20% oder 30%. Das war echt schon viel, ne? Wo wir gerade bei Nabla sind, ich mache hier direkt weiter. Ich habe hier sämtliche Blushes, die irgendwie für mich in Frage kamen. Super schön hier. Independence, dann Truth und hier haben wir Lola. Den hatte ich zuerst, das sieht man auch. Und hier ist nochmal Adults Only. Und ja, die sind so schön. Die zeichnen irgendwie eure Haut weich und man hat das Gefühl, man gibt ihnen irgendwie Feuchtigkeit. Dennoch sieht es manchmal ganz leicht nicht angetrocknet aus, aber so ein bisschen eben eher pudrig und ja, doch eher trocken, weil da ein bisschen Schimmer immer mit drin ist. Aber diese Kombination ist irgendwie was ganz Besonderes und sieht irgendwie einfach immer healthy aus. Ich weiß auch nicht. Genau, den werde ich aussortieren. Den hatte ich mir aus Versehen mal quasi mitbestellt. Hatte ich mich aus dem Warenkorb rausgeschmissen. Den habe ich von meiner Mama gekriegt. Der bleibt erstmal noch. Werde ich aber hier woanders einsortieren.
Dann, genau. Hier, Violet Flush. Das ist lustig. Das ist eine Limited Edition gewesen von She Glam mit Willy Wonka, dem Film. Und das ist jetzt ja einfach ein Creme Blush. Und der ist extrem, ja, pink irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich guck mal, wir können ja mal schauen, ob der so pH-Wert reagierend ist. Ich meine, das habe ich jetzt nicht so ganz wahrgenommen. Hier ist das also auf jeden Fall drauf. Mal gucken. Boah, das riecht ganz extrem fruchtig. Wonka, das ist also, ich lieb's, ne? Das ist echt episch. So, Nabla lasse ich jetzt hier drüben mal direkt mit. Und der ist auch so schön. Hier ist Sunset Lover Baked Blush. So wunderschön. Ha, Gott, mein Herz, ne? Ja, dann geht's hier hinten weiter. Könnt ihr das ganz gut sehen? Ich werde euch mal ein Stückchen dichter ranholen. Das tut mir übrigens leid, falls die Ausrichtung hier nicht immer ganz gerade ist. Genau, hier habe ich jetzt meine ganzen Liquid- und Creme-Blushes. Ich bin echt ein Liebhaber geworden. Hier habe ich von Root Cosmetics 3 Farben. Wunderschön. Hier, die heißt, weiß man nicht, Creamsicle. Das ist eher so orange. Dann haben wir hier ein richtig krasses Pink-Rot, was aber nicht ganz so krass ist auf der Haut. Das heißt Cake Pop. Und das ist nochmal Mochi. Der ist etwas gedeckter. Superschön. Die hier liebe ich. Das sind die Blush Shots von Revolution. Ganz besonders diese Farbe ist wunderschön. Kriege ich leider nirgends mehr. Die heißt Pink. Das ist Red einfach, also wunderschön, einfach eben flüssig und es ist so schön für die Haut, ne? Den hier fand ich auch ganz toll, falls man ungeschminkt ist, von Beauty Bands, das ist nur ein pH-Wert reagierender. Dann die von Maybelline, da habe ich auch einige Farben. Ich weiß nicht, ob ich alle Farben habe, aber einige. Ich glaube, den Orangen hatte ich sogar aus Trashy und die anderen entweder zugeschickt gekriegt oder, also von Maybelline oder mir selber gekauft. Ich glaube, einen habe ich mir selber gekauft. Die finde ich ziemlich gut. Die mag ich auch sehr gerne, egal ob geschminkt oder ungeschminkt. Also wenn man, manchmal möchte man sich ja ungeschminkt einfach ein bisschen Leben ins Gesicht zaubern. Dafür sind die ganz toll. Die machen auch so eine ganz tolle Struktur, aber sie halten leider nicht so lange. Das finde ich ein bisschen schade, denn doch liebe ich die. Genau, den hatte ich mal, ich bin schon wieder so ausführlich, ne? Den hatte ich mal von Action. Ganz toll, den habe ich hier auch noch mal in dem Dings hier in der Farbe. Der hier hält richtig gut. Super Dewy Liquid Blush von Revolution. Da müsste ich ja auch mal ein paar andere. Guck mal, hier ist noch eine Farbe. Habe ich davon einen doppelt? Doch, tatsächlich. Ist ja der Hammer. Der hier ist tatsächlich noch zu. Den werde ich verlosen. Der hier war mal von Catrice X Jenny. Mag ich auch sehr gern. Hier ist was von Tarte. Den habe ich mir sogar mal selber gekauft. Unbenutzt leider. Oder nur einmal reingefasst. Hier. Der gehört hier aber eigentlich gar nicht rein, ne? Von Doll 10 habe ich hier 2 Blushes, auch von einer lieben Zuschauerin. Das habe ich leider nicht aufgeschrieben. Warum habe ich das nicht gemacht? Aber die sind richtig toll, du Süße, falls du zuguckst. Genau, dann habe ich hier nochmal so einen Matt Blush von Maybelline. Die hatte ich vor 2 oder 3 Jahren mal im Adventskalender. Gefällt mir auch sehr gut, mag ich sehr. Das hier ist auch eigentlich so eine widerliche Farbe, ne? Guckt mal. Der war im Sommer in einer Limited Edition, meine ich hier. Everlasting Blooms von Essence, auch sehr schön. Das Ding könnte ich eigentlich aussortieren, mache ich jetzt gerade aber noch nicht. Aber das sortiere ich aus, darauf habe ich keinen Bock mehr. Genau. So, dann haben wir die Liquid Blushes wenigstens fertig. So, ich habe jetzt hier erstmal das getauscht und jetzt erstmal so reingeschmissen. Ich werde euch ganz am Ende bestimmt nochmal alle Schubladen irgendwie abfilmen. Meine Herren, wenn ich fertig bin, ihr Süßen hier. Hier sind jetzt die letzten Blushes, hoffe ich zumindest. Hier habe ich 2 von Physicians Formula. Hier ist von Clinique einer, der war mal in irgendeiner Box, der Pixie bei Petra, der war mal von Rosemoon. Den werde ich jetzt aussortieren, sie hat es mir erlaubt, zum Glück, weil ich den einfach auch nicht benutzt habe, aber ich fand das damals so schön von ihr und so lieb. Und genau, hier habe ich nochmal von einer lieben Zuschauerin, meine ich, auch habe ich das raufgeschrieben, wieder nicht wahrscheinlich. Das ist ein Backup hiervon und das hier ist von CAT Glow to Illuminating Blush. Ich meine, das war auch von einer Zuschauerin oder aus Trashy. Oh, der ist auch so süß. Einfach ganz entzückend cute. Genau, dann hier hinten Caviar Gorge. Der war auch mal irgendwo hergebraucht. Trashy oder Zuschauerin. Das hier hatte ich mir mal so gekauft. Guck mal, der sieht so richtig schön peachy aus. Und drin ist der mehr so kühl. Das fand ich total blöd. Ich glaube, der heißt sogar irgendwie Rosie. Na gut. Hätte man sich denken können. Auf jeden Fall fand ich das leider ein bisschen doof. Dann habe ich hier von Biokura einen Blush. Den werde ich jetzt mal aussortieren, obwohl der eigentlich voll schön ist. Okay, der bleibt. So schnell geht das, ne? Dann habe ich hier von was auch immer. Karl Lagerfeld. Der ist eigentlich ganz schön, ne? Ich glaube auch von einer Zuschauerin. Dann ist hier von Love. Den hatte ich mir, glaube ich, mal selber gekauft. Eventuell auch nochmal von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt. Das kann sein. Der bleibt auch. Der
Der riecht so ein bisschen süßlich, das finde ich ganz schön. Genau, dann ist hier vorne Make Beauty Fun, dieser Highlighter, den wollte ich, ach, das ist ein Highlighter, aber ich finde, das ist irgendwie mehr ein Blush, deswegen liegt der hier. Dann ist hier von Maybelline ein ganz klassischer in Pink, den finde ich schön. Das war, oh Gott, eins meiner ersten Produkte mit von Revolution, deswegen habe ich den auch noch, das ist ganz schön. Ich habe zwar sowas Ähnliches mittlerweile schon öfter dabei, aber ja, das ist hier auch wieder so ein Sammlerding, so ein Luminous Blush von Revolve Loves Me und Transparent Powder, auch wenn die, das ist so ein bisschen, die müssen zusammenbleiben, ich weiß auch nicht. Hier mit dem Malibu Vibes, ich meine, da gab es auch einen Bronzer zu, komischerweise habe ich das damit nicht gemacht. Hier sind Coast and Chill Pebbles, dann sind hier Blushleiter von Essence, ein paar verschiedene, dann der hier, den ich eigentlich schon seit Jahren meiner Mama wieder aushändigen sollte, aber das habe ich noch nicht gemacht. Ich altes Egoistenschwein und der ist auch wunderschön. Oh, der ist so schön. Genau, der Cheek Lover, den bekommt ihr sogar noch. Den fand ich auch super schön hier. Hello Magnolia Bloomy Blush. Dann kommt hier was, meine ich, von einer Zuschauerin. Hier Trio Bell Blush Powder von Melanie, genau. Der ist auch so schön, hat einen ganz leichten Schimmer. Freue ich mich schon drauf. Oh Gott, den habe ich auch schon ewig. Guck mal, total besonders. Den habe ich auch tatsächlich ziemlich viel getragen. Aber jetzt gerade sieht man das nicht mehr. Das ist auch von Laura. Genau, ein M. Asam Blush, vielen Dank. Ich wollte schon immer mal einen ausprobieren. Dann haben wir hier, oh je, soll ich hier jetzt was aussortieren? Ich fürchte, ja. Guck mal, von Revolution haben wir hier so ganz kleine. Das ist noch vom Anfang. Da werde ich Treat mal aussortieren, weil der so einen goldenen Schimmer hat. Das mag ich nicht. Den habe ich gerockt, wie ihr sehen könnt. Und genau, den hier werde ich auch aussortieren. Der hat auch so einen komischen Schimmer. Oder war das ein anderer? Habe ich den schon aussortiert? Nee, der hat das nicht. Okay, der darf bleiben. Das ist auch geil hier, ne? Also hier sämtliche Farben von Essence, die sind halt total schön. Die sind teilweise schon richtig alt hier. Silky Touch Blush, die sehen gar nicht mehr so aus. Aber es gab durch die Jahre immer mal verschiedene. Und ich glaube, den sortiere ich aus. Den mochte ich nicht so gern. Der war so dunkel. Hier von Pistazieneis auch noch. Den hier fand ich auch richtig schön. Gab es die auch teilweise noch in matt. Total gut einfach, ne? So Mosaik Blush, da hatte ich letztes Mal, meine ich, auch schon überlegt. Ich glaube, den schmeiße ich mal raus. Das war von einer Zuschauerin. Behalte ich mal noch. Ich glaube, ich habe euch gerade getreten. Entschuldigung. Und Fun Fair bleibt auf jeden Fall auch. Powder Rouge bleibt auch. Und der bleibt auch. Oh Mann. Gut, ich räume mal eben zu Ende wieder ordentlich ein. Und dann geht's weiter. Ja, hier ist jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen was ausgezogen. Das glaube ich nicht und das auch nicht. Genau, und den Rest habe ich jetzt erstmal hier wieder platziert. Das sieht also relativ ordentlich aus. Ich glaube, hier bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Das mache ich nochmal eben. Und dann geht es da drüben hin. Es ist ein bisschen durcheinander, weil hier ist alles voll Paletten. Da hinten ist da auf jeden Fall alles voll Paletten. Und da gehen wir jetzt rein. Da ist nämlich, oh Gott, Make-up und Blush und sowas drin. Nein, nicht Blush, hier. Bronzer und Puder und so. Oh Gott, Jungs und Mädels. Das ist jetzt meine Concealer, meine Make-up, meine Primer-Schublade und Puder ist auch noch drin. Ich glaube, hier, ich hoffe, es fliegt jetzt einiges raus. Ich hoffe es. Genau. Hier. Oh nein, ich möchte ein bisschen überfliegen, aber es funktioniert einfach nicht. Oh, das habe ich aus Trashy genommen. Liebe ich. Es ist wirklich ganz toll. Das ist ein silikonhaltiges Zeug. Den liebe ich auch ohne Ende. Das ist irgendwie eine Mischung aus Pflege und silikonig, deswegen gar nicht so leicht zu kriegen. Liebe ich. Habe ich hier sogar auch noch als Backup und als Mini-Backup. Gab es mal bei Amazon. Mega. Das ist auch ein toller, wenn auch nicht gerade günstiger Primer, aber der ist auch wirklich, wirklich schön. Hier sehe ich gerade auch noch, hier habe ich sogar noch die Verpackung. Selbst die Verpackung ist schön. Ich habe mir die nicht zum vollen Preis gekauft. Den nicht, den Primer nicht. Der war bei Purish in so einer Maxim Limited Edition. Das war irgendwas, das hatte irgendwas mit Pride zu tun, genau. Da ging sogar ein Erlös irgendwie an eine gute Investition, Institution. Und ja, das hat man dann natürlich gerne unterstützt. Und ja, da gab es jedenfalls diese Sachen drin. Diesen schönen Primer, wollte ich sagen. So, Boho Vibes Aqua Primer habe ich von der Zuschauerin geschenkt gekriegt. Einmal, auf jeden Fall, nee, zweimal. Ich glaube, den habe ich mir selber nicht gekauft. Kann ich dementsprechend auf gar keinen Fall aussortieren. Der bleibt also. Der fliegt weg. Habe ich keine Lust. Dann habe ich hier was. Also der fliegt auch weg. Ich habe hier einfach zu viel. Ich kann das nicht aufbrauchen.
Ich werde mir die nachher auf jeden Fall nochmal angucken und dann wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich wirklich verlosen an Leute, die Trash haben wollen. Aber jetzt bei mir, es wird einfach schlecht. Ich kann das nicht alles benutzen. Ich kann das sowieso nicht alles benutzen. Dementsprechend müsste man eigentlich alles aussortieren. Was ist das? Ich glaube, das war auch mal von einer Zuschauerin. Oha! Oha! Ich habe jetzt hier, guck mal, das ist da als... Face and Body Illuminating Primer. Ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das die Kamera einfängt, aber da ist es noch cremig und da, wo es meine Haut berührt hat. Wow, wird das pink? Was ist das denn? Ist ja der Hammer. Und guck mal, wie ich es verschmiere. Das ist ja krass. Ja, dann hat das so ein bisschen leichten, ganz minimal pinken Schimmer. Weiß ich nicht, ob ich das mag. Ich behalte den aber erstmal. Und genau, dann habe ich hier von Maybelline 2 Luminous and Smooth and Matte and Poreless. Die würde ich gerne nochmal probieren. Die hatte ich nämlich auch mal zum Testen gekriegt und dann gar nicht getestet. Dann habe ich hier von Maxime's Limited Edition die beiden Whipped Cream Primer. Habe ich irgendwie zweimal. Ich glaube, meine Mama mochte den Duft nicht genau. Und dann habe ich das irgendwie übernommen. Ich habe letztens mitgekriegt, dass der bei einigen gekippt war. Meiner riecht aber noch super. Das hatte ich von einem der Stefanie geschenkt gekriegt. Das bleibt dementsprechend auf jeden Fall. Die werde ich jetzt mal aussortieren. Also entweder habe ich die extrem doll benutzt oder die sind tatsächlich recht leer. Ist ja ein Ding. Ja, die werde ich jetzt auch mal aussortieren. Das hier 183 Days, das hatte ich von Melanie geschenkt gekriegt. Das bleibt dann auf jeden Fall auch erstmal. Das war noch Zeiten, als es das noch gab, war. Genau, dann habe ich hier den Hydra Milky Drops. Die Sachen sind, glaube ich, nicht ganz so lange haltbar, aber der sieht eigentlich noch gut aus und riecht auch noch ganz gut. Dann bleibt der. So, der bleibt auf jeden Fall. Ich liebe das tatsächlich, wenn die Sachen so silikonig sind, weil das einfach die Poren so sehr blurrt. Der ist noch neu, den behalte ich auf jeden Fall auch. Genauso wie der. Guck mal, das kann ich nicht aufmachen. Unglaublich. Der Skin Glass Skin Primer, den mochte ich eigentlich total gerne. Der riecht auch noch gut, den behalte ich. Das ist halt sehr ölig, ne? Darauf sitzen viele Sachen, sehr schön. Deswegen habe ich auch hier den, der bleibt dann auch erstmal. Ich habe die total vergessen. Das fliegt weg, war eigentlich nicht schlecht. War halt gleich ein bisschen... Nee, das fliegt nicht weg. Oh Mann, das fliegt auch nicht weg. Was ist das? Hier habe ich noch ein Multipurpose Oil. Das hatte ich mir selber gekauft, das möchte ich aber aussortieren. Das auch sehr ölig ist, aber auch sehr flüssig ölig. Poreless Skin Blurring Putty Primer. Den konnte ich, glaube ich, nicht so gut unter irgendwelchen Make-up benutzen. Das ist dann immer runtergekrümelt. Ja, dann habe ich hier zweimal. Hatte ich den sogar... Ach nee, von Melanie hatte ich den einmal gekriegt. Genau. Ach, das war aber auch so... Ups. Das ist so ein schöner Primer gewesen aus der Bloom Baby Bloom Limited Edition. Ja, ach, einfach total schön. Total schön. So, dann haben wir hier... Oh, die war eigentlich immer ganz schön. Warum habe ich denn hier reingemacht? Ich trottel. Die riecht aber noch ganz gut. Die behalte ich mal, aber packe ich raus, weil das eigentlich eine Creme ist. Dann der Hydra Matte Primer von Revolution Pro. War, glaube ich, auch von einer Zuschauerin. Auch von Melanie, ja. Der sieht aber eigentlich voll interessant aus, weil der hier erstmal so total flüssig rauskommt. Den stelle ich mir mal direkt raus, damit ich den die Tage mal öfter benutze. So, ich hoffe, hier geht das jetzt mal ein bisschen schneller. Hier haben wir von... Ist der ausgetrocknet? Was ist damit? Das sieht komisch aus. Moment. Ist ja genial. Guckt mal. Das kommt davon. Das war nicht mal offen. Also scheinbar ja doch. Jedenfalls sieht das hier so aus. Ja. Also tut mir leid, Melanie. Den habe ich zu lange stehen lassen. Das tut mir leid. Aber dafür ist jetzt ein bisschen Platz hier. Also das überfordert mich jetzt hier auch wirklich in der Schublade, ne? Weil das sind alles so Pflegesachen. Ja, der hat gar nichts gebracht, der fliegt weg. Die schmeiße ich jetzt mal weg. Das war eine meiner ersten Kooperationen. Das macht so ganz komisches Zeug mit der Haut. Oh, das wird so ganz komisch rau, aber zieht die Falten irgendwie. Oh, das riecht aber noch gut. Lege ich mir mal kurz auf meinen Tisch und teste es die Tage mal. Da drauf hält Concealer halt nicht ganz so gut. Die haben zwar geschrieben, irgendwie wasserbasierte schon, aber ich fand das jetzt nicht so. Den ist ja offen. Lasst mich mal gucken. Ich glaube nicht, denn noch werde ich den nicht als neu verlosen. Natural Radiance Base Illumination. Der stinkt leider. Den muss ich aussortieren. War auch mal von einer Zuschauerin. Dann hier Illuminating. Den werde ich mir die Tage mal angucken. Ich gucke ihn mir jetzt an, wenn ich ihn hier schon mal habe. Oha. Das ist ein bisschen wie dieses reagierende Zeug, was ich vorhin hatte. Also falls den sich mal einer angucken will, ein bisschen schimmert er schon, aber es ist tatsächlich ganz unauffällig. Ja, gut,
Dann habe ich hier den Bright Maker Primer. Den werde ich mit verlosen, weil der auch noch zu ist. Den gab es mal kostenlos bei DM, wenn man irgendwie einen besonderen Wert umgesetzt hat. Den werde ich aussortieren. Der war damals schon irgendwie doof und ist jetzt auch nicht viel besser, denke ich. War jetzt nicht schlecht, hat jetzt aber auch nicht so mega viel gemacht. Also dann fliegt der weg. Das behalte ich, weil das ein Geschenk von Stefanie war. Dann haben wir hier den. Ich glaube, den hatte ich auch mal geschenkt gekriegt. Auch von Melanie, genau. Den habe ich aber bis jetzt tatsächlich nicht benutzt. Oh, liebe Melanie, wenn ich zwischendurch mal was wegtue, dann tut es mir leid. Ich auch ganz schön. Ah, Mann, ist das eine Schande. So, ich musste gerade einmal kurz pausieren. Jetzt geht's hier weiter. Oha, Essence Wanna Be My Honey von Melanie. Der bleibt auf jeden Fall da. Hier, den hatte ich, glaube ich, gerade gar nicht mehr gezeigt. Honey You Me Up von NYX bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich hier den Hangover Too Faced. Den werde ich mal auspacken, damit ich den auch mal benutze. Oh, und ja, hier ist noch der Tasty Watermelon. Der bleibt auf jeden Fall auch. Hier ist noch von der Maya schon ewig her der Professional. Der bleibt auch. Gott, das Zeug fliegt weg. War eigentlich gar nicht schlecht. Ist jetzt aber, ich habe zu viel einfach. Der Super Grip Primer habe ich noch gar nicht probiert. Dann haben wir hier, oh, der war so super, aber auch so ein bisschen silikonig, der bleibt auch von Revlon Photo Ready. Also ich werde gleich noch ein bisschen was aussortieren, vermutlich, das zeige ich euch. Dann hier der Star Primer, den werde ich aussortieren, weil der leider total eklig riecht. Ich glaube, da ist Anis mit drin oder so. Master Prime war eigentlich ganz gut, habe ich aber eigentlich auf der anderen Seite auch schon oft genug. Die hier sind auch alle so Pore Blurring. Die werde ich aussortieren, weitergeben. Den werde ich, ach, der ist von Melanie. Ich hatte den nämlich auch mal. Der ist aber noch neu. Der bleibt dann erstmal noch. Hier hinten habe ich den von Action. Der war eigentlich immer ganz gut. The Ordinary. Der wird, weiß nicht, weiter wandern zu Trashy oder zu irgendwem anderes. Der von Essence. Nein, Blödsinn. Von Action auch, weil ich einfach so viele andere Sachen hier habe. Der Foam Primer, den werde ich nochmal benutzen. Moisturizing Primer von Hypoallergenic werde ich auch nochmal benutzen. So, aber hier fliegt jetzt einiges weg. Da habe ich einfach gerade keine Lust mehr drauf. Der war eigentlich immer richtig gut, aber ich habe einfach zu viel. Den werde ich behalten. Der war eigentlich auch mal ganz gut. Gibt es den eigentlich noch? Hier dieser 10 in 1. Der war auch ganz gut. Dann Clean ID Vitamin C Fresh Glow Primer. Weiß ich gerade gar nicht mehr genau, wie der war. Und das war eigentlich auch nicht schlecht. Das habe ich total vergessen. Keine Ahnung, ob es die Sachen noch gibt, Jungs und Mädels. So, Make-up Obsession London Pore Perfection Putty Primer. Ist auch einfach pures Silikon. Hier von Physicians Formula Butter Believe It. Der ist aber auch so pur silikonig. Braucht man davon so viele? Ich weiß nicht. Hier ist nochmal Catching Clouds. Der bleibt auf jeden Fall. Bei Limited Edition, ich glaube, das hier, Blurring Balm, braucht man das? Nee, ich mag die Konsistenz tatsächlich gerade auch nicht so. Nee, der fliegt raus. Hier ganz schnell mal die, die ich behalte. Und da unten habe ich jetzt noch ein paar, die ich nicht behalte, die ich schon aussortiert habe. Ja, es ist schade, ich weiß. Ich weiß, ich finde es auch schade. Ich werde mir auch nicht mehr ganz so viel hinlegen, denke ich. Ich hoffe es, ich versuche es. Ja, aber, ach, das weiß ich auch nicht. Ich mache jetzt mit Concealern weiter. Ja, hier haben wir einmal von Nabla. Den fand ich leider gar nicht so gut, aber auch nicht so schlecht, dass ich ihn jetzt wegschmeißen wollte. Hier Regeneration Uplifting Creamy Concealer, der wird erstmal noch bleiben. Den hier habe ich auch erst gekauft. Der ist gar nicht schlecht tatsächlich, aber an manchen Tagen sitzt der gar nicht gut. Da muss ich noch mal ein bisschen gucken, woran das liegt. Und an manchen sitzt der wirklich gut. Den habe ich mir kürzlich erst aus Trashy rausgenommen, deswegen bleibt der. By Dark Circles Concealer von Judith Williams war auch nicht schlecht, bleibt mal. Den mochte ich nicht, der war mir zu trocken von Manhattan. Den finde ich ganz okay. Ich habe aber nicht ganz die perfekte Farbe. Dann ist hier von NYX alles Mögliche. Das ist sogar noch zu. Das würde ich theoretisch verlosen, weil es erst vom letzten Jahr ist. Aber nachher sind die Sachen eingetrocknet. Das fände ich schade. Deswegen kommt das dann lieber in die Trash-Ecke. Den Hyaluron-Concealer. Ja, den nehme ich mal raus. Und auch den werde ich rausnehmen. Just Tree Skin. Hier habe ich die Löcher. Da überlege ich mal nochmal. Einen werde ich auf jeden Fall rauspacken. Ich finde immer, die sehen so aus, als würden sie schimmeln. Habe ich aber tatsächlich noch nicht erlebt, dass die geschimmelt haben. Dann habe ich hier die Camouflage-Dinger. Die habe ich noch nicht so lange, deswegen bleiben die. Den werde ich aussortieren, weil einfach viel zu trocken und auch viel zu hell. Hat mir nicht gut gefallen. Dann habe ich hier von Fit Me zwei. Genau, hier ist von Revlon. Die bleiben auf jeden Fall. Da habe ich hier zwei Farben oder drei sogar scheinbar, ja. Dann habe ich hier den. Den fand ich aber jetzt nicht so überragend. Deswegen fliegt der weg. Dann habe ich einen von Fenty Beauty. Den fand ich leider auch nicht so toll.
Den muss ich nochmal ausprobieren, fand ich aber glaube auch nicht so mega. Dann habe ich hier was von Wet n Wild, den habe ich scheinbar nicht mal benutzt, werde ich dann noch. Der kann raus von Revolution Pro Ultimate Radiant Under Eye Concealer, nichts Besonderes. Den fand ich, glaube ich, ganz gut. Will ich aber noch mal schauen. Was ist denn das hier? Hypoallergenic Skin Camouflage Concealer. Nee, fliegt weg. Dann hier Estee Lauder. Fand ich leider total schlecht. Keine Ahnung, was die da haben. Camouflage in so furchtbar hell. Weiß ich noch nicht so genau, weil ich sowas... Ich nehme das immer ganz gerne noch zum Highlighten. Aber der sieht jetzt auch schon ganz schön komisch aus, muss ich sagen. Nee, der fliegt weg. Da hole ich mir dann lieber mal einen anderen. Der, weiß noch nicht. Nisha, den habe ich noch gar nicht ausprobiert, leider. Hier ist noch einer von Nabla. Ich glaube, der war auch ziemlich trocken. Der ist mir viel zu hell. Also guck mal, hier fliegt einiges weg. Den mochte ich nicht. Das ist, glaube ich, viel zu dunkel. Warm Toast. Ja gut, dann fliegt der leere weg. Den, ja... Das ist ja der. Sorry, ich bin gerade so ein bisschen angekackt von den Concealern, weil ich finde einfach, Concealer sind so schwierig, wenn man ein bisschen älter ist. Ich bin ja nun auch schon, wie alt bin ich? 34 und ich habe halt auch meine Falten und dann auch noch eine trockene Augenpartie. Das ist einfach scheiße. Genau, das fliegt hier auch weg. Das habe ich schon ewig auch nie wirklich benutzt. Der fliegt auch weg. Keine Lust mehr drauf. Den weißen behalte ich mal noch, der war ganz gut. Den fand ich auch nicht schlecht, hier von Rival Loves Me, und den fand ich total schlecht. Wow, ist hier viel rausgeflogen, das freut mich aber mal. Ich glaube, hier von den Candid-Dinger nehme ich mal die hellsten raus. Oder den hellsten, das ist dann hier der 005. Die Fitness versuche ich nochmal und den auch. Und guck mal, sind immer noch genug Concealer dafür, dass ich damit nicht klarkomme, ne? Aber ich versuche es halt nochmal. So, ich würde sagen, dann gehen wir zum Make-up über endlich. Ja, ihr Lieben hier, wir fressen hier einen Akku nach dem anderen, ne? So, wir gehen jetzt hier einmal zum Make-up. Mal gucken, wie viel hier rausfliegt. Den werde ich behalten, den habe ich kürzlich erst wieder für mich entdeckt. Hier von Urban Decay hatte ich mal im Sale gekauft, als sie den Online-Shop zugemacht haben. Ja, fand ich jedenfalls am Anfang gar nicht so toll, jetzt aber mittlerweile finde ich es ganz gut. So, genau, das ist im Moment mein Favorit, sowohl als Primer als auch als leichtes Make-up. Das ist das hier, der Perfekta 4 in 1 von Maybelline Instant Age, Anti-Age. Genau, Whipped Matte Make-up. Also das ist so ähnlich wie M. Asam, aber etwas haltbarer. Das ist also nur so semi-covernd, also es ist nicht ganz so sehr, ja, deckend, genau. Und hier ist schon so viel raus. Hier ist 035. Das ist meine Farbe tatsächlich. Welche Farbe habe ich hier? Die 04 habe ich letztens mir mal gekauft, weil im Sommer war ich tatsächlich etwas zu braun dafür. Das ist aber gleich richtig braun gewesen. Also ich werde das dann wahrscheinlich im kommenden Sommer einfach mal zusammen mischen. Also ja, das ist aber ein tolles Produkt. Es ist jetzt halt nicht so sehr pflegend, aber es sieht gepflegt aus. Es sieht einfach so glatt gezeichnet aus. Finde ich total schön. Genau, hier habe ich das in Real Life Filter Make-up. Fand ich bis jetzt irgendwie noch nicht so überragend, aber es ist erst neu, deswegen bleibt das. Das fand ich auch ziemlich gut. Ist auch sehr silikonig. Ich mag das tatsächlich ziemlich gern, wenn es silikonig ist, weil selbst wenn es ölig ist, dann klebt es leider meistens. Das mag ich leider gar nicht. Und ja, da muss ich nochmal so ein bisschen, aber gerade bei Foundation, ne, da fummel ich und probiere ich sowieso ständig rum. Hier ist diese auch, ja, die ist so komisch, die ist eigentlich ölig, aber die trocknet dann so komisch matt weg. Finde ich eigentlich auch ganz schön, habe ich noch nicht ausreichend mitgespielt, deswegen bleibt die. Hier habe ich nochmal die 02, die werde ich aussortieren, die ist zu hell. Dann habe ich hier nochmal die 03. Hier haben wir, das habe ich noch gar nicht weiter benutzt, genau. Das ist, glaube ich, auch noch nicht neu, nein, nicht alt, meine ich. Sogar noch neu, ist das etwa neu? Nee, neu ist das nicht. Aber ich werde es trotzdem aussortieren, weil das für mich irgendwie nichts Besonderes war. Dann habe ich hier, genau, von Max Factor. Da habe ich nicht viel von, aber das finde ich richtig gut. Da möchte ich auch noch ein bisschen mit rumspielen. Genauso wie mit dem hier von von Revive de Loop, das Kollagen. Das loben sie ja auch alle. NYX Bare With Me hatte ich mir rausgenommen aus Trashy, ne? Habe ich noch gar nicht benutzt. Das lege ich mir mal raus. Dann habe ich hier eine kleine Version von M. Asam. Werde ich erstmal noch behalten, denke ich. Weil das immer ganz gut ist, wenn man, ja, reißt. Das werde ich auch noch behalten. War eigentlich ganz gut. Genauso wie dieses hier, das Bada Believe Zeugs. Die mochte ich auch immer total gerne. Aber die ist jetzt schon ganz schön alt. Die habe ich gefühlt, seit ich mit YouTube angefangen habe. Muss ich mal kurz riechen. Nee, die riecht jetzt auch nicht mehr gut. Also die fliegen raus, auch direkt in den Müll. Nicht erst noch zu irgendwem nach Hause. Dann hier das Nivea Zeug. Das hatte ich tatsächlich doch ganz gerne benutzt. Ihr seht schon, das steht schon eine Weile, ne?
Aber das stinkt leider auch, das fliegt dann auch weg. Das ist halt echt doof, ne? Also ich muss auch echt sagen, ich hab's so ein bisschen raus jetzt. Ach, das ist ein Primer, Concealer, Foundation. Ach, das sind, das gibt's schon eine Weile, beziehungsweise gibt es das schon eine Weile nicht mehr. Das war aber immer ganz gut, das behalte ich auf jeden Fall auch noch. Und diese beiden hier behalte ich auch, die gefallen mir richtig gut hier von, von L'Oreal, diese Perfect Match Nude aufpolsternde getönte Serien. Genau, da hatte ich mir zuerst das gekauft, das war dann ein bisschen zu dunkel und dann habe ich mir das geholt, das kann ich ganz gut benutzen. Das werde ich aber trotzdem beides aufheben, weil ich es mag und weil ich im Sommer auf jeden Fall immer super braun werde. Ähnlich habe ich das hiermit. Gott, ich muss das Zeug mehr benutzen, ne? Also eine dunklere und eine hellere Variante von dem Hydrastay Silky Serum Foundation. Die mögen auch ziemlich viele sehr gerne. Sowas Flüssiges ist halt einfach nice, ne? Dann habe ich hier nochmal die 02 Warm Desert von dem anderen Zeug. Hier ist eine MAC Foundation. Die ist eigentlich echt cool gewesen, aber mir leider viel zu hell. Deswegen darf die ausziehen. Hier, die lasse ich jetzt auch raus. Die Eveline Cosmetic Smooth Matte Fresh Look. Da war nichts Besonderes mit. Hier werde ich wahrscheinlich jetzt auch aussortieren. Das ist eigentlich super gut, das Natural Lift Make-up. Mag ich super gerne. Das ist jetzt nicht meine Farbe und ich werde davon aber meine Farbe aufheben. Das hier werde ich jetzt aussortieren. Das mögen zwar auch ziemlich viele, aber das ist irgendwie nicht mein... Das ist nicht meine Farbe. Das ist irgendwie nicht gelb genug und es ist einfach viel zu rosa, macht mich dadurch blass. Deswegen darf das weg. Hier muss ich mal kurz dran riechen. Hier ist leider auch gekippt. Das finde ich schade. Das mochte ich ziemlich gerne. Hier ist nochmal Eveline Liquid Control. Die war eigentlich ganz gut, so ähnlich wie die von Catrice, die alle so gerne mögen. Hier, das fliegt weg, keine Lust drauf. Das behalte ich noch, das habe ich aber auch schon eine Weile. Das habe ich doch nicht ganz so lange. Ich habe davon noch eine andere Farbe, die habe ich lange. Und zwar diese hier. Ich denke, die darf ausziehen. Die dürfte jetzt auch wirklich viel zu dunkel sein. Ich will sie nicht mehr aussortieren. Hier haben wir nochmal das. Das ist auch zu hell, nicht meine Farbe. Davon war eigentlich nur hier Natural Honey war meine Farbe. Die kann dann auch bleiben. Und Natural Toffee war, glaube ich, auch nicht verkehrt. Dann bleibt das auch. Das Glow Make-up würde ich gerne noch mal ein bisschen mitspielen. Hier, das muss ich leider mal ein bisschen... Da muss ich mal ein bisschen meckern. Es gibt so viel Make-up mittlerweile von Revolution. Und ich kaufe fast immer die F8. Aber das ist immer unterschiedlich. Die F8 ist nie immer die F8. Das ist manchmal viel dunkler, manchmal viel heller. Also das ist total schade leider. Kannst du dich nicht wirklich drauf verlassen. Das finde ich blöd. Genau hier, die mochten ja auch viele sehr gern. True Skin Hydrating Foundation werde ich auch mal aufheben, weil ich damit auch noch nicht so viel rumgespielt habe. Hier, die habe ich von einer Zuschauerin gekriegt. Die hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, das war die neuere Version davon. Hat mir gut gefallen, genau. Dann hier die Hydra... Superstays heißen die. Genau, die eine hier ist ein bisschen länger haltbar. Gibt es die normale Variante eigentlich noch? Das hörte sich damals so an, als würde es beide gleichzeitig parallel geben. Aber vielleicht haben sie die auch einfach nur... Ja, hier ist doch vorn. Ach, keine Ahnung. Ja, spiele ich auch nochmal mit rum. Da fliegt nicht so viel weg jetzt. Das tut mir leid. Hier ist Foundation Dewy Luminous. Davon. Oh, ich muss mich hier echt mal wieder ein bisschen durchsortieren, wollte ich gerade sagen. Ich meine, durchprobieren. Ja, die beiden hebe ich auf jeden Fall auch noch auf. Hier ist noch eine andere Farbe. Die werde ich jetzt mal aussortieren. Getöntes Fluid, das fand ich nicht so toll. Das fliegt raus. Und die beiden fliegen auch raus. Obwohl Aqua Jelly könnte ich noch mal... Guck mal, habe ich das überhaupt doch? Das habe ich auch benutzt. Ich will die aber nicht behalten. Ich behalte sie jetzt trotzdem. Aber die schmeiße ich raus. Fliegen raus. Tinted Hydrator bleibt. Pretty Natural bleibt auch. Fit Me Matte and Polish bleibt. Oh Mann, das fliegt raus, weil, ach, das habe ich geliebt, aber das ist jetzt echt schon alt. Das möchte ich nicht mehr. Clean Eddy Hydro BB Cream, nö, raus. Fand ich nicht gut. Das fand ich auch. Das probiere ich noch einmal, aber dann fliegt es, weil das echt irgendwie langweilig und, ach, weiß ich nicht. Das hat kaum abgedeckt, kaum irgendwas verbessert, aber vielleicht ist das jetzt besser. Genau, die fliegt raus, die mochte ich nicht. Make-up-Drops zum Dunkler machen. Man kann sie ja mal aufheben. Vielleicht braucht man sie noch mal. Hier den Skin-Tint will ich nicht behalten. Das schmeiße ich jetzt leider auch mal raus. Das ist auch schon total alt. Und die werde ich rausschmeißen. Da habe ich gerade keine Lust mehr drauf. Dann habe ich hier noch, die war auch immer so schön. Da werde ich auch noch mal mit rumspielen. Hier von Candid. Revlon. Gab es ja früher mal bei Rossmann. Hier, die habe ich auch ganz gut benutzt. War auch ganz nice. Werde ich nochmal mitspielen. Und hier ist nochmal die 260. Da werde ich erstmal nichts von wegschmeißen.
Sekunden. So, hier ist noch ein Make-up. Das packe ich gleich mal raus. Hier von Age Perfect. Serum in Make-up. Das mag ich sehr. Das ist sehr schön. Ja, Feuchtigkeitsspenden. Man merkt bei den Age Perfect Produkten. Ich habe hier auch noch diesen. Der ist ja auch in aller Munde. Liebe ich auch. Also die beiden Sachen sind wirklich richtig gut. Die packe ich hier gleich mal in mein Videokörbchen mit rein. Und ja, hier, die habe ich ja auch noch. Die Misha BB Cream. Die ist ja auch in aller Munde. Irgendwie, da war sie zumindest eine Weile. Und genau, dann habe ich hier eigentlich nur noch so Oh My Care Foundation Enriching Drops. Also das macht man in Make-up rein, damit das ein bisschen pflegender ist. Ich glaube, dass man sich damit manche auch kaputt machen kann. Deswegen mit sowas aufpassen. Genau, dann haben wir Make-up jetzt auch fertig und auch da einiges aussortiert tatsächlich. So, aber auch hier lasse ich das erstmal noch so drin und wir gehen jetzt zu Fixing Sprays und Puder. Dann habe ich mich jetzt erstmal für ja, Puder entschieden, den wir weiter angucken wollen und aussortieren wollen. Das war auch in dieser Box mit Maxim von Purish. Das finde ich richtig gut, Set and Refresh. Ja, Love gibt es ja bald leider nicht mehr, das ist total schade. Das war ein richtig, richtig, richtig gutes Make-up. Dann haben wir hier, ich glaube, das gehört eigentlich noch zu den Make-ups mit. Das hatte ich, glaube ich, auch mal von der Rose Moon geschenkt gekriegt. Das ist so ein Kuschenzeug. Lege ich mir mal mit raus, will ich dann zeitnah ausprobieren, damit ich es dann auch aussortieren kann. Das hier, das werde ich jetzt aussortieren. Das mochte ich nicht. Das ist von Magic Finish, der Summertime-Kram. Sorry, ich sag das schon wieder. Das bröckelt auch schon. Das riecht eigentlich noch gut. Lass mich mal anfassen. Eigentlich fässt es sich auch noch ganz gut an. Aber das möchte ich aussortieren. Das habe ich schon ewig. Und ich benutze doch immer viel lieber das andere, weil das irgendwie einen besseren Job macht. Keine Ahnung. Ich mag das andere irgendwie lieber. Dann habe ich hier von meiner Blue Anime Cat noch. Da muss ich mal überlegen, ob ich es behalte. Ich denke aber schon. Das ist von The Balm Even Steven Whipped Foundation. Das werde ich auch mal jetzt einfach mit auf meinen... guck mal, ist auch schon ein bisschen eingelaufen. Die habe ich auch schon eine Weile tatsächlich... Na, die lege ich mir mit hin. Und alles, was ich mir jetzt so auf meinen Tisch lege, ist zum Teil einfach, dass ich es jetzt demnächst mal benutze, damit ja, ich entscheiden kann, ob ich es behalten kann oder möchte. So, den habe ich erst neu von Hourglass, von der lieben Natalie empfohlen bekommen. Ein super schöner Puder, finde ich tatsächlich vom Ergebnis her. Hier, das kleine Ding hat jetzt 18 oder 19 Euro gekostet. Hat, ja, das ist so echt... Das zeichnet so weich, das ist jetzt nichts für die T-Zone, das wird da relativ schnell wieder glänzend, aber unterm Auge ist das Zeug richtig gut und deswegen benutze ich das auch. Und genau, der ist tatsächlich recht ähnlich, wie ich finde. Also den kann man genauso schön benutzen, ist genauso fein, also das gefällt mir sehr. Genau, das habe ich kürzlich von einer. Genau, von Melanie auch wieder. Mensch, Melanie, was du hier vorhanden bist in meiner Schminksammlung. Genau, der bleibt dann natürlich, der ist ja auch noch total, na hier, eingepackt alles, hoppala. Hier ist ein Glücksbringer, den hatte ich, glaube ich, mal genau vor der lieben Kim gekriegt. Der hat ja eigentlich nichts drin zu suchen, habe ich hier trotzdem drin. Dann hat mir die liebe Natalie auch wieder, wie gesagt, der macht auch YouTube, guckt gerne vorbei, hat sie mir hier zwei Puder abgefüllt. Das ist einmal von Tamtam Beauty, das Translucent Puder, glaube ich. Und hier ist nochmal eins von Make-up Coach. Irgendwie Zauberpuder, glaube ich, hat sie gesagt, heißt das. Dann habe ich hier hinten noch irgendwo, das wird gleich bestimmt noch irgendwo auftauchen, noch den anderen Banana Powder von, wie heißt sie? Tamtam Beauty. Hat mir die liebe Natalie geschenkt. So süß, echt. Genau, den werde ich aussortieren. HD Supermatt von Real Love. War jetzt nicht schlecht, aber auch nichts Besonderes. Hier muss ich nochmal überlegen, weil die Verpackung eigentlich ganz schön ist von CC. Das ist so eine, ich weiß nicht, chinesische, koreanische Firma, die eigentlich echt schöne Sachen macht. Da sind meistens halt die, ja, die Verpackungen sehr schön. Da muss ich nochmal überlegen, weil eigentlich benutze ich den nicht. Der ist mir eigentlich zu hell. Genau, den hier habe ich letztens schon zweimal aussortiert. Davon hatte ich mir nämlich, weil ich mir so sicher war und der beim ersten Mal auch so toll war. Hier ist es so ein Blurring Puder. Aber tatsächlich ist er nichts Besonderes. War auch nur eine Limited Edition. Ich habe den dann eben aussortiert, weil vielleicht ist er ja für jemanden anderes was Besonderes. Und genau, der bleibt aber auch erstmal da, weil, weiß nicht, das hier sortiere ich aber aus von Eveline. Das ist so ein Matt My Day Peach Loose Puder. Ist ganz okay, aber ja, jetzt nicht überragend. Da habe ich halt bessere. Zum Beispiel den hier. Den gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich habe noch ein paar Backups. Der macht einen ähnlichen Effekt wie Hourglass und Love, was wir hier eben hatten. Super schön, war mal eine Limited Edition von Catrice. Hatte ich mir dann noch X hingelegt. So, dann habe ich hier zwei Take Care of Yourself und Holy Grails von Maxim. Genau, die beiden Puder sind ziemlich cool. Der eine ist auch von Melanie wieder, den anderen habe ich mir selber gekauft. Die bleiben auf jeden Fall auch. Den werde ich jetzt aussortieren, aber war der nicht auch von einer? Ich glaube, den habe ich sogar auch nochmal von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt. Der ist mir leider einfach zu hell, aber der riecht halt gut. Aber ist schade drum. Aber naja, wenn du nicht zugreifst. Hier muss ich nochmal, den habe ich jetzt eine halbe Ewigkeit nicht benutzt von Nabla. Ich habe den aber jetzt nicht so mega, mega krass in Erinnerung. Aber ja, gucke ich nochmal.
Den habe ich erst neu hier von Reval de Loup. Der war in der Brilliant Crush Limited Edition. Wurde auch ziemlich gehypt. Und genau, das ist auch erst neu. Lasting Perfection von Manhattan. Das ist ja wie eine Foundation. Hier hinten muss ich mal kurz, hier haben wir Tamtam. Genau, der bleibt natürlich auch, weil der erst neu ist. Aber ich denke, hier kann jetzt was wegfliegen. Genau, der fliegt zum Beispiel weg. Ganz nice, aber nichts Besonderes gibt es auch nicht mehr. Dann hier der Too Faced Born This Way. Der hält tatsächlich richtig gut alles an Ort und Stelle. Das gefällt mir gut. Den werde ich jetzt hier aussortieren. Mizuku 10. Ich glaube, der hat so einen ganz leichten Schimmer. Ist auch ziemlich hell. Nichts für mich leider. Dann hier Longwear. Oh, der ist, glaube ich, auch so. Nee, der ist nicht weiß. Guck mal, den habe ich noch nicht mal ausprobiert von Hypoallergenic. Der bleibt dann natürlich auch. Den werde ich aussortieren. Mineral Powder hat jetzt nichts Besonderes gemacht bei mir leider. Der Candle, den mochte ich auch ziemlich gerne. Ging ja leider auch raus. Den werde ich aber auch noch behalten, weil der auch, den habe ich auch recht. Werde dann, wie gesagt, wahrscheinlich nach und nach nochmal aussortieren. Das hier war eigentlich ganz cool. Das war von Revolution Pro. Den werde ich jetzt aber vermutlich auch aussortieren. Fühlt sich auch komisch an. Also das war auch mal einer, so wie der von Love, der so ein bisschen irgendwie wie Feuchtigkeit mit drin hatte. Der dürfte, also das dürfte mittlerweile verflogen sein. Dafür habe ich es einfach schon zu lange. Genau, das war jetzt auch nichts Besonderes von Revolution Infinite Loose Powder. Das sollte halt besonders lange halten. Hatte jetzt aber nicht den Eindruck, dass das so ist. Der darf jetzt auch wegfliegen, der Healthy Glow. Oha, hier fliegt richtig viel weg. Hier überlege ich gerade noch, ob ich den, das ist der gleiche wie eben, ob ich den noch behalte, weil der noch neu ist. Oh, das war ein Sammlerstück. Hello Autumn, der bleibt auf jeden Fall, weil da so süße kleine Dinger eingeprägt sind. Der bleibt auch, auch wenn ich den nicht benutzen werde. Aber der war auch von, ja, hier Mira Rainbow Moon. Und genau, der bleibt dann also. Und das ist eigentlich einer, den ich weggeben müsste, weil der auch weiß ist. Aber das war aus der Limited Edition, nein, hier aus dem Adventskalender. Das kann ich leider nicht weggeben. Das tut mir leid, das geht nicht. So, schimmelt das da? Nee, das ist Puder einfach. Okay, ja, dann haben wir den Puder auch fertig. Dann versuchen wir mal kurz, ob wir da hinten noch was bei dem Fixing Spray wird einiges ausziehen. Wartet mal. Und ich dachte gerade schon, oh mein Gott, wo ist denn mein ganzer Puder geblieben? Genau, das sind meine Backups von dem von Catrice, den ich eben so im Himmel gelobt habe. Und theoretisch bräuchte ich wahrscheinlich nie wieder Puder kaufen. Hier habe ich noch Sulfoderm. Den werde ich mal in die Medikamentenschublade packen. Wollte ich, glaube ich, letztes Mal schon machen. Das ist einer, der hat mir immer ganz gut geholfen, wenn ich unreine Haut hatte. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber der war immer so ein bisschen, ich glaube, war da irgendwie irgendwas mit Silberkram drin. So ein bisschen antibakteriell und das hat immer ganz gut beruhigt. Nicht komplett weggemacht, aber es war immer ganz nice. So, Salted Caramel, Strawberry Milk. Das sind die Fixing Sprays, da sind wir jetzt. Und ich muss immer so ein bisschen reinriechen. Also, ich muss euch sagen, diese Revolution-Dinger, die waren immer in irgendwelchen Geschenksets mit drin. Und deswegen, ich kann mich davon gerade noch nicht trennen, es sei denn, es stinkt wie Sau. Die riechen aber beide noch ziemlich gut. Ja, das ist irgendwie, ich benutze die nicht, das ist mir zu krass, ne? Aber ich kann sie auch nicht wegschmeißen. Also die werden einfach irgendwann vermutlich weggeschmissen, weil sie einfach gammelig sind. Das ist Chocolate Cherry. Das waren halt, wie gesagt, so Kühlschränke oder eine Picknickbox. Hier, die, das Ding riecht für mich so schlimm. Chocolate Milk. Das riecht wie Kakao, total schön, aber will man das im Gesicht haben? Chocolate Cherry nochmal? Na, dann sortiere ich aber eine aus. Ich glaube, eine hatte ich von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt. War das von der Sarah? Dann habe ich hier Cranberry. Das habe ich erst neu gekauft. Candy Haze. Es ist mir fast ein bisschen zu süß, aber das geht noch. Das fand ich richtig super. Das, also so ein dermaßen feinen Sprühnebel. Wunder, wunder, wunderbar. Leider hält es nicht ganz so lange, deswegen habe ich es mir jetzt auch nicht auf Vorrat hingestellt. Aber ja, dann hier müssen wir nicht drüber sprechen. Von MAC hatte ich von einer Zuschauerin einige Flaschen zugeschickt gekriegt. Tatsächlich hier 3 Stück von der einen. Richtig lieb war das, so toll. Und ich hätte es ohne dich nicht, ja, nicht probiert, aber es ist super schön. Da haben wir hier einmal die normale Variante. Es hält wirklich, wirklich gut. Dann Fix plus Matt, auch ziemlich schön. Und dann haben wir hier noch meine Watermelon-Variante. Die waren meines Erachtens nach auch noch gut. Ich rieche mal kurz. Ja, also die riechen alle noch super. Dann haben wir hier, da muss ich gleich mal nachgucken, das ist das All-Nighter von Urban Decay. Und in einem davon ist noch das Originale drin. Da muss ich auch echt sagen, also das hält länger als die ganzen günstigen, die ich vorher hatte. Auf jeden Fall ist in dem einen auf jeden Fall noch das drin. Und in dem anderen, ich meine, das müsste der hier sein. Ich muss noch mal ganz genau schauen. Da ist dieses haltbare Zeug von Catrice drin. Das hatte ich umgefüllt. Aber das fand ich leider gar nicht gut. Das hat sich irgendwie nicht gut angefühlt auf dem Gesicht. Also und dann behalte ich das Original und das von Catrice, was aber in der Urban Decay Flasche ist, das fliegt weg.
Dann haben wir hier Golden Dawn Fixing Spray. Das riecht auch nicht so schlecht. Das werde ich behalten. Das war im Adventskalender von Catrice letztes Jahr. Das riecht mir aber zu doll nach Fichten und so. Das ist nicht so... Ach, das ist gar nicht. Guck mal, das sehe ich jetzt erst. Das ist gar kein Fixing Spray, sondern einfach ein Mist allgemein. Mein Gott. Ja gut, dann hier muss ich einmal dran riechen. Das hatte mir meine Mutter mal geschenkt. Ich benutze was, aber halt auch gar nicht so viel. Das riecht aber noch gut. Lasse ich aber mal draußen stehen, damit ich es dann auch benutze. Das werde ich jetzt aussortieren. Fand ich jetzt nichts Besonderes von Catrice. Das werde ich auch aussortieren. Das ist von Make-up Obsession. Das auch. Cucumber Setting Spray war eigentlich ganz nice. Dann habe ich hier Hydrating Milky Face Mist. Also eigentlich ganz cool. Shake Fix Glow mochte ich nicht, weil das so geglitzert hat. Hier ist nochmal ein Mini Fix Plus. Mega, das kann ich mir mal in meine Tasche packen. Coffee to Glow werde ich auch aussortieren, weil ich den Duft irgendwie... Ist das überhaupt Body and Mind Wake Up Mist? Ach, naja, aber das riecht schon fast zu gut. Aber das packe ich mal... Mit, oh nee, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Super Dewy werde ich auch nochmal aufheben, wenn es jetzt nicht eklig riecht. Hier die beiden werde ich aussortieren, beziehungsweise das schmeiße ich jetzt mal weg. Das ist eh fast leer und das sortiere ich aus. Das ist beides von Action, sind aber beide eigentlich gut, aber jetzt nicht so extrem haltbar. Genau, das werde ich nochmal behalten. Das Ananas-Spray war von der lieben Jacqueline. Das behalte ich dann natürlich auch. Und die hier werde ich jetzt aber aussortieren. Die sind zwar super süß, aber mittlerweile dürften die nicht mehr gut sein. Hier von 183 Days möchte ich auch ehrlich gesagt nicht dran riechen, damit ich nicht kotze. Die fliegen auch direkt in den Müll und nicht noch zu irgendwem nach Hause. Und ja, dann haben wir ja hier auch ein bisschen was aussortiert. Tatsächlich, wie gesagt, benutze ich Fixing Spray gar nicht mehr so. Ich werde jetzt mal kurz einräumen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder zu den anderen Schubladen. Ja, ihr Lieben, das Licht wird jetzt mittlerweile ein bisschen anders sein. Es ist jetzt nämlich abends. Ich hatte gerade noch einen Termin mit meinem Sohn und deswegen, ja, es ist jetzt halt schon dunkel. Wir machen jetzt aber weiter. Ihr seht jetzt gerade schon alles, was erstmal noch bleibt, hier einsortiert. Es ist jetzt deutlich weniger, auch wenn es immer noch Massen sind, aber da hinten ist ganz viel Platz. Und hier sind jetzt momentan echt nur noch die Sachen, die ich echt gerade noch testen und behalten möchte. Hier zum Beispiel die Concealer. Es ist wirklich ganz wenig nur noch geworden. Das war ja vorher alles voll. Und genau, ich werde das jetzt hoffentlich so machen. Ich meine, es ist auch immer lustig, euch mitzunehmen beim Aussortieren. Aber ich werde mir jetzt mal vornehmen, dass ich öfter wieder die Sachen teste, die ich schon habe. Und dann nach und nach eben mal aussortiere oder eben dann auch behalte, wenn etwas dabei ist, was unbedingt sein muss. Genau. So, dann sind wir hier erstmal fertig und dann geht es in die nächste Schublade. Übrigens, wundert euch nicht, falls ihr mal auf dem Boden irgendwie ein bisschen Dreck seht. Oh Gott, das ist so viel. Denn das krümelt hier natürlich teilweise auch. Hier haben wir jetzt Bronzer und Highlighter, meine ich. Ganz schön viel. Also hier möchte ich auch ein bisschen reduzieren. Guck mal, hier ist, glaube ich, sogar zum Teil auch Lidschatten drin. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, die habe ich jetzt hier oben aber noch reingepackt, weil da drunter sind Essence, Revive de Loupe und Catrice und alles. Richtige Paletten, sowohl Face als auch hier Eyeshadow überwiegend. Aber hier musste ich teilweise schon ein bisschen drauf ausweichen. Ja, wir fangen dann mal an, ihr Süßen. Ja, da geht's dann wieder los hier. Und zwar, genau, die ist ja erst neu. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sie letztens noch irgendwo online gesehen. Das ist ja die aus der, wie heißt sie denn überhaupt, die Pearl Glaze Limited Edition. Die ist natürlich super schön. Ich mag auch den Blush übrigens super gerne. Ich hatte das letztens gesehen bei Misolde, die macht ja auch Videos über Limited Editions. Da sah der so kühl aus bei ihrem Gesicht und bei mir sieht der total warm aus. Das ist total eigenartig, genau. Die Töne hier sind mehr so schimmernde, etwas gröbere Töne, eigentlich fürs Augenlid gedacht. Ich finde, die kann man aber auch, wenn man etwas grobere Highlighter mag, ganz gut benutzen. Und der hat jetzt ein bisschen mehr in sich, sag ich mal. Das ist aber eigentlich ganz schön und ja, super, super, super schön. Bleibt auf jeden Fall genauso wie die. Oh, ja, das ist einfach so schön. Damit habe ich auch schon ein bisschen gespielt tatsächlich. Die bleibt auf jeden Fall erstmal noch. Hier habe ich aus der Hoppala letzten Caviar Gorge Limited Edition die Face Palette. Die hatte ich mir selber gekauft. Total schön ist die. Ich liebe, liebe, liebe die. Und hier, das hatte ich dann noch von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt. Das behalte ich also auch. Damit habe ich sogar mal einen Look geschminkt. Ja, das meiste, ich weiß nicht, ich hatte sie auch liegen lassen, weil ich dachte, ach ja, sowas hast du, brauchst du nicht. Aber tatsächlich ist die ganz süß für so einen Alltagslook, der ganz zart ist. Finde ich sehr schön. Genau, hier ist die Cheek Palette aus der vergangenen Sommer Limited Edition. Die habe ich jetzt noch nicht so krass gerockt, sag ich mal. Ich mochte den ganz gerne. Die auch. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Das ist mir irgendwie zu bronzig. Das sieht dann irgendwie schnell zu alt aus. Ich weiß auch nicht. Und genau, oh mein Gott, das ist hier jetzt wirklich ein bisschen durcheinander. Hier ist aus einer irgendwann mal Limited Edition hier Shine Like a Sea Star.
auch so eine, ja, Bronzer-Highlighter. Ich weiß nicht, ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich sie aussortiere, weil ich tatsächlich nicht wirklich dazu gegriffen habe. Die behalte ich auf jeden Fall, die Five in a Box, die ist super praktisch und ja, damit ist jetzt nicht ganz so viel möglich, aber die Qualität ist toll, finden auch andere YouTuber übrigens und überhaupt allgemein Leute mögen die sehr gerne. Ich habe jetzt die behalten und ich glaube, habe ich nicht letztens sogar noch von einer Zuschauerin eine Geschenk gekriegt? Ich glaube, ja, die kommt dann aber erst später. So, dann habe ich hier noch und die liebe ich wirklich hier diese... Das ist nicht vom vergangenen Jahr, sondern davor das Jahr. Bronze Away to Costa Rica jetzt hier zum Beispiel. Da sind die Highlighter auch sehr schön. Diese beiden, ich weiß nicht, ich mag das auch gerne. Aber ich benutze sie am Ende gar nicht so oft. Aber die bleibt auf jeden Fall auch. Ich fürchte, hier wird sowieso nicht so viel aussortiert. Das tut mir richtig leid. Hier, die habe ich mal aus Trashy rausgenommen. Da ist der Bronzer sehr schön. Die lege ich mir mal raus. Da kann ich die morgen mal benutzen. Hier habe ich drei von Physicians Formulas. Das sind... Highlighter-Paletten. Also das ist jetzt eine Highlighter-Palette. Das war schade. Das hatten aber viele das Problem, habe ich gehört. Hier, ihr seht auch noch, ne? Ich hatte das draufgelassen, weil ich das wieder so ein bisschen reingepresst habe. Das ist nämlich so schon bei mir angekommen. Und das ist immer ganz schön. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt, aber ich fand das halt sehr schön, weil ich einen Butter-Bronzer hatte, der nicht ganz meine Farbe war und ich gerne andere noch ausprobiert hätte. Und dadurch, ja, hat man dann hier jetzt so ein paar... Shades, sag ich mal. Hier sieht man auch schon, dass ich das hier auch schon wieder rauslösen will. Das ist nicht so cool. Ich werde die aber alle behalten. Hier ist jetzt auch nochmal wirklich nur Bronzer. Total schön. Oh ja, ich mag die ja so gerne. Butter Bronzer, das mögen ja sowieso recht viele gerne. Genau, der ist auch aus Trashy. Ich glaube von der lieben Nicole. Und genau. Habe ich nicht benutzt, aber es ist eine Schleife drauf. Da war auch mal eine Foundation drin von Physicians Formula. Da war eine Schleife drauf und ich hätte sie fast rausgenommen. Es war nicht meine Farbe. So, dann geht's hier weiter mit Love. Und ich liebe diese Produkte. Die habe ich mir auch im Sale gekauft. Jetzt nicht kürzlich, sondern es ist schon ein bisschen her. Aber ja, da sind immer... Das war das Einzige, was schade war. Hier ist ja jetzt so ein Farbverlauf drauf bei allen Produkten jetzt hier. Aber da drin ist das halt unterteilt. War jetzt nicht so schlimm, aber irgendwie hatte ich das... erwartet, dass das irgendwie auch so einen Farbverlauf hat. Das fand ich, ja, wie gesagt, ein bisschen traurig, aber das ist nicht so schlimm. Das sind trotzdem ganz tolle Formulierungen. Ich liebe die Dinge und davon hat ja eins mal irgendwie 22 Euro gekostet, glaube ich. Ich habe dann pro Stück, glaube ich, noch 12 bezahlt. Das ist auch viel, aber ja. Und auch die, na, Love gibt es ja eh nicht mehr, aber mit Letizia Lemark, die fand ich so schön, die Sachen, die sie rausgebracht haben. Außer jetzt diese Eyeshadow-Paletten, das war nicht so ganz mein Vibe, aber bestimmt qualitativ auch ganz toll. Und das ist mein absoluter Liebling tatsächlich. Hier sieht man auch, wenn man so von der Seite guckt, schaut mal, da sieht man richtig, wie hoch das mal war. Ich habe bei der anderen Palette, ich habe davon mir nämlich tatsächlich noch ein Backup besorgt, da sieht man, dass die alle gleich hoch waren. Und ja, wunderschön, müsste ich mal ein bisschen sauber machen. Auf jeden Fall, ja, das fliegt auf gar keinen Fall weg. Und auch das hier kann ich nicht aussortieren. Davon habe ich, meine ich, sogar auch was geschenkt gekriegt. Das sind ja hier solche, also die sind gar nicht mal für mich nicht ganz so passend schön auf der Haut. Ich werde die deswegen auch, weiß ich nicht, das hat so ein bisschen Sammlerwert für mich, diese Disney-Sachen, ne? Die habe ich nicht angefasst, meine ich zumindest. Und ja, deswegen lasse ich die auch so, aber es ist so hübsch, ne? Die fassen sich auch so ganz einartig an, ich weiß nicht. Bei Paletten bin ich ja auch echt, ne, da kann ich nicht gut aussortieren. Hier haben wir noch mal den Bronzer von Marie, den helleren und... habe ich auch ein Geschenk gekriegt von einer Zuschauerin. Ich sage das nur immer dazu, damit die Leute auch wissen, dass ich mich noch erinnere. Ne? Nicht bei allen Sachen, aber bei den meisten weiß ich es schon noch. So, dann gehen wir jetzt mal hier ran. Und oh mein Gott, da sehen wir schon so viel. Ich weiß auch, also hier werde ich bestimmt ein bisschen was aussortieren, weil diese einzelnen Sachen, die müssen nicht immer unbedingt bleiben. Deswegen, genau. Aber der zum Beispiel, den liebe ich. Der ist, bis der schon 4, 5 Jahre alt? Ich weiß nicht. Ihr seht auch, ich liebe den. Das ist irgendwie meine perfekte Farbe. Eine tolle Formulierung. Mochte ich total gerne. Deswegen habe ich hier auch, ich hatte auch noch mehr Backups davon. Hatte die aber nach und nach jetzt doch mal weitergegeben, weil der ist sogar noch zugeklebt. Weil ich das einfach niemals aufbrauchen kann, bis das schlecht wird. Und weil ich ihn halt selber so gerne mag, dachte ich, ich könnte da nochmal anderen eine Freude machen, was ich jetzt auch vermutlich mit denen hier mache. Und zwar ist das die Pastel Breeze Limited Edition gewesen von Rival Loves Me. Das andere war ja die ältere Marke. Da werde ich den, denke ich, aussortieren. Und der hier müsste eigentlich noch unangefasst sein. Nee, ist er auch nicht. Na gut. Die sind ja eigentlich so von der Aufmachung her sehr ähnlich. Aber da war noch so ein kleiner Unterschied im Ton. Ich wollte gerade beide aussortieren. Ich bin mir aber gerade tatsächlich nicht ganz sicher, ob ich das wirklich tun soll. Und ja, die
bleiben dann erstmal. Ich denke, den hier kann ich aussortieren. Da habe ich nie wieder zugegriffen. Hatte ich mal für ein Video zugeschickt bekommen. Der ist auch sehr rotstichig. Wobei das immer irgendwie bei den Revolution Bronzern, die sind oft rotstichig. Aber im Gesicht meistens geht es irgendwie. Aber den werde ich jetzt aussortieren. Das hier werde ich behalten, weil ich dahin, den hatte ich von der Christina eben geschenkt gekriegt. Und das ist auch eine super schöne Farbe, finde ich. Der ist nicht ganz so... Guck mal, der ist irgendwie... Das gefällt mir so gut. Den lasse ich auch gleich mal draußen liegen, damit ich den mal wieder benutzen kann. Da freue ich mich dann morgen schon drauf, einfach mal so ein Make-up jetzt hier zusammenzustellen mit euch. Ach Gott, das war ein Ding. Sage ich euch jedes Mal, war mal bei Trended Up eben eine Limited Edition. Und eigentlich total mega schöne. Ah, der ist so schön. Aber meine Mama zum Beispiel, die hatte sich den auch gekauft und die hat davon Ausschlag am Dekolleté gekriegt. Total komisch. Ich habe ihn seitdem tatsächlich auch nicht im Gesicht benutzt, weil ich Angst hatte. Hier, das sortiere ich jetzt mal aus. Das habe ich schon ewig und ich glaube, ich habe es noch nie wirklich nicht mal angefasst. Nee, das ist noch komplett neu. Also das kommt raus. Dann, na, der ist aber so schön, den kann ich auch nicht aussortieren. Mann, wer braucht denn so viel Bronzer? Wer braucht so viel Make-up? Ah, das ist aber auch gemein. Aber der bleibt da. So, Bronze This Way, der bleibt auch da schon alleine, weil ihr ja hier schon sehen könnt, das ist ja so ein Leo-Muster. Ich bin immer gar nicht so, ist das überhaupt Leo? Doch, ich glaube, ne? Ich bin gar nicht so ein Animal-Print-Freak. Ich mag es eigentlich gar nicht so gerne, ehrlich gesagt. Aber der ist einfach, der muss bleiben. Dann haben wir hier, da hatte ich ja zum Beispiel in einem Video mal gesagt, dass das genau die gleichen sind, aber scheinbar war da doch ein kleiner farblicher Unterschied, zumindest bei manchen Hauttönen. Bei mir war der Unterschied jetzt nicht wirklich da, muss ich sagen, aber je nach Pfanne sieht es jetzt auch leicht anders aus. Der wird auf jeden Fall auch bleiben. Das ist halt immer gleich für den ganzen Körper, deswegen ist das so riesig. Wie viel Gramm haben wir denn hier eigentlich? 30 einfach. Alle beide 30 Gramm. Unfassbar. Ja. Der hier ist ja auch schon ein bisschen größer. Das hier hatte ich auch mal, meine ich, von der Melanie. Und den werde ich auch behalten. Natürlich allein, weil er von Melanie ist und weil er einfach auch total schön aussieht. Den werde ich auch behalten. Den habe ich mir mal bei Vinted nachbestellt. Und da war der auch noch neu tatsächlich. Ich habe den mittlerweile aber schon ein bisschen benutzt. Das war ja auch eine richtig schöne Limited Edition. Dann der hier, den werde ich jetzt aber aussortieren. Oriental Sunset. Weiß nicht, das war irgendwie nichts Besonderes. Wobei aber der Bronzer jetzt gerade recht... senfmäßig ist. Oh, wartet mal. Das sieht ziemlich cool aus, ne? Nee, ich muss doch auch mal was aussortieren. Ah, ne, hier, das ist von Nabla, mein erster. Den werde ich natürlich nicht aussortieren, viel zu teuer. Das ist einer aus dem Revolution Adventskalender kürzlich. Den hatte ich mal von Nathalie. Den müsste ich mir auch mal rauslegen. Das war eigentlich mehr zum Konturieren. Ach, hier, jetzt geht's mit denen los. Ich möchte hier eigentlich gerne ein bisschen... aussortieren. Das ist ein gebackener Reloaded von Revolution. Der ist aber eigentlich auch ganz schön. Erstmal fühlt er sich total trocken an, aber der sieht auf der Haut wirklich sehr schön aus. Ah, Mann. Aber den werde ich aussortieren. Das war, glaube ich, mal irgendwie eine Gratiszugabe. Aber der schimmert mir zu doll. Das mag ich... Nee, der kommt raus auf jeden Fall. Das mag ich nicht. Und hier, der ist toll. Den habe ich auch mal von meiner Freundin Blue Anime Cat gekriegt. Das ist ja der Chocolate Soleil. Heißt der so? Ja, ich glaube, Bronzer von Too Faced. Den könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, mal in einer großen Größe zu holen, weil der mir richtig gut gefällt. Aber ich habe ja erstmal noch, ne? Ich habe ja sowieso. Das habe ich kürzlich von jemandem geschenkt gekriegt, von Melanie wieder. Melanie. Ich weiß gar nicht, sind das alles die... Ist das alles eine Melanie oder sind das verschiedene? Weil das doch einen großen Zeitunterschied hat teilweise. Dann ist hier von Tarte ein Bronzer. Den werde ich auf jeden Fall auch behalten, weil ich den noch nicht ausgiebig getestet habe. Der hat aber auch einen ganz leichten Schimmer. Wird dann vermutlich nicht bleiben, aber wir werden sehen. Der war immer ganz schön. Ich muss jetzt mal an die andere Seite gehen. Jetzt swatchen wir hier ja so viel, ne? Der war eigentlich immer ganz schön, aber... Oh, Mama. Ich will nicht so viel behalten, aber der ist auch so schön. Ha, das ist so gemein. Dann geht es hier weiter mit Malibu Vibes. Den werde ich jetzt mal rausnehmen und bei dem Blush mit reinpacken, wenn das auch nicht wirklich da reingehört. Aber irgendwie muss das zusammen sein. Genau, der ist kürzlich aus Trashy. Das ist so ein flüssiges Ding. Tatsächlich ist das ganz gut zu handhaben und gar nicht so doll und auch nicht so orange, wie es jetzt aussieht. Dann der bleibt auf jeden Fall, weil der wunderschön aussieht. Ah, ihr seht hier das Herzringlicht, ne? Der ist wunderschön. Der bleibt auf jeden Fall. Ich muss ihn gleich auch nochmal richtig durchsortieren. Den werde ich jetzt aussortieren. Den habe ich all die Jahre nicht benutzt. Gab es halt mal, ja, guckt euch das an. Nein. Ich denke, der geht auch raus. Das ist dann irgendwie einfach zu dunkel, ne? Das kann man natürlich auch für die Augen nehmen, aber ich habe ja auch, oh, schön ist das. Aber es ist mir zu bronzig. Nee.
Der sieht noch ein bisschen kühler aus als die anderen. Ah, das ist so gemein. Ja, der bleibt. Dann habe ich hier so ein Contouring-Produkt von Maybelline, was ich noch nie benutzt habe. Das packe ich mal direkt raus. Hier nochmal ein Contouring-Produkt von NYX. Ich meine, das hat mir auch mal eine Zuschauerin geschenkt. Dann hier Crystal Fusion, den werde ich aussortieren. Der ist an sich eigentlich gut, aber ich habe zu viele von diesen Bronzern. Hier ist noch was, das, wir haben Bronzer-Blush, genau. Den hatte ich aber von einer Zuschauerin, von Stephanie hatte ich den bekommen. Und ja, ich bedanke mich übrigens bei allen Leuten, die mir ständig Sachen zuschicken. Das ist ganz, ganz, ganz süß von euch. Genau, den muss ich behalten. Habe ich kürzlich auch nochmal von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt. Ich glaube, der hier war sogar von der Zuschauerin. Den anderen hatte ich schon aussortiert. Und dann hier die, die mag ich eigentlich nicht aussortieren. Die sind nämlich richtig gut hier, die beiden von Rival Loves Me. Richtig günstig und wirklich richtig gut. Das wollte ich eigentlich behalten, aber jetzt so langsam muss ich sagen, macht es mich gerade nicht mehr so doll an. Das war ja mal die Limited Edition, die ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt habe. Ich denke, es reicht, wenn ich da den Blush aufhebe. Im Gegensatz zu dem hier, das muss ich leider, da ist auch eine Schleife drin, das kann ich nicht. Oh nein, jetzt weiß ich nicht, ob ich beide behalten soll. Ach, das ist auch immer ein Scheiß, Mann. So, hier ist der City Bronzer. Da überlege ich gerade, ob ich den aussortiere, weil ich den irgendwie, aber der sieht so gut aus. Nee. Gut, der bleibt. Den werde ich vermutlich auch behalten, weil das auch mal von Christina ein Geschenk war, genau. Den werde ich aussortieren, weil der mir zu doll schimmert, aber ist eigentlich ein ganz schönes Produkt hier, aber wie gesagt, schimmert mir zu doll, mag ich nicht so. Dann Natural Glow Warm Tone, die waren eigentlich auch so gut, aber irgendwo, wer will denn so viel? Das ist nochmal Cool Tone, die gibt es leider nicht mehr, die sind halt auch total schön gewesen. Luminous Matte gibt es auch nicht mehr, möchte ich aber behalten. Hier ist noch Bronze Babe von Got To Be, der ist auch schön. Das ist wunderschön, guck mal, von Revolution, man sieht es gleich an der Verpackung, der ist super rot, aber das ist jetzt auch zum Beispiel einer, der auf der Haut gar nicht so eklig aussieht. Guckt mal, also man denkt, er ist rötlicher, so wie der, aber es ist ein bisschen, ja, der bleibt. Dann habe ich hier meinen ersten selbst gekauften Butter Bronzer. Das ist noch die alte Verpackung. Genau, das ist auch die Deep Bronzer Variante. Also war damals zumindest die dunkelste. Dann habe ich den nochmal von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt, von der Melanie wieder. Und genau, das ist eine ziemlich helle. Das ist der Light Bronzer. Der geht bei mir im Winter tatsächlich auch ganz gut durch. Und ja, finde ich auch total schön. Und auch hier, da gibt es eigentlich zwei Farben. Ich hatte jetzt die rötlichere bestellt gehabt, weil die andere ausverkauft war von... Das ist quasi eine matte Version. Auch total schön und gar nicht so eklig doll, wie man denkt. Guck mal, wir haben die Bronzer schon gleich durch. Die Nabla hatten wir gerade schon. Da habe ich zwei Farben. Da muss ich hier allerdings richtig viel nehmen von Ambra. Das ist wirklich eher für hellere Haut. Lasst euch von denen nicht so, guckt mal auch da. Da würde man denken, das ist eigentlich eher für noch farbigere Menschen gemacht, als ich es bin. Aber das gibt gar nicht so viel Farbe ab. Guck mal, es ist gar nicht so krass. Es ist wirklich eine wunderschöne Farbe, liebe ich. Die sind beide auch sehr schön. Und den habe ich mir auch bei Vinted mal geholt. Hier den von Hatice Schmidt damals. Und der war auch komplett neu. Auch ein super schöner Bronzer. Gut, ein bisschen was ist rausgeflogen, aber nicht ganz so viel leider. Ach, ihr Süßen. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt weiter rüber zu den Highlightern. Da gibt es auch eine ganze Menge zu gucken. Ja, ihr süßen Mäuse, da haben wir die Highlighter. Hier habe ich schon, das habt ihr bestimmt schon gesehen. Da gab es nochmal, ich hatte ja vorhin das gleiche Set nur mit den Liquid Blushes gezeigt. Und das gab es halt jetzt auch nochmal als Liquid Highlighter. Die sind auch so schön, kann ich euch nur empfehlen, wirklich. Es ist ein bisschen groberer Glitzer als jetzt zum Beispiel hier. Die waren ja auch so gehypt hier von der Villains Limited Edition. Auch super schön. Warum? Bitte, Catrice. Ist das Catrice? Ja. Catrice, bitte nehmt das ins Standardsortiment. Es ist also diese beiden, die waren... Ich hatte so Glück, dass ich sie überhaupt bekommen habe, weil ich hatte... Da war die noch gar nicht richtig draußen, hatte ich den Aufsteller entdeckt und dann einfach mal mitgenommen, weil ich dachte, oh ja, Liquid Highlighter ist ja ganz nice. Und danach hast du den nie wieder irgendwo gesehen, weil alle sich drauf gestürzt haben. Auf jeden Fall ist der noch ein bisschen feiner und der ist, na, der hat noch ein bisschen gröberes Glitzer, aber es sind sehr schöne Töne, die auch gut rankommen. Den habe ich euch kürzlich erst gezeigt. Das ist einfach so wunderschön. Ihr seht, das ist eine Milchtüte von Kellogg's Frosties. Einfach so schön. Und da drin, Leute, die es noch nicht gesehen haben, haltet euch fest. Ist das nicht der Wahnsinn? Das Zeug sieht absolut echt aus. Das ist einfach eine Cornflakes-Schüssel. Mein Gott, ich werde nicht mehr. Ich musste das tatsächlich nur wegen der Verpackung haben. Ich werde den hin und wieder mal benutzen. Es ist auch wohl recht viel drin. Ich weiß jetzt nicht, wie tief das Pöttchen geht, aber ja... Braucht man einen Highlighter auch. Und wenn du so viele hast wie ich, braucht man alle Highlighter auf, dass du dir den nochmal nachkaufen willst. Aber das wird tatsächlich, das ist ein Sammlerstück. Ich sage das immer wieder, wenn so Süßigkeiten
Gebäck und Schminke oder Pflege zusammenkommt, dann bin ich raus. Ich bin nicht raus, ich bin voll dabei. So, hier auch der, leider aus dem Sortiment genommen worden von Essence, habe ich noch zwei Backups, glaube ich, und einer ist in Gebrauch, die sind so wunderschön. Ich liebe einfach Liquid Highlighter, ich liebe im Moment alles, was Liquid ist. Es ist so schön, der ist auch wunderbar. Hier, den kriegt ihr aber, glaube ich, nur noch bei Amazon, hier von L'Oreal, Glow Cherie. Wunderschön, einfach wunderschön. Der hier ist gerade neu, den lege ich mal auf meinen Haufen hier für morgen. Das ist, also nicht verwundert sein, das ist eine ganz alte Limited Edition. Den habe ich mir aber kürzlich im Schnäppchenschloss nochmal bestellt. Da habe ich euch ja auch schon mal Holz von gezeigt. Die haben hin und wieder wirklich ganz schöne Sachen. So, hier aus Trashy. Auch der hier aus Trashy, das ist so ein wunderschöner Highlighter. Ich liebe den, der ist wie natürlicher Glanz wieder. Genauso sind ja diese hier, hatte ich euch auch erst kürzlich in Videos gezeigt. Das ist die neue Version, die gibt es momentan im Standardsortiment und das ist die erste Ausgabe, die es davon gab. Es ist scheinbar ganz genau der gleiche Highlighter und es ist auch nur wie so ein normaler, natürlicher Hautglanz. Wunderschön. So, hier ist etwas, das werde ich jetzt vermutlich aussortieren. Vielleicht benutze ich es morgen nochmal. Das war in einem Geschenkset, was ich mal für 5 Euro bei Purish bekommen habe. Da war der Highlighter drin, genau der hier. Und noch ein paar andere Sachen. Und das unter anderem auch. Das ist eigentlich, meine ich, ein Primer oder sowas, ja. Aber der glitzert mir zu doll. Und deswegen hatte ich den hier bei den Liquid Highlightern halt mit reingemacht. Aber die Konsistenz ist komisch. Das funktioniert leider nicht so gut. Und hier nochmal, das ist eine kleine Version von dem, oh, so schön, von dem Rodeo Drive von Ofra. Genau, jetzt für den normalen Preis hätte ich mir das nie gekauft, ganz ehrlich. Aber ja, das ist ganz schön tatsächlich. So, hier habe ich noch von Got to Be die Glow Finition, die ist schön. Da habe ich hier die Glow to Go, die früher wirklich voll, voll der It Highlighter war. Deswegen werde ich den auch nicht wegschmeißen. Einfach zu schön, genau. Das hier habe ich auch schon länger. Das ist aus meinem ersten Revolution Adventskalender, glaube ich, von 2019, wenn ich mich nicht irre. Das ist ein recht weißer Highlighter, den habe ich immer nur zu Halloween benutzt und dafür nehme ich ihn dann jetzt hier auch raus, dass er da rein kann. Und hier, den hatte ich, ich meine, den habe ich geschenkt gekriegt. Ich bin mir ja gerade nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Auch den habe ich geschenkt gekriegt, aber das habe ich nicht raufgeschrieben. Wieso denn nicht? Ach, der ist auch wirklich sehr, 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 sehr schön. Oh, seht ihr den überhaupt? Entschuldigt, ich habe gerade geguckt und habe gar nicht geguckt, ob ihr den sehen könnt. Genau, der ist erst neu hier, With Pleasure von Revoir de Loop. Deswegen fliegt der natürlich auch nicht weg. Das war ein Geschenk von Laura. Genau, das sind ja sowieso so wunderschöne Highlighter. Der war im Revolution Adventskalender von diesem Jahr. Hier habe ich 2 davon. Es tut mir leid, aber ich brauchte wirklich 2 davon. Weil das ist von Cookies for Santa. Der ist wunderschön. Ich liebe den, der ist, oh mein Gott. Und der riecht nach Keks. Was soll ich sagen? Der muss da bleiben. Und deswegen brauche ich auch einen 2. davon. Hier auch noch ganz neu. Ihr seht jetzt hier drauf überwiegend neue Sachen. Den habe ich nicht angefasst. Das ist so eine gelige Konsistenz. Den werde ich auch nie anfassen, wenn er nur aus Versehen. Aber einfach so schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, echt. Der ist auch erst neu hier von Brilliant Crush. Ich habe mir die Lidschattenpalette nicht gekauft. Die war jetzt auch total gelobt und alles. Aber ich weiß nicht, mich haben die Farben einfach nicht so angemacht. Mistletoe Kiss, den finde ich persönlich ein bisschen zu grob. Der ist sehr glitzerig, aber der fühlt sich an wie Balsam. Auch wieder sehr schön hier. Also so ein richtiger Weihnachtshighlighter tatsächlich. Ja, der musste wegen der Verpackung mit. Ganz schlimm, ganz schlimm. Hier ist noch was, so ein Liquid. Ja, das ist eigentlich mehr so ein, ja doch, ein Liquid Highlighter. Der war auch in dieser Maxim-Verpackung. Nein, hier, Mensch, diese Surprise-Box da. Das Zeug hier auch total schön eigentlich. Das bleibt auf jeden Fall erstmal noch. Da kommt nicht so viel weg. Es tut mir leid. Dann, ein Rainbow-Spiegel von Jeffree Star. Dann, hier, das war von She Glam. Eine Rainbow Limited Edition. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist einfach so süß. Guckt euch das an. Den mag ich auch nicht anfassen. Ich musste den einfach bestellen. Dann haben wir hier noch einen Highlighter-Stick. Habe ich auch von einer lieben Zuschauerin geschenkt gekriegt. Und falls du zuguckst, ich liebe das Ding. Vielen lieben Dank, ich hätte mir den selber nie gekauft. Hätte ich nie gemacht. Oh, hier ist so viel. Hier habe ich Christine, habe ich von der lieben Nika abgekauft. Den Crash-Highlighter. Den finde ich auch super, super schön. Etwas grober. Also ich dachte mal, der ist etwas feiner, aber ein super schöner Blush. Bin ich auch sehr froh, dass ich den habe. Hier sind noch 2 Highlighter von Nabla. Wie ihr seht, ich habe da mal total zugelangt, als die halt im Angebot waren. Eigentlich nie mehr normal, ne? Hier fliegt jetzt aber auch nicht so richtig was weg, ne? Ist auch von der Zuschauerin, meine ich. Der war aber auch so schön. Das ist so ein ganz feiner.
ganz heller, irgendwie so leicht rosa, ne? Dann haben wir hier Hatice Schmidt Labs. Ja, stimmt, das hatte ich ja auch von der einen lieben Zuschauerin. Ich meine, aus der Schweiz. Oh, der ist auch so unglaublich schön. Den lasse ich gleich mal draußen. Ah, ich drehe durch. So schön, echt. Und auch die sind so schön. Hier der von Sephora. Den habe ich mal im Sale gekauft. Den gab es danach immer noch mal. Regelmäßig quasi. Den habe ich aber nicht so golden in Erinnerung. Aber der ist auch so schön. Auch der hier von Wet n Wild. Ah, Mama. Oh, Mann. So, der hier Glow Lover. Ich glaube, den fand ich nicht ganz so nice. Mal kurz gucken. Der ist so ähnlich. Ja, ach nein, der ist schön. Das ist schlimm. Mann, den werde ich nicht anfassen. Das ist Everlasting Blooms. Den habe ich auch nur wegen der Verpackung gekauft. Den habe ich auch nur wegen der Verpackung gekauft. Hier von der Jurassic Park Limited Edition. Hier muss ich echt noch ein bisschen besser sortieren. Ah, ist das grausam. Hier ist noch einer von denen. Und oh, Catching Clouds. Habe ich letztens auch von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt. Und hier ist nochmal der Highlighter aus dem Essence Adventskalender letztes Jahr. Hier ist nochmal ein Butter Highlighter. Da kann ich mal überlegen, ob ich den vielleicht aussortiere, weil ich glaube, dass ich den in der einen Palette hier drin habe. Nee, doch nicht. Hier steht sogar drauf, exklusiver Farbton. Ach so. Na gut, also der fliegt nicht weg. Oh Mann, hier ist noch so ein bisschen was Creme- und Liquid-mäßiges. Hier von Doll 10 hatte ich auch von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt. War das von Laura? Ja, genau, von Laura. Einmal den und einmal den. Das sind auch sehr schöne Produkte. Ich kannte das vorher gar nicht, bis ihr mir dann gesagt habt, dass das halt aus dem, wie heißt denn das hier, Teleshopping ist. Genau, das ist eine Lippenpflege mit Rhabarber und Zapaione oder so. Und das ist auch so ein Rosa mit so einem Schimmer. Ziemlich schön. Das ist ja eigentlich ein Labello, ne? Aber ich mag das auf den Lippen nicht, wenn das da so glänzt. Hier ist ein Liquid Highlighter von Becca. Den hatte ich aus Twashy mal. Ich glaube, den sortiere ich jetzt aus, weil ich mir nicht sicher bin. Den werde ich aber aussortieren. Das ist nämlich eigentlich ein Lipgloss. Der war mal in so einem Geschenkset. Das ist auch ein bisschen verfärbt jetzt hier. Eigenartigerweise. Von XX Revolution war das ein Geschenkset. Den, wollte ich jetzt nicht behalten. Hier ist von Becca ein Highlighter, ein kleiner. Der ist ganz schön. Welche Farbe ist das? Moonstone. Den werde ich behalten. Der ist wunderschön. War, glaube ich, auch aus Trashy. Hier ist ein Face Strobing Stick. Den werde ich mal meiner Mama weiterreichen. Ich meine nämlich, dass sie so ein, wenn nicht sogar den gleichen gefühlt früher schon mal hatte, als ich noch ein Kind war. Und das Ding habe ich ja natürlich auch regelmäßig weggenommen. Mini Highlighter Stick. Der ist so süß. Der war auch im Adventskalender drin. Ist ein bisschen kühler, aber auch sehr schön. Dann ist hier von Bella Pierre Golden Glow. Den hatte ich auch mal von einer Zuschauerin. Gott, das ist aber auch, das hört ihr heute x-mal, ne? Oh, guckt euch den an. Habt ihr das gesehen? Das ist ja, okay, der bleibt. Wunderschön, wunderschön. Dann habe ich hier nochmal von Becca, das war ein Set, das hatte ich mal von Nathalie Nord Beauty geschenkt gekriegt. Das ist die Farbe Opal, bleibt auf jeden Fall da. Den hier werde ich jetzt mal aussortieren von My Little Box. Ich weiß nicht genau, das ist auch schon so ein bisschen komisch. Irgendwie mag ich die Sachen von My Little Box nicht so. Keine Ahnung, der fliegt auch direkt in den richtigen Müll. Ja, der stinkt auch. Dann habe ich hier noch den einen von Hello Kitty, so cute. Der ist auch ganz süß. Ah, guck mal, ich habe gar keinen Platz mehr auf meinem Körper. So süß. Ja. Nee, der muss auf jeden Fall bleiben. Ganz klar. Und hier überlege ich jetzt bei denen, da werde ich nochmal die jetzt rausnehmen und in meinen, das sind nämlich welche von L'Oreal Age Perfect. Und ich meine, ich habe davon jetzt neuere Versionen von L'Oreal bekommen. Dann kann ich da mal aussortieren gleich und eben die Farben, die ich jetzt doppelt habe, die neuen dann zum Verlosen raussuchen, weil die hier, die hatte ich mir halt selber schon mal gekauft. Und hier, oh Gott, das ist, was habe ich eigentlich alles? Das ist unfassbar krass. Oh, was ist das? Scheinbar. Oh Gott. Okay, den werde ich aussortieren. Das war nämlich auch sowas in dem Geschenkset. Viel zu dunkel. Möchte ich nicht behalten. Es war aber ganz nett gemeint von XX Revolution. Vielen Dank. Das ist ein Powder Highlighter aus dem Adventskalender. Eigentlich ganz schön. Warum? So, Glam Wanted, den werde ich auch behalten, weil meine Mutter den so gerne mochte und mir mitgebracht hat. Den habe ich, glaube ich, von Blue Anime Cat mal Geschenke gekriegt, wenn ich mich nicht irre. Das ist auch wieder so ein irisierender, oh ja, hier guck mal, der ist so ein bisschen bläulich-rosa. Der bleibt auf jeden Fall auch. Golden Trendies von Rival de Loup.
glaube, hier, den kann ich aussortieren. Oh nein, der ist schön. Was soll denn das? Ich will den jedes Mal aussortieren, dann tue ich es nicht. Aber doch, den sortiere ich heute aus. Der ist eigentlich ganz schön, aber irgendwo müssen wir mal anfangen. Hier, die habe ich mir auch bei dem Schnäppchenschloss mal bestellt. Auch super schön. Noch nicht wirklich ausprobiert, werde ich dann aber bald. Das habe ich das von jemandem? Ja, von Melanie wieder. Ja, die sind auch ganz schön, bleiben natürlich. Dann hier der Vintage Beach Baked Highlighter. Bleibt auf jeden Fall auch hier. Oh mein Gott, das war auch der Oberkracher. Zerfallen die? Nee, die sind nur runtergefallen. Also Coffee to Glow Highlighter Beans. Die bleiben auf jeden Fall auch so, wie die aussehen. Das waren ja Kaffeebohnen. So süß. Genau, das war mal so eine Limited Edition von Catrice. Ah, die sind ja nahezu fast unangefasst, ne? Wieso? Es tut mir leid, dass ich so viel jammer übrigens. Hier ist noch mal was von Oprah. Das war auch in dem Set. Was ist das? Ja, das ist ein Lipgloss. Ja, den werde ich auch aussortieren. Das benutze ich dann halt nicht, ne? Oh Gott, das bleibt. Die bleiben auch leider. Das bleibt auch. War von Blue Anime Cat. Der bleibt auch. Good Luck Charm. So süß. Das ist auch wirklich ein Balsam, richtig. Good Vibes. Good Memories. Und auch der bleibt wunderschön. Einfach nur so schön. Dann hier Santa. Ach nee, der war doch so ein Balsam. Genau. From Santa with Love. Das war auch so eine wunderschöne Limited Edition. Ah, hier, den habe ich mir bei Vinted gekauft. Ice Baby. Ist sogar noch zugeklebt? Unfassbar, den lasse ich jetzt auch zu. Ihr seht ja, wie der aussieht. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und auch der ist so wunderschön. Flowing Golds. Nee, The Golden. Nee, The Glowing Golds. Also die glänzenden goldenen Wasserblumen. Ja, dann sortiere ich den aus. Immerhin mal einer. Den hatte ich doch eben schon, oder habe ich den zweimal? Dann habe ich ihn zweimal. Hier ist von der Doreen. Dann behalte ich den von Doreen. Und den sortiere ich aus, weil einer reicht auf jeden Fall. Da gab es noch diese Farbe, genau, den mochte ich Popper da auch total gerne. Dann haben wir hier, das war mal ein Highlighter, nein, gar nicht, das war ein Metallic Blush, genau, der kommt raus. Das ist Xmas Wishes Candy Kisses, der bleibt, Spice It Up bleibt auf jeden Fall, Ho 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 bleibt auf jeden Fall, aber den werde ich auch sortieren. Oder doch nicht? Doch, 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 der geht raus. So. Dann haben wir das hier auf jeden Fall fertig. Da ist nicht so viel rausgeflogen, leider, wie ich wollte. Dann geht es hier hinten weiter. Oha. Oh nein. Ich glaube, der fliegt raus, weil mir die Verpackung nicht so gefällt. Aber der fühlt sich gut an, verdammt. Nee, den mag ich nicht. Der fliegt raus. Der war mal im Geschenkset. Der wird auf jeden Fall hier bleiben von Marie. Ah, von Stefanie ist der ja sogar. Mensch, Stefanie, danke. Ich hatte gerade kurz überlegt, weil ich habe mir davon auch mal eingekauft. So, die bleiben auf jeden Fall auch. Die sind zwar gar nicht mal so schön, aber die Verpackungen sind schön. Hier, der ist eigentlich voll grässlich. Der ist so komisch rot irgendwie. Ja, nee, also das ist gar nicht mein Vibe, ehrlich gesagt. Ich werde den aber behalten, weil ich ihn auch nur wegen der Verpackung gekauft habe. Und das hier, das ist einfach ein Marshmallow-Kakao. Die sind recht trocken und recht grob, also eigentlich nicht so schön, aber na, die können nicht weg. Der muss auf jeden Fall auch bleiben. Der hat so einen grünen Shift, benutze ich immer für Halloween. Da gehen jetzt auch alle beide direkt hin tatsächlich, weil ich das nur dann benutze. Da behalte ich den auf jeden Fall. Der ist wunderschön. Gib mal hier ein bisschen was davon. Aber der erinnert mich ein bisschen an Christine tatsächlich. Aber ist der schön. Oh mein Gott, ist der schön. Nee, der bleibt auf jeden Fall da. Hier noch, der bleibt auch. Das war aus der gleichen Limited Edition. Ist der verfärbt? Den sortiere ich doch aus. Der ist hier nämlich ganz komisch. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Der ist hier zum Teil gelb angelaufen und ich habe den gerade aufgetragen. Da passiert jetzt zwar nichts, aber das sieht irgendwie, das ist nicht, das lohnt sich nicht zu behalten. Genau, das ist noch original verpackt von der lieben Andrea. Hat sie mir mal zugeschickt, behalte ich natürlich. Dann habe ich, oh, von Cinderella. Ich glaube, das war das nicht aus der gleichen Limited Edition wie mein Dings hier vorhin. Warte, lass mich mal gucken, mein Blush. Wo ist denn der Blush? Das muss doch eine Limited Edition gewesen sein, oder? Da habe ich da sowas noch nicht so gesammelt. Ah, das war auch mal von der Corinne. Ach, Corinne, vielen Dank, Mensch. Hier, Breaking Dawn hat sie mir auch Schimmerpowder zukommen lassen. Stimmt ja, stimmt ja. So schön. Ja, die kommen auf jeden Fall auch nicht weg. Das sieht auch aus, guck mal, wie mein Hautton. Nur glänzend. Oh, Wahnsinn. Hier ist Skin Kiss.
Den mochte ich auch mal eine Zeit lang super gerne. War mal eine Zeit lang mein Lieblingshighlighter. So ein bisschen Roségold. Den mag ich jetzt allerdings gar nicht mehr. Deswegen fliegt der raus. Dann ist hier auch was von Revolution. Da dachte ich mal, das ist der gleiche. Ist er aber nicht. Der ist eigentlich ganz schön. Ja, aber ach, naja, sowas habe ich jetzt auch schon x-mal. Der fliegt auch raus. Dann ist hier von Essence. Das ist so ein Puffy-Dingsbums hier. Habe ich mal von Sven gekriegt. Und ich finde, das sieht aus wie irgendwelche Weichteile. Es tut mir sehr leid, aber es erinnert mich an Ich bin ein Star, holt mich hier raus, wo die Weichteile essen mussten. Ja, dann haben wir hier von Melanie auch Revive de Loupe Meets Q10 Face Palette. Die werde ich mir mal rauslegen, dass ich die auch die Tage mal mit benutze und schaue, ob ich die behalten möchte, weil ich mir da gerade ein bisschen unsicher bin tatsächlich. Und ja, hier, oh, von Becker. Das hatte ich, glaube ich, auch mal geschenkt gekriegt. Habe ich nicht raufgeschrieben. Von wem habe ich den denn noch geschenkt gekriegt? Oh, ich werde nicht mehr. Ist das schön. Oh. Könnt ihr mir mal bitte schreiben? Becker gibt es ja jetzt so nicht mehr. Das wurde doch von irgendwas. Von welcher Firma wurde das aufgekauft? Ich habe das vergessen. Genau, hier ist jetzt von Too Faced der Unicorn Tears Highlighter. Das habe ich von der gleichen Zuschauerin zugeschickt gekriegt, meine ich. Auch so schön. Kann ich niemals anfassen. Kann ich nicht aussortieren. Muss ich behalten. Es tut mir leid. Wunderbar. Und auch der hier, das ist ein Highlighter von Nightmare Before Christmas. Die hatten ja hier, Revolution hatte eine ganze Kollektion damit, auch mit Paletten und so. Ich glaube, ein paar Paletten kann man sogar noch kaufen. So, ihr Süßen, gerade ist mein Akku ausgegangen. Das war schon das zweite Mal heute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich nehme jedes Mal, sagt die Alte. Sie weiß nicht, was sie sagen soll und labert hier stundenlang über Make-up. Wunderbar. Hier ist nochmal ein Marie Highlighter. Der bleibt auf jeden Fall. Hier überlege ich jetzt, die hatte ich von Victoria geschenkt gekriegt. Genau. Die ist eigentlich wunderschön. Die werde ich dann jetzt nicht aussortieren. Wahrscheinlich sortiere ich hier sowieso nichts aus. Aber hier, diese Palette, die war legendär. Das war mal hier Palm Beach, ein Limited Edition von Revive de Loupe Young. Und die habe ich irgendwie total gesuchtet und geliebt. Hier haben wir Bronzing Babe of the Dunes. Oh nein, das ist so ein schöner Highlighter. Warum? Oh Mann. Jetzt hätte man davon ja nicht schon genug, ne? Bronzing Babe. Hä, ist das das gleiche? Ich glaube, habe ich ein Geschenk gekriegt? Ja, einer ist von Melanie. Aber ist das das gleiche Produkt? Eben war doch viel heller, oder bin ich blöd? Ne, das sind zwei verschiedene. Ja gut, die müssen leider beide bleiben. Kann ich nichts gegen machen. Dann haben wir hier auch von Zuschauer, meine ich. Nein? Die sind doch von Zuschauern, oder? Ach, die habe ich mir nicht selber gekauft gehabt. Vielleicht habe ich auch doch. Nein, habe ich nicht. Das ist auch von einer Zuschauerin. Ich habe es noch nicht draufgeschrieben. Also, der Highlighter, der ist auch wunderschön. Behalte ich auf jeden Fall auch aufgrund dessen, dass das eben Geschenke sind. Der ist aber schön. Oh. Der ist nicht so doll. Den lasse ich gleich mal draußen. Was ich jetzt alles testen will die Tage, ne? Und ich muss mich auch gleich wirklich mal ein bisschen kürzer fassen. Das ist unfassbar. Das hier sind alles diese Herzen von Dings hier, von Revolution. Hier sind zwei Blushes von Melanie. Die sind auch schön, etwas schwach pigmentiert, aber wirklich schön sind die. Und ich fürchte, davon werde ich nicht mal was aussortieren, weil die einfach schön sind. Unglaublich süß und schön. Das war eins meiner Lieblings-Highlighter. Ich versuche es ein bisschen schneller zu machen. Hier die Äpfel oder der Apfel, das war mal eine Gratiszugabe. Der ist eigentlich viel zu dunkel. Ich überlege, ob ich ihn aussortiere, aber irgendwie ist die Sammlung gerade auch vollständig gefühlt. Der bleibt auf jeden Fall, der ist was Besonderes. Der Peach, der aussieht wie, der ist auch so schön. Der ist auch so schön. Was ist hier unten noch? Ah ja, hier, das ist auch ein ganz besonderer. Die Watermelon, da ist grün mit bei und pink und, oh Gott. Die sind echt nur zum Angucken da hier hinten. Das ist ganz, ganz, ganz fies. Hier ist noch einer von The Lion King. Ist das ein Blush? Hier die, das waren auch so ganz besondere Weihnachts-Limited Editions. Die habe ich auch überwiegend von Zuschauern geschenkt gekriegt. Die kann man auch nicht aussortieren. Die sind auch marzipanhart, was soll ich sagen? So schön. Von Jacqueline Groß, genau. Auch schon vor lange her. Bestimmt schon 3 Jahre oder so. Das ist von Maxim, der den... Ach nee, ich kann mir nicht so viele Highlighter da hinlegen. Da muss ich auch noch was anderes machen. Das war mein erstes Herz, glaube ich. Das finde ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr ganz so schön. Würde ich nicht nochmal kaufen, aber zu dem Zeitpunkt fand ich das halt schön, ne? Blushing Hearts. Ach, so schön. Oh nein, davon kann nichts weg. Okay, ihr Süßen. Ich werde die Schublade gleich einmal aufräumen und
Ja, dann nehme ich euch wieder mit. Gefühlte Stunden später habe ich jetzt hier eingeräumt, was ich behalten möchte. Ein Teil habe ich jetzt noch hinter mir halt stehen, damit ich das die Tage nochmal benutzen kann. Und ja, es ist irgendwie, also es ist schon weniger geworden, sogar eine ganze Ecke, aber es ist immer noch super voll. Aber man hat jetzt wenigstens wieder einen Überblick. Und hinter den Dingern war vorher auch alles voll. Das ist jetzt auf jeden Fall alles besser sortiert. Und jetzt sind gerade überwiegend liebgehabte Sachen da. Und ja, mal gucken, ob das demnächst nochmal weniger wird. Aber so sieht es jetzt erstmal aus. Okay, ihr Süßen, es graut mir. Es wird immer schlimmer, denn die nächsten Schubladen sind alles Paletten. Wir haben noch 4 Schubladenpaletten vor uns. Ich habe keine Lust mehr. Doch, ich habe Lust, aber guckt euch das an. Und die sehen alle so aus. Ich muss hier ein bisschen schneller durchgehen. Hier und da werde ich bestimmt mal beschleunigen. Und ja, das sage ich jetzt und tue es am Ende dann wahrscheinlich doch wieder nicht. Aber ich versuche es mal, weil es ist ja nicht zum Aushalten. So viel ist das. Ja, hier geht's schon los mit einer Action. Palette, die ich noch nicht ausprobiert habe, die aber super schön ist. Ich überlege mal, ob ich die behalte oder nicht. Hier hinten sind noch ein paar Action-Paletten, die hole ich mal ganz kurz vor. Mal gucken, ob ich hier was aussortiere. Die hier finde ich auch total schön. Die habe ich scheinbar auch schon mal benutzt. Die sind halt immer echt gut in der Qualität, das sagen sogar ziemlich viele. Hier bei der überlege ich mal, weil da ist zwar der eine Ton hier ganz schön. Ich glaube, die muss ich nicht behalten. Die kommt raus. Immerhin schon mal eine. Genau, die bleibt auf jeden Fall. Die ist so wunderschön hier mit Beauty Bands. Einfach so. Also von innen finde ich sie auch sehr schön, sehr künstlerisch, aber tatsächlich behalte ich sie überwiegend wegen der Verpackung. Unglaublich, unglaublich schön. Hier habe ich die Liebe, von der lieben Corinne habe ich die bekommen. Genau, die ist so schön. Die hatte ich mir kurz vorher leider selber gekauft. Das wusste sie nicht und ich wusste nicht, dass sie sie hatte. Das war ein doofer Zufall. Aber Corinnes Palette behalte ich auf jeden Fall. Die ist bis jetzt auch unangefasst. Und ja, genau. Dann habe ich hier von meinem lieben Sven eine Glitzerpalette. Die packe ich jetzt aber auch wirklich endgültig mal in die Halloween-Box, weil die werde ich so vermutlich nicht benutzen. Dann seht ihr hier von Catrice auf jeden Fall Paletten. Hier kommt es jetzt auch richtig durcheinander. Die habe ich mir kürzlich erst gekauft. Die ist noch neu. Hatte ich auch im Schnäppchenschloss noch gefunden. Das war die letzte leider. Ich wollte sie für meine Mama auch nochmal mitbestellen, weil ich die mir damals einfach nicht gekauft hatte. Ich weiß gar nicht mehr, was die kostete. Naja, gut. Dann hier, die habe ich ja erst neu, die Everlasting Blooming Wings. Ach, was weiß ich. Die heißen ja am Ende irgendwie immer alle gleich oder ähnlich. Genau, die hier, habe ich die Geschenke gekriegt? Nee, das ist gut. Dann werde ich die vermutlich aussortieren. Vielleicht habe ich sie auch doch Geschenke gekriegt, aber wenn, dann habe ich es nicht raufgeschrieben. Aber da greife ich leider gar nicht zu, deswegen kommt die raus. Die mochte ich. Nicht von der Qualität fand ich die super, aber ich fand, dass mir die Farben nicht so gut gestanden hatten hier von Wet n Wild. Die werde ich die Tage einfach nochmal benutzen. Die ist halt super dunkel. Irgendwie ist mehr so ein Abend-Make-up-Look. Die hier war vorletztes Jahr im Douglas Adventskalender. Fand ich mega schön. Die bleibt auf jeden Fall. Dann auch die beiden. Habe ich die Geschenke gekriegt? Ich glaube, ich werde sie beide aussortieren. Das ist zwar eine super, super, super tolle Qualität, aber ich greife da einfach nicht zu. Das ist schade, aber irgendwo muss man ja auch mal ein bisschen abspecken hier, ne? Also, die habe ich von Sue bekommen. Die ist ganz süß, habe ich aber noch nicht weiter benutzt. Die ist auch von Action. Dann ist hier eine, die habe ich, glaube ich, auch geschenkt gekriegt von Christina wieder. Genau, Call Me Crazy. Auch total süß von Lovely. Ich glaube, irgendwer hat mir mal gesagt, das ist eine polnische Marke. Und die kriegt ihr bei, wie heißt das hier? Pink Panda zum Beispiel. Hier sehen wir jetzt schon mal 2. Die werde ich aussortieren. Da habe ich nicht einmal nachgegriffen. Das war halt meine Limited Edition. Ihr seht schon, die ist so ein bisschen ausgeblichen gewesen, aber schon da von dem Licht. Genau, die war eigentlich ganz süß, aber muss ich nicht behalten. Dann hier die... da ist der Blush ganz schön drin halt. Aber ich glaube, die behalte ich auch nicht. Greife ich auch nicht zu. Ach, zu der greife ich irgendwie nicht. Es ist schade, ja. Dann hier, die ist eigentlich super. Ich glaube, die habe ich sogar mal von Jill. Ja, von Jill habe ich die Geschenke gekriegt. Die hatte ich auch noch ein paar Mal von Maybelline selber. Dann habe ich hier auch die mal Geschenke gekriegt von Pistazieneis. Auch sehr, sehr, sehr süß. Auf jeden Fall. Und von Nathalie Dee. Genau, die ist eigentlich ganz schön, ne? Die hatte ich auch mal für ein Halloween-Make-up genommen. Da kommt sie jetzt auch rein, weil ich die jetzt so normal nicht benutze. Die habe ich von meiner Schwester bekommen. Die sind ganz putzig. Genau, da überlege ich mal, ob ich die behalte oder nicht. Aber meine Schwester hat mir noch nicht so oft Make-up geschenkt. Von daher müsste ich die eigentlich behalten. So,
hier, die muss ich leider behalten, weil die einfach zu süß sind. Die sind ja auch schon voll alt und da war die Qualität auch schon so super toll. Und hier, falls das noch einer kennt, hier Happy Kawaii Eye Palette. Die habe ich gar nicht so mega gerne benutzt, aber sie ist einfach so süß, deswegen muss die bleiben. Hier ist noch die werde ich jetzt aber aussortieren. Die mag ich nicht so, habe ich auch nicht so oft zu gegriffen. Die muss ich behalten. Die möchte ich behalten. Die habe ich nämlich auch von meiner Schwester und meiner Mama geschenkt gekriegt. Die habe ich erst neu. Genau, da mochte ich die matten Töne nicht so hundertprozentig gern. Die war ja jetzt erst in der Limited Edition, aber da waren das die matten. Ich glaube, die matten waren gut, aber die hier, die waren nicht so der Oberkracher. Aber das war okay. Deswegen, also sie ist halt einfach wunderschön. Die kann man mal behalten, finde ich. Ja, dann hier Good Vibes, Good Memories. Da finde ich die Farben total öde jetzt mittlerweile, muss ich sagen. Aber auch von der kann ich mich jetzt irgendwie noch nicht trennen, weil das auch so ein Sammlerstück ist. Genauso wie die Verpackung. Wunderschön. Ich glaube, die... oh Gott, ja, davon kann ich mich auch nicht trennen. Davon war, glaube ich, die Qualität auch so super gut. Die ist auch so schön hier, Fire. Oh, ja, die ist so schön. Unglaublich. Hier ist nochmal von Love. Oder, beziehungsweise, das ist nicht Love. Das ist auch Good Vibes, Good Memories. Das war allerdings eine Blush-Palette. Ich glaube, die packe ich jetzt auch mal zu den Blushes. Weil, ja, die vergesse ich tatsächlich auch, dass es die gibt. Dann habe ich hier eine Palette. Die habe ich, glaube ich, kürzlich auch erst geschenkt gekriegt. Die sieht so schön aus hier von Clean ID. Werde ich auf jeden Fall nochmal mit spielen. Und dann haben wir hier nochmal die anderen beiden von Laura. Genau, die habe ich von Laura geschenkt gekriegt. Die beiden Five in der Box, die bleiben auf jeden Fall auch, weil die Qualität immer toll ist. Packe ich jetzt hier auch mal direkt. Aber hier war Catrice. So, bei der hier überlege ich jetzt ganz doll, ob ich sie aussortieren soll. Aber ich kann nicht. Ah, die ist auch so schön von außen. Was soll das? Ich will nicht aussortieren. Hier, die habe ich, glaube ich, auch geschenkt gekriegt von Melanie, genau. Auch so schön. Für 5 Euro kriegt man da echt richtig viele Farben. Dann ist hier die Glitter All Around Me. Habe ich mir die selber gekauft? Ich meine, ja. Ich meine, die habe ich mir selbst. Oh, Entschuldigung, gekauft. Oh, dann hier, finde ich eigentlich außen so wunderschön. Von innen mega langweilig, aber das ist halt so eine All-Over, ja hier Multi-Use-Palette. Die behalte ich auf jeden Fall. Hier, das ist ja auch wieder von She Glam. Diese, oh Gott, ist die, guck mal, auch der hier unten. Unglaublich. Und das muss auf jeden Fall bleiben. Ich habe nicht so viel von She Glam, aber das musste her. Wo wir gerade dabei sind, hier habe ich auch noch die Afterglow-Palette. Die ist eigentlich auch wunderschön. Ich hatte gerade tatsächlich kurz überlegt, ob ich sie aussortieren soll, aber ich kann nicht. Das tut mir leid. So, dann haben wir hier, die habe ich von der Lieben. Ich muss jedes Mal überlegen. Zuhör-Lady, die hat sie mir zugeschickt, weil ich die so gerne haben wollte und die bleibt auf jeden Fall. Ich mochte sie noch nicht anfassen und die ist so schön, die White Flowers Palette. Oh, einfach unglaublich schön. Ja, die habt ihr bestimmt schon gesichtet. Natürlich die wunderschöne, also wirklich, jetzt mal ganz objektiv. Die ist einfach unfassbar schön von Maxim, die Palette. Das ist große Liebe tatsächlich, ohne jetzt jemanden in den Arsch kriechen zu wollen. Aber das ist jetzt echt, das ist so schön. Die habe ich jetzt nur der Sammlung wegen gekauft, die habe ich nicht mal angefasst. Ich weiß auch, ich fürchte, ich weiß, dass mir die Töne nicht so gut stehen, aber ich musste einfach. Genau, hier seht ihr schon eine doppelte Ausführung von der Pac-Man Limited Edition Palette. Ich meine, die habe ich auch beide geschenkt gekriegt. Auch von Blue, ja klar, von meiner Freundin Blue Anime Cat habe ich die geschenkt gekriegt. Und die andere, meine ich, habe ich auch von jemandem geschenkt gekriegt. Deswegen kann ich die leider beide nicht aussortieren, so leid es mir tut. Vielleicht beim nächsten Mal. Es ist ja auch bescheuert, zwei zu behalten, aber naja. So hier, die habe ich auch mal geschenkt gekriegt. Hier muss ich jetzt allerdings auch mal wirklich sagen, die waren echt schön, ne? Aber ich habe da nicht einmal zugegriffen. Aber ich habe sie mir regelmäßig angesehen, dass ich, naja, das ist so schön, ne? Es fällt mir schwer, muss ich sagen. Hier ist noch meine Silver Edition, die ist auch so, oh Gott, das ist so satisfying. Auch so schön nochmal so cool Ton, aber Alter, wie kann man das denn wegtun? Hier ist nochmal die eine von Love und Letizia Lemark, die packe ich hier oben auch direkt mal mit rein, dass die zusammen sind, die ist auch so wunderschön. Dann hier die war auch total toll, da überlege ich jetzt aber auch wirklich mal, ob ich die aussortiere von Essence Hey Cheeks, ich glaube, das mache ich auch. Dann hier, die würde ich theoretisch auch aussortieren, habe ich auch nie wieder zugegriffen, aber es war auch so eine süße Limited Edition und irgendwie jetzt gerade hier, diese Limited Editions, die sind so ein bisschen, die erzählen so ein bisschen eine Geschichte für mich, weil ich da ja auch zum Teil eben mit YouTube angefangen habe und dann hat man das dafür gekauft und ausprobiert und ach, ich weiß auch nicht. Hier die,
Ich fürchte, die brauche ich nicht zu behalten. Hab ich die überhaupt benutzt? Aber die Qualität, die habe ich gar nicht benutzt. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die... Okay, die bleibt da. Hab nichts gesagt. Ich sehe gerade hier... Ach nee, doch nicht. Nee. Ich wollte gerade was Falsches sagen. Hier, die habe ich mir bei Vinted noch nachgeholt. Die hatte ich mir nämlich damals nicht gekauft, weil ich die zu langweilig fand. Aber ja, irgendwie... Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Irgendwie konnte ich sie nicht vergessen und habe sie mir dann, das ist noch gar nicht ganz so lange her, obwohl die Limited Edition schon eine Weile her ist, hatte ich sie mir dann doch tatsächlich bei Vinted nochmal geholt. Die hier, seht ihr gleich, die ist richtig lieb gehabt. Ach nee, die seht ihr, da seht ihr das nicht. Hier hinten ist die, da. Die hatte ich richtig lieb, ganz besonders die beiden Töne hier. Wunderschön war die. Davon habe ich mir dann tatsächlich mal noch einen Backup besorgt und bin da nicht traurig drum, sag ich mal. Genau, hier, das war mal eine Limited Edition, so einem Geschenkset von Julia Beautics mit Essence und eigentlich auch eine total schöne Palette. Die Farben sind sehr schwach pigmentiert. Da kann man jetzt nicht so den Oberkracherkram mitmachen, es sei denn, man ja intensiviert es so ein bisschen mit Feuchtigkeit, aber es ist eben auch, weiß nicht, ich denke, ihre Fans sind überwiegend jugendlich. Deswegen ist das schon ganz passend gewählt gewesen, denke ich. Und ja, genau hier, die von Essence und Myrrh fand ich total schön. Habe ich gleich bestellt, als ich sie gesehen habe. Wie ihr seht, nicht viel benutzt, aber Alter. Die werde ich nochmal rauslegen, damit ich die öfter benutze, weil die ist echt so schön. Die Coffee to Glow hier ist auch total schön. Greife ich leider nicht so oft nach, werde ich aber bald mal. Hier, oh nein. Ich wollte nicht so viel zeigen. Hier ist noch die von Love und Anna Lipke. Die hatte ich mir mal noch im Sale gekauft. Bei Rossmann, glaube ich, gingen die raus. Auch eine sehr schöne Allrounder-Palette. Love hat ja sowieso immer auch tolle Qualitäten. Hier ist die Glow My Mind. Das sind auch super schöne Highlighter. Ich glaube, die packe ich mal hier oben mit rein. Jetzt haben wir hier den Pinsel, beziehungsweise die Pinsel. Die werde ich jetzt mal auspacken. Packe ich hier oben auch mit auf meinen Platz drauf. Dann haben wir hier zweimal die gleiche Palette. Eine hatte ich mir gekauft, eine habe ich von Laura geschenkt gekriegt. Ja, die sind auch so schön. Ich liebe die Weihnachts-Limited Editions von Essence. Oh nein. Eigentlich auch eine Palette, die man nicht zweimal braucht, aber die kann ich gerade tatsächlich nicht weglegen. Die hier habe ich mir, glaube ich, selbst gekauft, soweit ich das weiß. Ist auch so eine tolle Qualität gewesen all die Zeit. Unglaublich, unglaublich, werde ich nicht aussortieren. Hier seht ihr auch schon, die ist auch zweimal da, weil sie auch von einer Zuschauerin mitkam, meine ich. Vielleicht auch von der Laura. Weiß gerade nicht genau, aber da ist die Qualität, also meiner Meinung nach war die Qualität da auch ganz toll. Allerdings weiß ich noch, dass sich da viele drum, die ist neu. Die ist einfach neu. Hat meine Mama die? Ich frage mal meine Mama, ob sie die hat. Ansonsten bekommt sie die eine neue. Ja, genau, hier ist auch noch was. Habe ich wirklich nur wegen der Verpackung gekauft. Das ist hier so textilmäßig wie so ein Stuhl. Die Farben sind gar nicht meins. Ich hätte hier so ein bisschen was benutzen können. Aber ich weiß nicht, was ich mit den Paletten habe. Es ist unglaublich. Genau, hier, oh, die ist auch so schön. Die gibt es leider nicht mehr von Fab Factory. Ist mittlerweile, es ist ja irgendwie Max & More, aber das ist auch so tolle Qualität. Ist ein bisschen wie die Huda Naughty Palette, glaube ich. Die bleibt auf jeden Fall. Die war auch ganz toll. Die ist auch wie irgendeine von Huda, glaube ich, so nachgemacht. Auch mega schön. Oh Gott, ja. Und auch die liegt hier mit, weil das auch von der gleichen Palette nachgemacht ist, also auch ein Dupe sein sollte. Ist noch ein bisschen anders, ne? Ihr seht hier die Farben. Ich mache die hier jetzt nochmal auf. Das ist schon nicht ganz das Gleiche. Es sieht ähnlich aus. Schaut, es sieht irgendwie ähnlich aus, aber es ist nicht das Gleiche. Und das Original habe ich sowieso nicht, also kann ich sowieso nicht mitreden, aber hier Total Eclipse oder wie das ausgesprochen wird. Hier überlege ich jetzt mal, das ist nämlich eigentlich ein Dupe zu der New Nudes von Huda auch, aber ich werde die jetzt aussortieren, weil ich noch andere Dupes dazu habe und zu der hier habe ich ja, wie ihr gerade gesehen habt, nicht wirklich oft gegriffen. Violet Lights war zu der Norvina damals ein Dupe, habe ich leider auch nicht oft zugegriffen, werde ich aber noch behalten. Und dann On the Rocks. Auch ein Dupe. Habe ich aber auch von Revolution. Aber die will ich nicht weggeben. Ich kann nicht. Hier überlege ich jetzt gerade tatsächlich. Die habe ich mir mal selber gekauft. Love What You Do. Die ist eigentlich auch ganz schön, aber auch da habe ich nie wirklich reingelangt. Das ist irgendwie nichts. Und hier die werde ich nur behalten, weil sie irgendwie eine Limited Edition war. Bronze This Way. Die habe ich mir auch noch günstig im Grabbeltisch mitgenommen gehabt, glaube ich, weil auch da die Qualität gelobt wurde ohne Ende. Genauso wie die hier. Das war erst auch keine Liebe, beziehungsweise, und seht ihr ja, ich habe sie nicht benutzt. Das sind Sammlerstücke hier, gerade Essence, ne? Und Catrice, da kann ich nicht weiter anders. Das geht nicht. Hier, das ist mit der
Ich glaube, die hatte ich mal geschenkt gekriegt von meiner Mama und meiner Schwester, als es mir nicht gut ging. Und deswegen behalte ich sie noch. Ich mag sie nicht mehr so gerne, muss ich sagen. Ich habe nicht so oft zugegriffen. Aber alleine aus diesem Grund kann ich sie vermutlich nicht weggeben. So, hier vorne geht's weiter. Das ist ein Pinselset, Make Beauty Fun. Das war ja hier die Geburtstags-Limited Edition. Packe ich jetzt raus, damit ich die Pinsel auspacken kann. Und hier habe ich noch die Palette. Da hatte ich, glaube ich, mal den Ton nur benutzt. Auch das ist leider ein Sammlerstück. Sorry. Hier geht's weiter. Oh nein. Ich glaube, die habe ich auch nicht benutzt. Die musste ich auch nur haben, weil sie einfach so schön sind. Hier. Ich überlege gerade, ob ich sie aussortiere. Ich kann nicht. Marie. Wunderschön. Nicht benutzt, aber ich kann sie nicht aussortieren. Das wird hier jetzt noch mal ein paar Mal das Gleiche sein. Genau, hier habe ich auch eine Palette zweimal, weil ich sie auch von einer Zuschauerin zugeschickt gekriegt habe. Von der lieben Laura auch wieder. Genau, auch eine wunderschöne Palette. Habe ich meine benutzt? Sieht nicht so aus. Na, dann werde ich meine wohl aussortieren, beziehungsweise dann verschenken. So, sowieso, ne? Ich schmeiß hier nur Sachen weg. Das sage ich jetzt vielleicht gerade ein bisschen spät, aber ich schmeiß hier nur Sachen weg, die wirklich auch einfach stinkig sind oder so. Alles andere kommt auf jeden Fall in andere Hände. Und, ach Gott, ich sage das jetzt echt viel zu spät. Neue Sachen können natürlich ins Frauenhaus kommen, aber gebrauchte Sachen nehmen die dann nicht, was auch vernünftig ist. Genau. Also die bleibt, die ist wunderschön. Ich werde auch hiervon keine aussortieren. Die haben so eine ganz eigene Cover-Story, ne? Sagt man doch so. Ich glaube, die habe ich noch reduziert gekauft. Oh nein. Alter, sind die schön. Ja, Essence. So, jetzt muss ich das mal kurz hier raus. Und ich sehe da hinten gerade schon, hier sind noch mehr. Schaut mal. Oh Gott, hier werdet ihr mich auch richtig für bescheuert halten. Also das war noch von der lieben Andrea und Kids. Genau, die hatten mir mal ein Paket geschickt. Auch total schön. Die bleibt natürlich auch. Das sieht unfassbar schön aus. Dann hier. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte mal, und ihr glaubt nicht, wie lange ich schon plane, mal wieder die Make-up-Sammlung meiner Mutter zu zeigen. Da hatte ich mal ein Video gemacht und meine Mutter hatte die. Die hatten wir zu Weihnachten geschenkt, weil sie so Winterlandschaften liebt. So Into the Snow Glow heißt es, genau. Und ich hatte mir die damals nicht gekauft und habe das so bereut. Da habe ich sie tatsächlich von 3 Leuten zugeschickt gekriegt. Schaut mal, die habe ich von Blue Anime Cat geschickt gekriegt, von Stephanie und dann nochmal von Susan. Also krass. Und deswegen sind sie auch alle 3 noch da, weil das so süß war. Und keiner von denen wusste abwechselnd, dass ich sie schon von einem anderen kriege, wo ich das teilweise eben auch selber nicht wusste. Und ja, jetzt habe ich sie 3-mal da und es sind halt einfach Erinnerungen, was soll ich sagen. Hier ist noch eine Bürste, die ja eigentlich nicht reingehört. Die könnte ich mal auspacken jetzt langsam. Das ist, war mal eine Chupa Chups Limited Edition von Essence. Und da gab es eben auch eine Bürste und die hatte ich beim Schnäppchenschloss mal gefunden und mir bestellt. Und jetzt kann ich sie auch auspacken. Oh Mann. Hier hinten machen wir mal weiter. Hier seht ihr schon, das ist die nicht benutzt, einfach nur gesammelt. Hier ist das Pinselset von dem... Hier. Ach, es steht doch drauf, Jurassic World Kram. Dann haben wir hier ganz viele Sammlerstücke auch. Die ist auch super süß. Hier Make a Wish Little Fish. Die ist auch ganz toll. Liebe ich. Vielleicht kriegt ihr hier noch ein paar Sachen auf Vinted. Die meisten Sachen sind ja schon älter. Hier muss ich mal gucken, ob ich die Geschenke kriege. Scheinbar nicht. Dann werde ich die jetzt mal aussortieren. Ich hoffe, ich habe sie auch wirklich nicht geschenkt gekriegt. Dann sind hier 2... Und ach, die ist auch so süß. Ich wollte gerade sagen, ich brauche die nicht. Welcome to Miami. Die sortiere ich aber aus. Die brauche ich wirklich nicht. Die behalte ich aber, weil die hübsch ist. Dann habe ich hier die alten Städtepaletten. Die haben sie ja dann irgendwann angefangen zu verändern. Die habe ich gekauft, weil sie alle ganz toll fanden. Und auch die habe ich gekauft, weil sie alle ganz toll fanden. Und hier, die ist auch so schön. Auch so wunderschön. Oh nein, ich wollte die gerade aussortieren. Wie kam ich drauf? Das war auch ganz cool, da hatte ich noch nicht so viel Lidschatten wie jetzt und dann hatte ich einen Skelettkopf bei meinem Schwager geschminkt und dann konnte ich zum Glück die Grautöne dafür nutzen, zum Schattieren, das war richtig, richtig gut. Good Day Sydney, die könnte ich vielleicht noch aussortieren, mache ich aber nicht. Die war auch super schön, damit habe ich meine Schwester öfter mal geschminkt. Gott, hatten die viel. Hey L.A., genau, die war glaube ich zuletzt, also nicht zuletzt, letztes Jahr in so einem... Do-It-Self-Kalender von Essence, wo der ja dieses Jahr nicht so mehr, nee, der war ja nicht so toll. Genau, das behalte ich auf jeden Fall auch super schön. Spice it up. Behalte ich auch. Dann sind hier 3. Oh Gott, habe ich die auch von jemandem geschenkt gekriegt? Nee, habe ich mir scheinbar verrückterweise selber gekauft. Hier ist Schneewittchen, unbenutzt. Hier ist Ariel.
glaube, kurz benutzt oder fast gar nicht. Auch so schön. Und hier, die habe ich mir von Aurora nochmal günstig irgendwo reduziert geholt. Oh Gott, hier ist eine von Eiszirkon, weiß ich noch. Die hatte sie mir geschickt, weil die bei ihr über war und ich diese hier so gerne mag. Die war ja so toll. Fall Back to Nature habe ich mir ein Backup geholt. Zwei Backups? Nee, das Ding hier ist benutzt. Das sind so außergewöhnliche Blushes. So wunderschön. Ah, ich sterbe einfach. Dann habe ich hier von meiner Freundin damals, da hatte ich mir nämlich eigentlich gar nichts aus der Limited Edition geholt. Und dann hatte sie mir die, glaube ich, reduziert irgendwie mal mitgebracht, um sie mir zu schenken. Und da sind auch so abgefahrene Sachen drin. Also auch echt Sachen, die man teilweise noch nicht hat. So schön. Hier ist nochmal die Pocahontas Palette, die ich ja von Corinne nochmal gekriegt habe. Die sortiere ich deswegen jetzt aus, weil ich das wirklich nicht doppelt brauche. Die werde ich auch aussortieren. Die mag ich leider nicht. Die war eigentlich ganz cool damals, aber ist jetzt nicht mehr so mein Vibe. Die werde ich vermutlich behalten, weil ich die auch... Oh, sind die schön. Die sind halt einfach auch zu schön. Ich glaube, die hatte ich auch von einem Zuschauer gekriegt. Habe ich leider nicht raufgeschrieben, ich Trottel. Ja, das ist viel. Dann hier. Das ist auch von der Zuschauerin. Habe ich auch nicht aufgeschrieben. Wieso nicht? So schön. Dann hier auch von einer Zuschauerin, von der Melanie. Auch sehr, sehr, sehr schön. Die hier ist der Hammer, falls ihr die nochmal irgendwo bekommt. Die war von Catrice mit Jenny. Ich vergesse immer den Nachnamen von ihr. Auf jeden Fall ist dieser Ton so wunderschön. Die Qualität der anderen ist so... Oh, die ist einfach so schön. Die packe ich mir direkt auch mal hier raus. Die hier, ja, die ist jetzt so eine Highlighter-Palette, ne? Ich muss sagen, ich fühle die irgendwie nicht. Aber ich glaube, die hatte ich mal von der Zuschauerin noch zugeschickt gekriegt. Deswegen behalte ich die auf jeden Fall. Ich hatte die nämlich damals meiner Mama auch geschenkt. Pack die jetzt aber mal hier oben bei den Highlightern mit rein. Catrice, Maxime werde ich auch oben mit reinpacken. Das sind natürlich zwei Blushes. Dann einen so ein Universalton, wer so ein bisschen bräunlich als auch zum Highlighten da ist. Und ein Highlighter mochte ich auch super gern. Deswegen da kommt aber oben rein, weil Highlighter und so. Und genau, die war nicht meine Lieblingspalette. Werde ich trotzdem aber behalten. Was aber wirklich eine Lieblingspalette von mir war, war diese hier, wie ihr sehen könnt. Habe ich mir die noch ein zweites Mal mitgenommen. Die hier ist unbenutzt. Die Qualität damals hat mich so krass umgehauen. Und ich liebe die auch immer noch. Die ist einfach so schön. Ich liebe es. Und ich habe damals obenrum so was Goldenes, Braunes, Sommerliches geschminkt und das an dem unteren Wimpernkranz lang gemacht. Ich liebe es nach wie vor, diesen Look. So schön. Ja, dann hier, die werde ich auf jeden Fall behalten, weil das Geschenke waren von meiner Familie und auch meinem Sohn, als die rauskam. Dann habe ich hier auch auf jeden Fall, das war auch von einer Zuschauerin, die sind einfach, die hat sie mir quasi fast neu zugeschickt. Unglaublich. Ich glaube, das habe ich sogar von zwei Zuschauerinnen bekommen. Ich hatte einen Teil auch an meine Mutter und meine Schwester weitergegeben. Hier, das ist ja auch noch ein Dupe zu der New Nudes. Die ging ja irgendwie. Und auch die ist auch so schön. Ich liebe die. So wunderbar. Was ist das? Ach, Maxime. Ja, klar. Hier. Ich muss zugeben, ich habe mir die auch bei Vinted geholt. Die ist auch unangefasst. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Aber ich bin damals nicht rangekommen, als die rauskam. Und ja, aber ich habe sie dann bei Vinted noch bekommen. Dann haben wir hier nochmal von Clean ID was. Das ist auch super schön und neu von einer Zuschauerin von Melanie wieder. Die Hint of Mint, die ist eigentlich so insgesamt total schön. Qualität hat mich nicht ganz so krass überzeugt, deswegen geht die raus. Und hier die kleinen, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, die können auch raus. Die ist sogar noch neu. Ja, schön, schön, schön. Die kommen aber raus. Dann habe ich hier die Caviar Gorge. Ich glaube, das war, wie sah die denn nochmal aus? Ja, die behalte ich nochmal. Aber so richtig Liebe ist das auch nicht. Ja, ihr Süßen, dann sortiere ich hier nochmal ein, zeige euch das dann, dann geht's in die nächste Schublade. Gott, ist das lang. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, ihr Lieben, oh mein Gott. Es ist sehr viel leerer. Dahinter ist tatsächlich auch noch ein bisschen Platz. Hier habe ich jetzt so ein bisschen teilweise auch Face-Produkte mit reingenommen, aber nur zum Teil. Es ist nicht überall jetzt hundertprozentig astrein, aber hier habe ich jetzt überwiegend Disney-Kram, außer die beiden hier, die habe ich jetzt da noch mit reingesteckt, weil die woanders keinen Platz hatten. Ansonsten ist das Essence und das Essence und das, genau. Das beides ist Catrice. Da ist auch einiges geflogen. Es ist aber auch einiges noch geblieben tatsächlich. Hier vorne auch diese kleinen Sachen. Dann habe ich hier jetzt so ein bisschen gemischt. Das ist sowohl Rival de Loupe, Rival Loves Me, Douglas W7, She Glam. Dann habe ich hier von Action ganz viele. Hier sind noch diese drei Erinnerungen und die eine Glitzerpalette von Essence. Dann hier nochmal die von Anna Lipke.
Und ja, das ist jetzt erstmal, also auf jeden Fall sehr viel kompakter als vorher. Die habe ich jetzt mit Absicht hier oben drauf gelassen, weil ich die noch ein bisschen anschauen möchte. Und ansonsten macht das einen sehr viel besseren Eindruck. Mehr oder weniger. Okay, es geht so. Das ist sehr gut. Ah, es ist schön, wenn ein bisschen, in Anführungsstrichen, Platz ist. Auf jeden Fall deutlich besser als vorher. Weiter geht es, ihr Süßen. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Video schon ist, aber ich habe gesagt, ich halte mich kurz. Hat nicht geklappt, glaube ich. So, hier nur mal ganz kurz ein Zwischenfazit. Das ist ein riesiges. Also, das ist alles in Anführungsstrichen Trash. Ich muss einen Teil davon nochmal aussortieren, weil ich weiter unten jetzt doch Lippenprodukte mit reingehauen hatte. Da muss ich nochmal gucken, aber ansonsten wird das alles vermutlich so ziemlich irgendwie weitergehen. So, weiter geht's. Das hier ist meine Schublade mit teilweise High-End-Produkten drin, also High-End-Paletten. Vieles habe ich mir selber gekauft natürlich, wie der normale Mensch auch. Ich habe aber auch vieles von euch geschenkt gekriegt teilweise. Es fängt hier direkt auch schon an. Von der Lieben habe ich nicht raufgeschrieben. Ich habe, ja hier, guckt mal. Ach, so süß, so süß. Ich habe die Palette genauso bekommen. Ja, ich mag die nicht mal benutzen. Die war letztens sogar in Trashy drin, aber ich habe sie ja von der Süßen geschenkt gekriegt und das ist einfach Ach, so süß. Auf jeden Fall. Was ist hier? Der Glühwein? Das war offensichtlich eine Montagsproduktion und es war zu viel Glühwein im Spiel. Ja, das kann auch sein, hatte sie damals noch geschrieben. Ja, super schön. Werde ich natürlich auch auf jeden Fall behalten. Einfach, oh Gott, einfach extrem schön. Hier die Luna Beauty Nude Prism. Wunder, 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 wunderschön. Habe ich noch nicht so oft benutzt. Werde ich aber. Ach Gott, ich versuche ein bisschen schneller durchzugehen. Aber hier ist jetzt, oh nein, hier wisst ihr, das sind Paletten. Das ist meine große Leidenschaft, offensichtlich. Genau, das ist eine von Colourpop. Die habe ich nicht vergangenen Geburtstag, sondern davor den von meiner Oma und meiner Mama geschenkt gekriegt. Genau, da durfte ich bei Colourpop bestellen. Da kam die unter anderem mit, da kommt aber auch noch mehr. Genau, die war letztes Mal noch nicht in meiner Sammlung. Da hat ihr mir so süß geschaut. Die habe ich letztes Jahr, glaube ich, vorletztes Jahr muss das schon gewesen sein. Von BH Cosmetics gab es da diese wunderbare Palette, so schön. Genau, da hatte ich gesagt, dass ich bereut hatte, diese hier nicht gekauft zu haben, weil die irgendwie auch in dem gleichen Design ist, jedenfalls von außen. Und die habe ich mir dann tatsächlich, ich glaube, bei eBay oder Vinted noch bestellt. Ihr hattet mir auch ganz fleißig zugeschickt, wo es die noch gibt. Total süß. Und ja, dann seht ihr hier was. Das ist von She Glam. Müsste eigentlich in die andere Schublade, ne? Das ist auf jeden Fall auch aus der Willy Wonka Limited Edition. Es könnte sein, dass ihr ganz viel Glück habt und die sogar noch bekommen. Und das ist jetzt von den Farben her nichts Besonderes. Natürlich was Schokoladiges. Wer den Film kennt, weiß hier diese goldenen Tickets, womit man dann in die Schokoladenfabrik reinkommen kann. Und dann hier, wartet mal. Ich finde, es riecht ganz minimal, ganz, ganz wenig wirklich nach Schokolade. Die konnte ich nicht anfassen. Die ist wunderschön. Ich hatte sogar schon überlegt, ob ich sie mir nochmal zum Benutzen hole und die eine als Sammlerstück aufbewahre. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sammlerwert hat, ne? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Dafür verfällt wahrscheinlich die Garantie. Die Qualität aber einfach. Also für mich ist es ein Sammlerstück. Total schön. Und hier, da war ich so richtig bockig. Passt mal auf. Die Born This Way Sunset Strip. Ich glaube, ich habe die mit einem ganz kleinen Rabatt von meiner Mama geschenkt gekriegt. Also ich habe fast den vollen Preis bezahlt. Die ist aber so wunderschön. Ich habe den ganzen Sommer mit ihr geliebäugelt und dann zum Herbst hin habe ich sie dann gekauft, weil ich dachte, ach, bevor es die nicht mehr gibt, kaufst du sie lieber. Die ist so wunderschön. Die ist so ein bisschen wie, oh Gott, ich kriege echt ein zu viel. Auf jeden Fall, ich glaube, das hier ist jetzt das andere Exemplar. Passt mal auf, ich war richtig bockig, richtig, richtig stur und dumm. Passt mal auf, aber ich habe das dann so gelassen, weil mich das daran erinnern sollte, dass ich das nicht nochmal mache. Die habe ich halt, wie gesagt, quasi für den vollen Preis von meiner Mutter geschenkt gekriegt und nicht viel später. Wirklich nur ganz kurz. Hier ist ein zweites Exemplar. Bin ich blöd oder bin ich blöd? Jungs und Mädels. Also hier, die gab es dann für 25 Euro. Und ich habe sie, die ist von meiner Mama, glaube ich. Genau, und die habe ich nochmal nachbestellt. Bescheuert. Bescheuert einfach. Ich finde die aber wunderschön. Das ist wirklich, die Farben sind für mich wie gemacht. Das ist, als hätte jemand diese Palette für meinen Teint und ich weiß, das heißt, ha? Das ist auch ein Scheißwort, egal wie man es ausspricht. Ja, auf jeden Fall voll bockig eingekauft, total dumm. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich sie wieder zurückschicken sollte, als sie gerade hier reinkam, aber das habe ich dann nicht getan. Genau, hier seht ihr schon die eigentliche, das ist das Original quasi, die ist genauso angeordnet, noch ein bisschen kühler. Auch eine wunderschöne Palette, ich liebe sie. Die habe ich noch nicht ganz so lange, aber die ist wirklich wunder, 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 wunderschön. Klar, sowas Ähnliches gibt es bestimmt auch aus der Drogerie. Es muss nicht unbedingt diese Qualität sein. Das ist jetzt hier einfach, weil ich ein Liebhaber bin. Einfach total bescheuert. Genau, genau aus dem gleichen Grund habe ich auch die hier total gut reduziert. Ich weiß nicht mehr, hat die 26 gekostet. Es war mir total wichtig, die zu haben, weil ich das einfach
so süß finde mit dem Essen. So kommt es dann auch schon wieder. Ne? Hier habe ich sogar noch die Umverpackung. Packe ich da auch mal rein. Ach nein, es ist schon wieder so lang. Es tut mir so leid. Hier seht ihr schon von Nixti. Die habe ich letztes Jahr extra noch aus Wolfsburg geholt. Die war schon überall ausverkauft, weil ich zu lange überlegt hatte, ob ich sie haben möchte oder nicht. Habe sie extra noch nicht benutzt. Natürlich nicht. Ja, aber da waren halt noch zwei vorhanden. Und dann habe ich eine für mich und eine für meine Freundin Blue Anime Cat mitgenommen. Was ist das? Ach, das ist auch aus der Wonka Limited Edition. Das ist so ein Parfümbalsam quasi. Riecht nach Schokolade. Ist auch nur zum Sammeln da, ne? So, hier ist noch relativ gut, in Anführungsstrichen, vorsortiert. Da gehen wir jetzt mal ganz schnell durch. Ganz schnell. Hier ist von Root Cosmetics dieser Stiefel. Der ist total niedlich gemacht. Ich fand jetzt hier die Lidschatten, die ich ausprobiert habe. Das waren jetzt nicht so viele, sehe ich gerade. Die matten gar nicht mal so. Aber die schimmernden waren jetzt durchschnittlich. Da kann ich jetzt nicht sagen, hey, wow. Aber die muss ich dann da noch mal ein bisschen austesten. Das ist ja jetzt nicht so krass getestet. Ne? Dann habe ich hier vorne ziemlich teure Sachen. Einen Teil habe ich mir selber gekauft. Huch, wie zum Beispiel die hier von Too Faced. Einfach zu süß. Wunderschöne Töne. Wirklich wunderschön. Und auch hier einfach nur der Oberhammer. Ich liebe diese Palette, die ist so schön. Dann habe ich mir die hier selber gekauft, aber bei Vinted. Das ist von Tarte ein und die ist so schön. Rainforest of the Sea, die kriegt man kaum noch. Also da habe ich auch, ich glaube, die kam die neu. Zwischen 60 und 70 Euro habe ich gerade so im Kopf. Kann sein, dass das falsch ist, aber die ist auch so schön. Viele mochten die Qualität nicht. Ich weiß, dass Claudi die, glaube ich, zum Beispiel mal aussortiert hat. Ich habe sie nicht benutzt, wie ihr seht. Sie ist einfach nur... Oh Gott, ich kriege einen zu viel. Das ist so süß. Dann hier von der lieben Christina. Sie ist verrückt, die Christina. Die hat mir eine Natasha Denona Palette gekauft. Und auch noch die, die ich mir selber auch ausgesucht hätte damals. Jetzt mittlerweile gibt es ja noch ein paar mehr. Wunderschön. Einfach wunderschön. Habe ich von der Christina sogar auch noch eine kleine hier geschenkt gekriegt. Unglaublich süß. Unglaublich großzügig. Also wirklich. So, dann habe ich hier von Hindesh. Ich glaube, das ist die teuerste Palette, die ich mir selber hier gekauft habe. Der hat mittlerweile auch noch eine zweite rausgebracht, die ich super gern gekauft hätte, aber das wollte ich nicht nochmal bezahlen. Ja, das ist auch ein YouTuber. Ich glaube, der war mal Künstler oder ist noch Künstler und jetzt malt er halt in Gesichter. Und ihr seht schon hier, das hat immer so einen Farbverlauf. Habt ihr im Endeffekt super viele Töne, die auch unisex, natürlich könnt ihr sowieso alles unisex benutzen, aber ja, das ist ein wunderbarer, die heißt Beautopsy jetzt hier, könnt ihr in seinem Shop bestellen. Ich glaube, das kommt dann aus Dubai. Ich musste auch noch Einfuhrumsatzsteuer und Zoll bezahlen und sowas. Also ich bin dann um die 100 Euro gewesen, glaube ich, ein bisschen mehr, als ich die bestellt habe. Und ich habe sie nicht mal benutzt, weil sie zu teuer ist. Unglaublich. Genau hier, da überlege ich, ob ich die aussortiere. Ich fürchte ja. Von Luvia. Die war eigentlich ganz nett, aber dafür, dass es so einen großen Hype gab, fand ich sie nicht gut genug und irgendwie ist es mir gerade zu langweilig tatsächlich. Tut mir leid. Hier ist die Teddybär-Palette. Mochte ich auch nicht. Die musste ich einfach, die habe ich reduziert, glaube ich, auch gekauft. Oder sogar zum vollen Preis. Ich weiß es gerade. Nein, 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 Mama. Das kommt davon, wenn man den Scheiß nicht mal benutzt, dann knallt er dir eines Tages runter, der ist im Arsch. Nein, es ist nichts im Arsch. Oh, ist die nicht wunderschön. Ah. Aber da kann ich jetzt eigentlich mal die Umverpackung wegschmeißen. Die gibt mir gerade irgendwie nicht mehr so viel. Dann habe ich hier von Nix, die werde ich jetzt aussortieren. Ich habe da nie zugegriffen irgendwie. Also ja doch, hier am Anfang, als ich noch nicht so viele Produkte hatte, habe ich da viel reingegriffen. Das sieht man hier vorne auch. Aber jetzt kommt es. Ich habe keine Lust mehr. Auch wenn es ein Klassiker ist, keine Lust mehr drauf. Dann habe ich hier dazu Eva-Palette. Ich glaube, die hatte ich von der Sue geschenkt gekriegt. Die ist auch sehr schön. Nee, von Christina hatte ich die. Entschuldigung, das war falsch. Aber hier ist eine von Susan. Dann war das die, glaube ich. Ja, genau, die Opulenz von Sueva. Die wollte ich früher auch immer unbedingt haben. Auch sehr, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Dann ist hier noch die Natasha Denona. Und hier von Jaclyn Hill. Die hatte ich auch mal von Natalie geschenkt gekriegt. Auch eine krasse, kranke Qualität. Bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich hier Too Faced Sugar Peach Wet and Dry. Dann habe ich hier die Sweet Peach Glow. Das ist, glaube ich, Highlighting-Palette. Die muss ich mal kurz auspacken. Die ist wunderschön. Guck. Oh, ich liebe diese ganze Serie. Ich muss sagen, die gibt nicht wirklich viel Farbe ab. Und weil sie das nicht tut, habe ich irgendwann aufgehört, sie zu benutzen. Jetzt habe ich sie einfach nur, weil ich sie gern habe. Total bescheuert eigentlich. Die Umverpackung schmeiße ich weg. Hier, die finde ich so vom Aussehen her auch ganz schön. Hatte ich auch mal reduziert gekauft, aber reduziert oder sogar gebraucht. Ich weiß gerade nicht mehr. Aber ich glaube, hier kommt jetzt auch mal die Verpackung weg. Ja, kommt sie. So süß, schaut nur. Ah,
Habe ich auch nicht benutzt, weil sie zu schön ist. Das ist bescheuert. Ich weiß, aber ich tue es halt genauso. Ich mache es halt genauso. So, die wollte ich, glaube ich, schon ein paar Mal aussortieren. Und das mache ich heute. Die macht mich gar nicht mehr happy. Es ist keine Liebe, nein. Das ist eigentlich auch keine Liebe, außer bei der Verpackung. Den Inhalt finde ich tatsächlich irgendwie, den habe ich schon zum Teil ausprobiert, fand ich jetzt nicht so mega krass. Aber, ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es ist einfach nur krass. Dann habe ich hier die Sweet Peach Palette. Habe ich die nicht sogar auch geschenkt gekriegt von jemandem? Habe ich leider nicht raufgeschrieben. Aber ich glaube, Jill hatte mir die auch mal geschenkt. Oder dann die Pumpkin Spice. Da kann ich die Verpackungen leider noch nicht wegpacken. Die Gingerbread Spice habe ich hier. Dann habe ich im Ausverkauf bei Douglas die hier mal für 18 Euro gekriegt. Die Naked Honey. Ich glaube, da schmeiße ich jetzt aber mal die Umverpackung weg. Genau. Oh, die ist auch so schön. Ich liebe die, ne? Dann ist hier die Wild West auch leider viel zu wenig benutzt. Habe ich alles im Sale gekauft, als sie halt hier den Ding... Oh, meine liebe Blue Anime Cat hat mir die hier geschenkt, weil das ihre Hochzeitspalette war. Ich werde jetzt aber trotzdem mal die Umverpackung schmeißen, weil ich dann hoffentlich doch mal öfter dazu greife. Finde ich auch wunderschön. Einfach nur der Hammer. Diese Verpackungen immer. Ich wollte mir auch diese neuere, diese abgespacede von Urban Decay, wollte ich mir eigentlich auch schon holen, weil die auch schon ganz oft im Angebot war. Aber naja, hat dann irgendwie nie gereicht. Die war auch ganz süß hier von Colourpop. Das ist auch ganz süß. Das ist sehr rot. Die hatte ich damals halt bei meiner Geburtstagsbestellung mitbestellt. Da musste ich aber auf jeden Fall auch Zoll zahlen bei Colourpop. Also ja, viele machen das so, dass sie dann bei Vinted Colourpop Sachen bestellen, weil sie da dann natürlich keinen Zoll haben. Kann man auch machen. Ja, habe ich jetzt aber noch nicht weiter gemacht. Genau, dann habe ich die hier von der lieben Nicole Nina Wien geschenkt gekriegt. Die war, glaube ich, mal in der Glossy Box. Und die müsste ich eigentlich, ich glaube, die packe ich mal in meine Face. In meine Face-Schublade mit. Genau, das hier war auch mal ein Geschenk von Nicole Rosenberger. Auch schon eine ganze Weile her. Auch total süß hier von Urban Decay. Und dann von NYX diese Palette. Die hatte ich mal eigentlich bei DM kaufen wollen. Die habe ich nicht mal benutzt, Alter. Wieso muss ich mir alles so hinlegen? Es ist echt. Aber es wird besser. Auch wenn es jetzt irgendwie gerade immer noch super viel ist. Ich habe in letzter Zeit nicht so viel Zeug mir hingelegt. Immer noch viel, aber nicht so viel. So, dann habe ich mir hier die mal bei Vinted gekauft, die Latte 2, die gab es dann irgendwann nicht mehr von Dominique Cosmetics, mag ich super gerne, finde ich einfach wunderschön. Die hier hatte ich mal von Cici zugeschickt gekriegt, das ist ja auch, hatten wir vorhin schon ein paar Artikel von, hier ist auch noch eine Palette, die werde ich auch beide einfach behalten, diese Verpackungen sind so wunderschön. Seht ihr auch, dass hier so ein bisschen da drin das Glitzer hin und her. Und die ist so süß. Ich muss sagen, die Qualität ist durchschnittlich, also jetzt nichts Außergewöhnliches, aber trotzdem einfach so schön. Deswegen werde ich die auch behalten. Sind dann auch nicht ganz günstig, glaube ich, so 30 Euro. Um die 30 Euro kostet das auch. Das ist jetzt hier gemacht wie so ein Buch, auch total schön. Davon gab es, glaube ich, zwei Varianten. Das ist auch extra, ich glaube, für Face und Augen gedacht. Auch was ganz Besonderes hier mit diesem Glitzer, mit den Herzchen drin und ja, Verpackung halt, ne? Also da kommt nichts weg. Dann hier hinten. Die war ja, glaube ich, letztes Jahr im Glossy Box Adventskalender. Den hatte ich mir nicht gekauft. Ich wollte zwar ein paar Mal, habe ich dann aber nicht gemacht. Und als ich gesehen habe, was die Palette neu kostete. Und ich kann mit den ganzen anderen Glossy Box Sachen irgendwie immer nicht so viel anfangen. Auf jeden Fall habe ich mir die jetzt bei Vinted natürlich auch bestellt. Die ist neu gewesen. Ich glaube, habe ich 10 Euro oder 15 Euro bezahlt. Also ganz toll. Die hier war auch mal in einem... Ich glaube, auch in einem Glossy Box Adventskalender habe ich aber von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt. Habe ich leider bisher noch nicht angefasst, weil sie einfach zu schön ist. Ich habe den Namen leider nicht aufgeschrieben, ich trottel. Und ja, dann sind wir hier durch und gehen jetzt hier rüber. Und hier geht es weiter. Hier habe ich einen Arsch voll. Müsste ich eigentlich auch in meine Face... Ja, ich glaube, die packe ich auch mal darüber. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Nee, hier die BH-Sachen bleiben zusammen. Das sind diese, ja, Trüffel... Peach, weiß auch nicht. Hier, das sind meistens... Oh, Blushes, Mensch. Es sind Blushes. Genau, die sind alle super schön. Ein Teil habe ich mir selber gekauft. Ein Teil habe ich von Zuschauern geschenkt gekriegt. Total schön, alle durcheinander hier. Und auch die sollte ich echt viel öfter benutzen. Habe ich einfach total vergessen, dass ich die habe. Weil die auch immer so viel drauf liegt, ne? Dann habe ich mir hier... Oh, die sind so schön. Schaut nur, das sind einfach nur Glitter... von Nabla und die sind so schön. Das sind alle drei, die es momentan gibt, wie ihr seht. Also Nabla finde ich auch super, super schön. Liebe ich. Dann habe ich hier die Cutie-Palette Coral. Auch, ja, nee, die habe ich mir scheinbar nur gekauft und noch nie benutzt. Aber die Cutie-Paletten sind super. Ich liebe die hier ganz besonders. Die Analog, die war ja letztens auch in Trashy. So eine schöne Palette. Liebe ich. Auch die hier Metropolitan ist total schön. Auch was ganz Besonderes. Dann hier die
Soul Blooming, viele mögen die Qualität davon nicht so, aber ich mag die einfach auch so vom Anfassen her so gerne. Und hier diese beiden liebe ich auch. Ja, Nabla ist halt irgendwie, das ist irgendwie Liebe. Einfach so schön. Unglaublich. Hier habe ich übrigens den Fehler gemacht und das mit einem Micellenwasser als Eyeliner benutzt. Das muss ich nochmal runterkratzen. Dann ist hier die Side-by-Side Nude Palette. Habe ich die jemals benutzt? Die war auch so im Hype. Wunderschön. Ich muss das echt öfter benutzen. Hier ist nochmal die Read My Mind Palette. Da habe ich ja auch ein Reel und ein Video zugemacht, als die neu rauskam. Auch eine sehr schöne Palette tatsächlich. Und jetzt habe ich hier hinten noch, sehe ich gerade. Da muss ich mal überlegen. Das habe ich beides mal von Cosmetic for Less gekriegt. Ganz am Anfang, wirklich schon ewig her, als Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit. Und deswegen sind das so ein bisschen wie Trophäen, erzähle ich auch jedes Mal. Gar nicht mal so krass mein Vibe. Ich überlege gerade auch, ob ich sie aussortiere. Ich packe sie mal auf den Vielleichthaufen, weil da ist es ja auch wieder Melsauda. Und ich habe euch das ja schon öfter erzählt, dass es, naja, nicht so gut gelaufen ist mit uns. Und ja, hier, die habe ich auch von einer Zuschauerin gekriegt, was ich leider nicht raufgeschrieben habe. Aber die ist auch sehr schön. Oder hatte ich die aus Trashy genommen? Ich glaube nicht. Und eine habe ich mal. Hier sind zwei von Luvia. Sunset Nova einmal. Könnt ihr die sehen? Ja. Und dann nochmal die Mystic Lagoon. Da überlege ich gerade, ob ich die behalten soll. Aber die sind so schön von außen. Und hier die, ach, die habe ich auch sogar von Christina gekriegt. Ich dachte, ich hätte auch noch die grüne. Aber scheinbar nicht. Hier ist noch so eine kleine Vegan Eyebrow Palette von, ich meine, auch einer Zuschauerin. Da muss ich aber nochmal... Ach, das ist von Glossy Box. Okay, ich glaube, dann werde ich das aussortieren, weil ich das nicht benutzen werde. Leider. Dann habe ich hier von Sleek Makeup 2 einmal... Welche ist das noch? Die habe ich, glaube ich, von Mira Rainbow Moon bekommen, wenn ich mich nicht falsch erinnere. So eine peachige, die bleibt also. Die habe ich von Oluzi geschenkt gekriegt. Die bleibt auf jeden Fall auch. Dann ist hier hinten noch, was habe ich denn hier noch alles? Ah, hier sind noch solche Huda Beauty Paletten, genau. Die hatte ich auch mal. Ich glaube, die waren auch mal in irgendeiner Box drin. Und dann haben mir die Rose Moon und Monika Hofmann auf jeden Fall zugeschickt. Genau, da muss ich mal gucken, ob ich die behalte, ganz ehrlich, weil ich noch nicht so dazu gegriffen habe. Aber Huda Beauty sind halt schon schöne Sachen, ne? Das ist schon abgefahren, schön. So, und dann hier noch... Ach, von Anastasia. Dann war das von Rose Moon, genau. Das werde ich auf jeden Fall behalten. Werde ich aber in die Face-Schublade mit reinpacken, denke ich. Manches irgendwie ja und manches nein, komischerweise. Ich weiß auch nicht. Hauptsache, ich finde es irgendwie hinterher wieder. So, dann haben wir hier, seht ihr das noch? Ja, tatsächlich. Baby Got Peach habe ich hier einmal von Colourpop. Die ist sehr schön. Da behalte ich jetzt momentan auch noch die Umverpackungen, obwohl ich sie super unpraktisch finde. Aber die sind halt viel schöner als... Nee, komm, ich schmeiß das weg. Ja, hier ist jedenfalls Baby Got Peach. Die ist super schön. Ich liebe die. Die ist wirklich wunderschön. Dann habe ich auch nochmal von Colourpop. Das ist auch noch aus der Einbestellung Wild Child. Die ist auch super schön. Das ist aber überwiegend eine Palette nur für einen dunklen Look. Aber guckt mal, ey, habt ihr eben die Papp-Palette gesehen? Also hier die Umverpackung, die fand ich super schön. Und hier, das mag ich jetzt irgendwie gar nicht, so dieses Plastik. Weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist die auch super schön. Bleibt natürlich... Hier von Tamtam, The Classics. Ich muss sagen, das ist nicht meine Favorite-Palette. Ich habe sie mir aber dennoch gekauft, weil die Qualität meistens super gut ist und sie sich meistens auch irgendwie was richtig Gutes dabei denkt. Deswegen bleibt die auf jeden Fall. Hier habe ich die Sundown Tamtam-Palette von meiner Natalie mal bekommen. Die mag ich dagegen ein bisschen lieber von der Zusammensetzung her. Aber die Qualität ist halt immer schön, ne? Also da kann man überhaupt nicht meckern. Hier sind noch zwei Bridal Eyes. Sind mittlerweile, glaube ich, ein bisschen angelaufen, was das hier angeht. Weiß ich aber nicht genau. Ich habe keine neue hier. Genau, die habe ich mir gleich gekauft gehabt, als sie im Laden war. Damals war ich auch noch für meine Freundin Blue Anime Cat losgelaufen und hatte mir dann aber, in Anführungsstrichen aus Vernunftsgründen, die Face-Palette nicht mehr mitgenommen, die ich mir dann aber bei Vinted nochmal besorgt habe. Genau, auch total neu und richtig, richtig schön. Ich glaube, die erste Palette von Tamtam, die fehlt mir noch, die habe ich nicht. Die hätte ich aber gerne mal irgendwann eines Tages, falls sie mir in einem schönen Zustand über den Weg läuft. Und ja, dann habe ich hier von Mrs. Bella und BH Cosmetics. Davon habe ich auch, glaube ich, alle Artikel aus der
Limited Edition, das war auch so schön. Und gerade diese Palette, das sieht man auch, also die liebe ich wirklich sehr. Das sind ja so peachige Blushes, finde ich einfach total schön und einfach mega gelungen. Ich muss hier gleich unbedingt nochmal aufräumen. Oh man, dann habe ich hier ein paar von VH Cosmetics, die Wild Child. Die habe ich, glaube ich, auch mal von meiner Susan geschenkt gekriegt, genau. Dann habe ich hier nochmal die Moroccan Sunset, die ist auch super schön. Ich überlege gerade, ob ich davon welche aussortiere, höchstens die. Die ist eigentlich auch schön, aber ich kann sie nicht aussortieren. Oh Mann. Dann hier die Nice, die habe ich nie benutzt. Die habe ich aber super günstig geschossen. Das ist auch so eine Weihnachts-Limited Edition gewesen, wovon ich die großen vorhin hatte. Die ist der absolute Kracher. Die ist so extrem grün. Ich liebe die, wenn ihr die noch bekommt. Da gab es auch noch andere Farben, dann los. Dann habe ich hier die, ist jetzt nicht so der Reis, habe ich aber auch sehr günstig bekommen. Habe ich die zweimal? Nee. Ach, das ist noch eine Blush-Palette. Wahnsinn. Oh. Hier oben ist gerade fast alles umgekippt. Hier seht ihr schon, das ist auch ein absolutes Sammlerstück. Die Barbie Malibu oder Malibu Barbie. Genau, von Colourpop. War auch mit in der Bestellung drin. Die brauchte ich einfach nur, weil das ein Teil meiner Kindheit ist. Unglaublich. Genau, dann hier Let That Shit Go. Die hatte ich auch gekauft, weil da grün drin ist. Die ist auch unnormal cool. Liebe ich, liebe ich. Dann hier auch die Golden Twilight. Die hatte ich auch wegen Grünton gekauft und nie wirklich benutzt. Da könnte man überlegen, weil die halt auch noch unangefasst ist. Die sortiere ich aus. Auf jeden Fall. Und da die noch neu ist, quasi auch verlost werden. Das ist von Oluzi, die Scorpion-Palette. Die werde ich auf jeden Fall behalten, weil es ein Geschenk war. Und dann hier unten die Romantic Nomad. Da bin ich auch ganz lange drum rumgeschlichen und habe mir die dann doch irgendwann bestellt. Das ist so lang. Genau, die habe ich kürzlich erst gekauft. Die habe ich heute auch benutzt, falls ihr euch vorhin gefragt habt, was ich benutzt habe. Das war die. Die ist auch sehr schön. Also die hat sich sehr gut verarbeiten lassen. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob die für immer behalte, wahrscheinlich nicht. Ach, hier an der Seite seht ihr jetzt gar nichts mehr. Ich werde euch mal kurz drüber nehmen. Genau, dann habe ich hier so ein paar Städtepaletten von BH Beautiful in Barcelona. Die ist sehr schön. Die haben mittlerweile aber tatsächlich überwiegend auch schon wieder neue Verpackungen. Hier, die habe ich nicht wirklich angefasst, aber günstig bekommen. Das ist so ein legendäres Ding. Das mochten sehr viele. Die mögen wirklich sehr viele. Aber wie gesagt, die sieht jetzt mittlerweile anders aus. Die liebe ich auch. Finde ich einfach total schön. Genauso wie die ist auch so wunderschön. Einfach meine Mama hat die auch. Dann hier Bellini. Ah, die liebe ich auch total. Die Blushes, die benutze ich dann auch im Allgemeinen. Blushes ganz gern auch als Lidschatten, wenn ich es schnell haben muss. Das war ein Geschenk von einer Zuschauerin, habe ich es aufgeschrieben. Ich Trottel habe es nicht aufgeschrieben. Aber ich weiß noch, dass sie mir die mal angeboten hat und dann ist mir die E-Mail verloren gegangen. Und dann ist das ganz lange nichts geworden und dann hatte sie die tatsächlich noch. Genau, die habe ich auch wegen dem Grün gekauft. Und Amalfi, genau, die habe ich auch noch mal haben müssen. Warum auch immer. Hier geht es weiter mit Actually Gorgeous von Gender Beauty bzw. Marvin Magnificent. Die habe ich noch nicht so gerockt, aber hier unten. Und der war auf jeden Fall gut. Die ist ganz süß. Ich würde mir auch die neue holen, aber ja, im Moment versuche ich vernünftig zu sein. Ganz besonders, wenn ich das hier alles so sehe. Genau, die Mrs. Bella Palette, dann die pinke Blush Palette. Dazu gab es noch diese Lidschatten Palette. Hatte ich mir allem, ja, aber alles im Sale geholt. Ne? Ich habe das nicht zum vollen Preis gekauft. Dann habe ich hier Let It Glow. Die ist auch noch neu. Unglaublich, warum mache ich das? Die habe ich aus Trashy und die habe ich so lieb von Beauty Bakery. Da wollte ich mir auch noch so viel mehr von holen. Aber dann war das alles ausverkauft und ich habe das irgendwie, außer bei Purish, nicht irgendwo gesehen, wo ich relativ leicht rankomme. Das ist so eine schöne Palette. Nicole, die ist so wunderschön. Ja, hier, die habe ich auch von einer Zuschauerin bekommen, aber nicht aufgeschrieben. Die ist auch krank, einfach nur wunderschön. Die habe ich wegen der Verpackung damals gekauft. Ich glaube, Maxim hatte die damals sogar in einem Video. So wunderschön ist die. Einfach nur so schön. Dann die habe ich auch aus Trashy, die Midnight Festival. Die habe ich mir überwiegend auch hier für Halloween rausgenommen. Einfach so richtig krasse, knallige Farben. Dafür ist BH halt auch immer echt. Ja, die wurden ja jetzt gekauft, ne, von Revolution, meine ich, so war das. Deswegen wird sich da jetzt bestimmt auch einiges verändern, aber ja, hier diese ganz klassische früher, das war immer so typisch BH, die habe ich auch richtig, die rocke ich immer zu Halloween letztendlich, weil hier ist alles drin, was du brauchst, in Schimmer und in Matt letztendlich, aber naja,
Genau, dann gab es die hier aber nur auf der .com-Seite, die BFF. Es gab bei uns auch eine BFF-Version von BH, aber mit anderen Influencern, die wir hier kennen. Und die hier, die kenne ich jetzt nicht, aber hier, diese Töne hier, die fand ich einfach der Oberhammer. Die wollte ich mir unbedingt holen, habe ich mir dann im Ausland dann bestellt gehabt. Hier, da überlege ich jetzt, ob ich die aussortiere. Das ist eine von den ersten BH Cosmetics. Oh nein, die ist schön. Okay, die muss bleiben. Ich kann nicht. Die hier war auch so schön. Die Opal ist, keine Ahnung, auch einfach nur wunderschön. Mit der habe ich ganz lange geliebäugelt und mir dann irgendwann im Schlussverkauf gekauft und nicht benutzt. Auch hier, Solarflare, gab es dann günstig. Nicht benutzt. Warum? Die hier ist aber toll. Passt mal auf. Habe ich hier noch eine Umverpackung? Nee, von Marvin Magnificent auch. Das war seine zweite Palette mit BH. Der hatte ja noch so eine Unicorn-Palette mit dem. Die habe ich nicht. Dann habe ich hier zweimal. Zweimal. So, ihr Süßen. Mein Akku wird langsam schwach und die anderen sind alle leer. So, ich hatte jetzt schon ein paar Mal angefangen, hiervon zu erzählen. Ich habe eine davon mir selber gekauft, im Schlussverkauf, glaube ich. Und eine habe ich von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt. Theoretisch bräuchte ich nicht zwei, aber ich mag die nicht so richtig weggeben. Ne? Die eine ist sogar noch komplett neu. Ich glaube, die neue ist sogar meine. Und die gebraucht ist die von der Zuschauerin. Da muss ich nochmal überlegen, ob ich die wirklich doppelt haben muss oder nicht. Aber ich fürchte, ich lasse sie erstmal, weil ich finde die auch so schön und ganz viele lieben die. Deswegen möchte ich die gerne behalten. Und dann habe ich hier noch zwei von Mrs. Bella. Das ist einmal hier die The Dark Side. Die war damals auch, hatte ich die nicht sogar bei Mrs. Nee, bei... Wie heißt sie denn? Molly's Unicorn, da habe ich die mal gewonnen, glaube ich. Die hatte ein Gewinnspiel gemacht. Genau, die habe ich von der lieben Malia. Total süß. Da war sogar einmal der Spiegel kaputt, hatte sie hier mit Stickern geklebt. So, ihr Süßen, die Schublade ist fertig. Ich räume die jetzt mal eben wieder ein und dann gehen wir in die nächste. Und ich hoffe, der Akku hält noch. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ah! Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich hier alles einsortiert. Das sieht jetzt erstmal ganz schön aus. Ist ein bisschen Luft und einigermaßen zumindest. Habe jetzt das Gefühl, da müsste nicht mehr so viel zu, aber wer weiß, genau die beiden, nein die drei, die habe ich jetzt gerade über, die werde ich hier gleich nochmal oben drauf legen, weil die einfach sowohl hochkant als auch irgendwie anders, man kann sie nur oben rauflegen oder ich müsste sie drunter legen unter diese Fächer, aber das möchte ich nicht, weil dann sehe ich sie ja gar nicht mehr. Genau, aber naja, wenn ich das jetzt darauf lege, sehe ich den Rest nicht mehr. Ich muss das echt mehr benutzen, ganz, ganz, ganz dringend. Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall schon eine Menge rausgezogen, aber ja, das... Das ist gerade der Spiegel umgefallen. Wir machen das jetzt hier erstmal zu und dann ist das fein. Es kann sein, dass ich hier nach und nach immer mal wieder was aussortiere oder spätestens, wenn ihr das nächste Mal mitmacht. Jetzt gehen wir hier unten rein. Wir haben noch zwei Schubladen. Das ist alles Revolution. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich sehe gerade, ich habe gelogen. Die wunderbare Glamlight, meine einzige Glamlight, Kellogg's Frosties Limited Edition, wollte ich gerade sagen. Das ist die, die... Mann! Lidschattenpalette. So, ich muss jetzt aber wirklich schnell durch. Ich habe keinen Akku mehr, ihr Süßen. Helfer. Oh, hier sehen wir auch noch was. Die meisten reden da nicht gerne drüber. Ich habe die ganz günstig geschossen. Reden wir nicht weiter drüber. Oh, da ist ja noch mehr. Habe ich Geschenke gekriegt. So, aber jetzt hier dürfte nur noch Revolution sein. Gucken wir rein. So, ich werde mich jetzt mal kurz hier an der Seite nebensetzen. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen, was ich hier erzähle, was ich hier mache, dies und das und jenes. So, hier gibt es auf jeden Fall Gegenden, die ich wirklich nur mit Musik unterspielt euch zeigen werde. Ich denke, ich werde auch eine ganze Menge aussortieren, aber wer weiß. Genau, hier, die ist erst neu, die gibt es jetzt im Rossmann. Eine super süße, schöne Palette, tolle Qualität. Hier, Gott, die habe ich alle von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt. Ich habe scheinbar nicht auf alles da den Namen raufgeschrieben. Die hat sie alle geschickt. Wahnsinnig ist die. Ich glaube, das war die gleiche, die mir auch die... Hier sind Überfledermäuse, mega. Die mir auch die Doll 10 Sachen aus den Blush- und Highlighter-Schubladen von vorhin geschenkt hat. Dann hier alle möglichen Friends-Paletten. Unglaublich, wirklich. Und die meisten davon sind sogar unbenutzt oder nur kurz angefasst irgendwie. Die werde ich auf jeden Fall erstmal noch behalten, weil das halt, wie gesagt, Geschenke waren. Und ich die nicht gleich, die habe ich auch noch nicht so lange. Die möchte ich nicht aussortieren erstmal. Und vielleicht irgendwann mal, weil tatsächlich das ganz schön viel ist. Sonst, dann geht es hier weiter. Hier ist auch noch diese
auch total süß. Dann habe ich hier die Coca-Cola Limited Edition. Ich muss sagen, die ist von innen überhaupt nicht mein Fall. Also es sind schon schöne Sachen drin, die ist komplett schimmernd. Die ist von außen überwiegend und sammlerstückmäßig tatsächlich eher so ein Ding. Und ja, hier auch der. Das ist echt nur wegen der Sammlung da. Ich muss sagen, dass ich da echt langsam dazu neige, hier ein bisschen auszudünnen. Hier, Petra, habe ich die nicht auch geschenkt gekriegt? Der von Christina. Auch ganz schön eigentlich. Dann hier, die werde ich auf jeden Fall nicht aussortieren. Das sind diese Wardrobes. Die gab es vor ein paar Jahren mal. Und ich meine, hier gab es auch von irgendeiner teuren Marke genau das Gleiche quasi. Und das hat Revolution danach gemacht. Jetzt habe ich gerade fast in den Highlighter reingefasst. So, hier, die könnte potenziell zum Aussortieren haben. Der, ja, die werde ich aussortieren. Die ist eigentlich so ganz süß. Aber da habe ich nichts mit hingekriegt. Ich habe es ein paar Mal versucht. Hier wird überhaupt gar nichts aussortiert. Die Qualität von diesen hier ist krank. Ich liebe, 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 liebe die. Die sind ja so gebacken und die sind so intensiv. Da gab es mal ein Set, total schön. Ich glaube, fast alle habe ich da gekriegt, die ihr jetzt hier seht, außer eine. Für 26 Euro. Die hier ist auch so schön, habe ich euch auch mal was mit geschminkt. Ich fürchte, die gibt es aber nicht mehr, leider. Die hier werde ich behalten. Das war, als die 1 Million Follower auf Instagram hatten, eine Limited Edition. Die gab es dann noch kostenlos dazu. Hatte ich die hier eben schon? Ich weiß nicht, aber die sind so wunderschön. Hier sind noch zwei. Die noch. Und die hier, das ist meine Liebste aus der Reihe. So, Wunder. Wunder, wunder, wunderschön, echt. Dann hier, die habe ich zum Teil von Zuschauern gekriegt, zum Teil selber gekauft. Hier, das sind alles Highlighter und Blush, nein, nicht Highlighter, das sind alles Blush-Paletten. Die ist auf jeden Fall von einer Zuschauerin, habe ich leider nicht aufgeschrieben. Dann hier Peach, die ist auch so schön, ich muss die öfter benutzen. Dann nochmal in Pink und in Morph, glaube ich, gab es noch. Da hatte ich die eben schon. Ach, das ist die Bronzer-Palette, die ist auch super schön. Theoretisch bräuchtet ihr nichts anderes. So, hier gehen wir jetzt wirklich ein bisschen schneller durch. Hier überlege ich, da finde ich, es tut mir leid, ich finde die Verpackung pottenhässlich. Das tut mir wirklich leid, die ist von innen halt super schön. Deswegen behalte ich die auch, weil ich die kaum oder gar nicht sogar benutzt habe. Aber ja, hier, das werde ich jetzt auch sortieren. Das ist ein Parfum, das habe ich all die Jahre nicht benutzt. Seit ich das habe, das ist halt viel zu doll, ne? So, dann hier unten. Die waren eigentlich so schön. Habe ich aber nie benutzt. Total schade. Von Revolution, Planet Revolution, genau. Das war so ein bisschen was Umweltfreundlicheres. Da sind dann auch die Verpackungen komplett recycelbar. Das ist eine wunderschöne Blush-Palette. Behalte ich auf jeden Fall. Hier ist die, habe ich die ja von Melanie auch gekriegt. Mensch, Melanie, du bist hier echt doll. Die werde ich vermutlich aussortieren. Die finde ich eigentlich auch total schön, ne? Wirklich super schön. Da könnte man jetzt theoretisch noch den Spiegel rausdrücken. Ich habe mit der ein paar Mal versucht zu spielen. Und auch da ist immer nur irgendwie Wurstsalat rausgekommen. Keine Ahnung, deswegen kommt die raus. Hier überlege ich auch, die hatte ich letztens benutzt. Und es hat mir überhaupt nicht gestanden, dieser Cool-Tone-Kram. Das sah gar nicht schön aus. Ich mag das aber jetzt nicht aussortieren, ehrlich gesagt. Weil, ich weiß, ich habe es nur einmal versucht. Die ist ganz schön, aber auch nicht so der Oberkracher. Finde aber die Verpackung schön. Hier, die finde ich auch super schön. Habe ich noch nicht so viel mitgespielt. Seht ihr ja jetzt schon öfter. Die ist auch der Hammer hier. Das war eine Halloween. Das sind diese Flawless-Paletten, ne? So schön. Die ist auch toll. Die habe ich auch schon ein paar Mal verlost. Die ist süß. Oh. Die hier ist auch der Hammer. So wunderschön. Da gab es noch eine mit Schildkröten. Ich mochte aber hier die Farben lieber. Das ist halt Sammler. Ne? Die habe ich mal ganz günstig geschossen, weil die liebe Anna mir die empfohlen hatte. Bei Rossmann, glaube ich. Hier war es tatsächlich mehr die Verpackung mit den Schmetterlingen. Die finde ich von innen gar nicht mal so mega schön. Ist eher was Kühles. Müsste ich mich mal ein bisschen mit auseinandersetzen tatsächlich. Hier hinten ist eine blaue, die habe ich auch ganz günstig geschossen. Dann hier, die ist der Oberkracher, die habe ich auch schon öfter verschenkt. Die ist von außen wunderschön. Von innen auch eigentlich. Die Flamingo hier fand ich auch ganz toll, aber irgendwie, die hatte ich mir auch damals schöner vorgestellt vom Namen her. Irgendwie mehr Richtung Peach, mehr rosa, irgendwie so ganz knallig. Du hoppala. Dann hier, die ist schön. Aber die kann ich aussortieren. Und dann hier, die bleibt auf jeden Fall. Das ist eine New Nudes. Das ist ein Dupe davon, deswegen bleibt das. Hier, die macht mich innen gar nicht an. Die kommt raus. Die kommt raus. Ist keine Liebe. Und hier, die ist schon Liebe. Die bleibt da. Die Roxys mag ich auch alle total gerne. Die bleiben auf jeden Fall. Die finde ich so schön sommerlich teilweise halt. Oh Mensch, das soll hier nicht so
nicht so lieblos rumfliegen. Die ist auch total schön. Die Rachel Leary fand ich auch total schön. Habe ich nicht weiter benutzt. Die könnte ich eigentlich auch sortieren, aber da liebe ich die Verpackung. Hier hasse ich die Verpackung, aber liebe den Inhalt, den ich auch nicht wirklich benutzt habe. Das ist aber auch wieder so... Ach, keine Ahnung. Hier ist die Kisu-Palette. Ich glaube, Kisu macht gar nichts mehr mit Drogeriekram oder so. Die ist ja jetzt Mama und macht da auch ganz tolle Sachen. Also die ist so bedürfnisorientiert erzieherisch unterwegs. Mit ihrer Schwester macht Podcast und so. Bin ich auch immer dabei. Und die Palette mochte ich auch sehr. Muss ich ein bisschen sauber machen mal. Die hier fliegt schon alleine nicht weg. Die Kami-Palette, weil ich die Verpackung liebe. Von innen ist die auch ganz schön. Dann haben wir hier die Sof X. Die würde ich theoretisch mal aussortieren, aber auch damit fing irgendwie YouTube so ein bisschen bei mir an. Die hier werde ich wahrscheinlich aussortieren. Ja, die hatte ich, glaube ich, auch, genau, die war von einer... Nee, warte mal. Ich glaube, hat mir die nicht letztens sogar noch jemand zugeschickt oder war das eine andere? Aber das hier ist meine, die sortiere ich aus. Dann habe ich die andere vielleicht noch drüben auf meinem Haufen liegen. Die werde ich auch aussortieren. Das ist nicht mehr so mein Vibe. Diese erste von Revolution ist nicht mehr so irgendwie das Colorbook. Da bin ich mir jetzt auch unsicher. Ah, wer weiß, vielleicht braucht man das nochmal für irgendwas. Dann hier die. Die ist von Pistazieneis, deswegen bleibt die. Die sortiere ich aus. Und die sortiere ich auch aus. Und ich glaube, die hatte ich auch mal von jemandem geschenkt gekriegt. Die möchte ich aber auch gerne aussortieren, weil ich die nicht so mag. Da tut es mir jetzt leid, aber die ist auch schon eine Weile da. So, dann habe ich hier vorne noch eine. Die bleibt auf jeden Fall da. Das ist, ich dachte gerade, ich habe eben die ganze Zeit nicht aufgenommen. Das ist die König der Löwen Limited Edition. Die habe ich bei Rossmann reduziert gekauft. Genau, dann sind wir hier ja vorne auch schon fertig. Aber hier überlege ich echt noch, ne? Ich glaube, ich hau die raus. Ich finde die Potten hässlich, sorry. Genau, die habe ich jetzt auch von der Zuschauerin, von der Melanie wieder geschenkt gekriegt. Die werde ich deswegen auch erstmal behalten. Genau, habe ich die auch geschenkt gekriegt. Die habe ich selber bestellt, ne? Ja. Ja, die fand ich dann irgendwie auch nicht so schön. Die werde ich aussortieren. Die hatte ich mir auch mal gekauft, weil das eine Limited Edition war bei Rossmann. Aber die fliegt raus. Finde ich langweilig. Die wird behalten. Die ist super schön und super bunt. Und also auf jeden Fall recht bunt. Deswegen bleibt die. Die Rhody Dusk von Make-up Obsession fliegt raus. So Dope, die wird wahrscheinlich bleiben, ja. Die Mood hier von, ist das auch Make-up Obsession? Ja, die bleibt auf jeden Fall auch, die ist wunderschön, die liebe ich. Dann hier die Candy Haze, das ist jetzt zwar nicht mehr Make-up Obsession, aber es ist das gleiche Format. Die bleibt auf jeden Fall auch, muss ich auch ein bisschen mehr mitmachen. Die bleibt auch, die finde ich auch so total schön. Und ich glaube, das schmeiße ich raus, ja. Oder? Ich weiß es nicht. Genau, dann habe ich mir die hier bestellt. Die war super günstig. Das ist auch die größte Palette, die ich, oh mein Gott, die ich habe. Die ist einfach noch komplett neu und die war so günstig. Ich überlege gerade, ob ich die rausschmeiße, weil das ist ja wie ein Hauptgewinn mal für euch. Also eigentlich muss die echt da bleiben. Die schmeiße ich jetzt raus. Das werde ich niemals rausschmeißen. Die ist so schön. Das war auch in Zusammenarbeit mit einer YouTuberin, die ich gar nicht weiter kenne, oder Influencerin auf jeden Fall. Hier, also das ist ja wohl mit Gepäck. Niki Lilly, genau, die kenne ich gar nicht weiter. Auf jeden Fall super. Super schön. Die hatte auch noch, hier ist noch irgendwo so eine Creme-Kontur-Palette irgendwie. Und genau. Dann kommen hier so ein paar von Revolution Pro. Habe ich davon auch was geschenkt gekriegt? Ich meine ja, aber scheinbar habe ich es wieder nicht raufgeschrieben. Die sind halt einfach total schön von außen. Muss ich mal schauen. Einfach hübsch, ne? Und hier, ich glaube, die habe ich auf jeden Fall geschenkt gekriegt. Ist auch super schön. Und die, meine ich, habe ich auch geschenkt gekriegt. Auch ein Traum. So, dann geht es hier weiter. Da habe ich schon das Erste, was ich vermutlich aussortiere. Das Erste, das ist hier die Snow White. Die ist eigentlich ganz schön, aber irgendwie auch so total langweilig. Nee, die hat mich gar nicht weiter angemacht. Oh, hier, dann habe ich hier so einen Taschenspiegel. Den werde ich jetzt auf jeden Fall mal auspacken. Hatte ich eigentlich als Sammlerstück gekauft, aber ja, den werde ich auspacken und vermutlich in meine Handtasche oder in mein Auto packen. Obwohl, im Auto habe ich ja eigentlich genug. Na gut,
Hier, die habe ich auch nur aus Sammlergründen. Finde ich tatsächlich auch nicht so mega schön. Werde ich aber behalten. Kommt hier hinten zu Hakuna Matata, wollte ich gerade sagen. Die mochte ich total gerne. Benutze ich im Moment leider nicht so oft. Fand ich aber total schön sommerlich. Deswegen bleibt die auf jeden Fall auch. Dazu gab es nämlich eine passende Eyeshadow-Palette. Also diese Farben, ne? Wunderschön. Tammy X. Ja. Da ist der Spiegel kaputt. Leider habe ich mich raufgelehnt, aber das ist auch so eine wunderschöne Palette. Kann man auch so viel mit anfangen. So schön. Und die habe ich auch mal ganz günstig, glaube für 4 Euro oder so geschossen. Und da ist auch eine ganze Menge drin. Theoretisch könnte ich sie aussortieren, aber ich möchte sie noch ein bisschen behalten. Und die hier, glaube ich, sortiere ich jetzt aus. Das ist irgendwie auch keine Liebe gewesen. Also ich dachte, das könnte Liebe werden, aber es war irgendwie nie so richtig Liebe. Und deswegen kommt die raus. Hier ist die Mini Soap X. Die habe ich mir auch im Ausverkauf gekauft. Kommt jetzt aber auch raus. Dann ist aus der gleichen Limited Edition noch hier der Highlighter. Ich fürchte, der fliegt auch raus. Das behalte ich, weil ich das von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt habe. Aber warum habe ich Horst das da nicht raufgeschrieben? Schade, das ist aber auch meine einzige Cinderella-Palette, beziehungsweise Disney-Palette von, das stimmt gar nicht, ich hatte ja gerade schon 2 von Aristocats und von König der Löwen, aber ich meine von den Disney-Sachen, die Prinzessinnen angeht, da habe ich auch gar nicht so viel tatsächlich hier von Revolution. Dann seht ihr hier, ach so schön, Melt Me Chocolate Brush Set. Die könnte ich eigentlich mal auspacken, ne? Aber tatsächlich lasse ich die mal noch eben eingepackt. Das hier war meine erste Kooperation mit Cosmetic Verlass. Da habe ich diese Pinsel, die habe ich auch benutzt, die habe ich dann aber gewaschen und wieder eingepackt, weil ich diese Verpackung so schön finde. Und tatsächlich muss ich sagen, ist das irgendwie wie eine Art Trophäe für mich. Ich weiß nicht genau, wieso. Hier sind nochmal die Lemon-Pinsel. Da überlege ich, ob ich die langsam mal auspacke, aber das überlege ich mir tatsächlich noch. Ja. Hier nochmal, das ist nicht direkt von Revolution, das war mal von, ich glaube, Shein oder von YesStyle. Und genau die werde ich vermutlich auspacken. Das bleibt auf jeden Fall eingepackt. Nightmare Before Christmas war einfach, ich habe ja vorhin auch den einen Highlighter gezeigt. Also das bleibt auf jeden Fall so. Und hier bin ich noch hoppala am Überlegen, weil, das sieht auch so wunderschön aus. Okay, die bleiben eingepackt. Das erinnert mich total an diese Candy Stores, wo die amerikanischen Süßigkeiten verkaufen. Und die hatte ich damals auch für knapp 4 Euro noch geschossen. Das war reduziert und ja, einfach wunderschön. Einfach zum Dahinschmelzen. Und ja, tatsächlich ist jetzt hier eine ganze Menge rausgeflogen, wenn es auch nicht so aussieht. Oh, doch. Ach Mensch, hier muss ich ja noch... Schaut mal, ich habe ganz vergessen, ich muss hier noch was einpacken. Ah, ich mach mal kurz aus. So, ihr Süßen. Oh Mann. Ja, also es ist hier tatsächlich sehr viel leerer geworden. Ich habe jetzt viel mehr Raum hier. Ich konnte die da sogar noch richtig einsortieren. Und ja, es ist ein bisschen Luft hier oben. Genau, da ist auch hier und da ein bisschen Platz geworden. Es ist immer noch viel. Das ist so, wie ich meine. Guckt euch. Das sind Schubladen über Schubladen. Und jetzt sind wir endlich bei der letzten. Ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Video ist. Es ist unglaublich. Ja, hier geht's jetzt weiter. Ja, dann schauen wir mal, was hier noch ausziehen kann. Ich bin gespannt. Also hier ist erstmal so ein Schwämmchen-Set von Revolution. Das war so eine Käse-Limited Edition. Total bescheuert, total abgefahren. Aber ich muss das haben, tatsächlich. Ist tatsächlich ja, wie ihr sehen könnt, auch noch in der Verpackung. Ich werde hier jetzt aber die Umverpackung auf jeden Fall wegschmeißen. Und hier nur den Käse behalten. Das ist einfach so bescheuert, aber die ist so süß. Guckt, ich konnte nicht anders. Einfach so cute. Genau, dann habe ich die hier noch. Die wollte ich eigentlich mal verschenken. Ob ich das noch immer will, weiß ich gerade nicht. Ich werde aber mal die Umverpackung wegschmeißen. Die ist eigentlich ganz süß. Dann habe ich hier, genau, das hatte ich eben schon einmal angepriesen, von Niki Lilly. Das ist so süß. Von eben diese Törtchen-Paletten waren. Hier ist jetzt noch eine Kaffeetasse. Und das sind Creme-Produkte. Ich habe die nicht benutzt. Ich war einfach, es war mir einfach zu schade. Aber die wird bestimmt ganz, ganz, ganz toll sein. Und das... Oh Mensch, diese Verpackung, auch mit dem Grün dazu, es ist einfach so. Ich muss das nochmal gleich vernünftig einpacken. Ja, ich wollte ja hier eigentlich auch schnell stellen. Ne? Hier ist nochmal The Cheese Lip Balm. Das ist auch der absolute Kracher hier aus dieser Käse Limited Edition. Oh, da hinten ist noch mehr. Das ist was anderes. Nee, das gehört tatsächlich dazu. Ich glaube, ich hatte mir die ganze Limited Edition gekauft, weil ich sowieso ein paar Produkte haben wollte und das dann günstiger war. Doch nicht. Das ist ein Lippenbalsam. Käse. Der Hammer, oder?
Ja, hier hinten ist noch mehr von der Limited Edition. Ich muss sagen, die sind jetzt nicht so der Reißer hier. Das ist echt nur zum Sammeln, ne? Das bleibt auch in der Verpackung. Hier ist nochmal eine Mini-Eyeshadow-Palette drin und so ein Highlighter-Kram. Unglaublich süß, echt. Das ist die Palette aus dem diesjährigen Adventskalender, zumindest den ich da rausgeholt habe. Also, den ich ausgepackt habe bei meinen Adventskalender-Unboxings. Genau, hier ist eine Espresso-Tasty-Palette. Ich glaube, wir hatten sie bis vor kurzem noch bei Rossmann. Das hat sich hier gelöst. Finde ich irgendwie komisch. Ich habe damit nichts weiter gemacht. Und ja, die habe ich auch nicht weiter benutzt. Aber die bleibt auf jeden Fall, weil sie süß ist. Hier, das bleibt auch, weil es süß ist. Farben, kann man sich drüber streiten. Das ist auch etwas, das gab es nur in dem einen Geschenkset. Die konnte man so nicht kaufen. Ja, also ich finde den Inhalt ehrlich gesagt gar nicht schön, aber die Verpackung finde ich super schön. Genau, dann geht es hier weiter und oh je, ich fürchte, ich muss jetzt hier, ich bin eigentlich immer so für meine Chocolate-Paletten-Sammlung irgendwie. Oh, aber die, soll ich sie aussortieren? Die war leider nicht mal besonders gut. Sonst kann man hier bei den Chocolate-Paletten sagen immer, auch hier, viele seht ihr, die habe ich gar nicht benutzt. Aber die ich benutzt habe, die waren auf jeden Fall von der Qualität her immer durchwachsen. Es waren viele schöne Sachen dabei, aber auch manchmal Sachen, die nicht so gut funktionieren. Das, ja, müsst ihr mitrechnen quasi. Die finde ich auch super schön. Die habe ich auch von Jacqueline Groß gekriegt, genau. Das ist die Toffee. Ach Mensch, hier könnte ich eigentlich auf schnell stellen. Ne? Mache ich aber nicht. Ich mache es jetzt doch nicht. Jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Das ist die Lemon Dizzle. Dann haben wir Cotton Candy. Die habe ich von meinem Sohn geschenkt gekriegt. Die ist auch wunderschön. Hier habe ich mir kürzlich erst noch diese Ananas-Palette gekauft, weil die für 4-5 Euro im Angebot war, glaube ich. Dann ist hier Ruby Cocoa Crumble. Also auch manchmal aus diesen Geschenksets. Oh, die ist auch so schön, aus diesen Weihnachtsdingern halt, ne? Das jetzt mal kurz draußen. Das ist Toffee Hazelnut. Auf jeden Fall hier auch ganz schön. Manchmal finde ich, treffen die von der Verpackung und vom Namen her nicht den Inhalt. Hier bei denen, die wir jetzt aber gerade haben, ist das ganz gut. Die habe ich auch von Nicole vor Jahren schon geschenkt gekriegt. So schön einfach. Dann hier nochmal die Chocolate Orange. Die riechen übrigens auch alle nach Schokolade. Die hier riecht jetzt natürlich leicht nach einer Orange. Dann haben wir hier Hoppala von Stephanie, die Black Cherry. Auch sehr schön. Einfach immer so schön, ne? Wieder von Nicole. Das waren damals ihre Lieblingspaletten, hatte sie mir erzählt. Da waren da auch noch Pinsel bei. Genau, dann geht es hier hinten weiter. Die Kokosnuss-Palette, die nicht aufgehen möchte. Auch ganz süß. Natürlich, es ist alles süß. Die Watermelon, natürlich. Hier die Hotdog, die habe ich auch reduziert gekauft. Die ist auch, also ich finde, da haben sie auch das Thema gut getroffen. Manchmal funktioniert es halt nicht so gut. Aber hier, guckt euch das an. Das finde ich ein bisschen nervig. So, die ist aber auch wunderschön. Die ist natürlich auch wunderschön. Wie soll es auch anders sein? Die war auch, die musste natürlich sein, weil ich die anderen beiden Coffee-to-go-Paletten auch schon hatte. Dann ist hier einmal die Popcorn, die ist auch total süß, aber ja, ich meine, wie soll man Popcorn machen letztendlich, ne? Ist aber auch ganz süß, genau. Das war auch ein Special Edition Geschenkset, die gab es nur in diesem Geschenkset, total schön. Genauso wie die mit dem Lebkuchenmann zu Weihnachten. Einfach so schön. Dann eine Avocado-Palette, die ist auch der Hammer, ganz besonders dieser Ton war der Hammer, sage ich jedes Mal. Die musste auch nur her, weil die einfach so weihnachtlich aussah. Hier ist wieder von Stephanie die Peach-Palette, die hatte ich anders irgendwie im Kopf, aber die ist ja ganz schön knallig, aber schön. Ich wollte hier eigentlich aussortieren, mache ich nicht. Ich lasse sie einfach alle so, wie sie sind. Hier ist nochmal die 24 Karat Gold. Die könnte ich höchstens aussortieren, weil die habe ich mir selber gekauft. Ja, hier ist noch, seht ihr schon, diese wunderbare Fruity Pebbles Limited Edition. Da ist nicht, glaube ich, so ein Verpackungskram drin. Genau, die packe ich mal woanders hin, glaube ich. Dann sind hier auch die beiden Paletten aus der Limited Edition. Die sind jetzt nicht der Oberkracher vom Design her. Ich glaube, auch die Qualität war nicht so. Aber da ist es wieder das Sammlerherz. Und oh mein Gott, hier geht's weiter. Das war mal eine Zeit lang meine Liebste. Die Nude-Palette. Das ist, glaube ich, sogar mein Backup. Dann war das die hier, die ich gerockt habe. Genau. Auch total schön. Ich glaube, die gibt es sogar bis heute noch bei Rossmann. Dann die Mint-Palette, die finde ich noch am wenigsten schön von denen. Dann die Creme Brûlée von Jacqueline Groß. Auch schon, also bestimmt
ist das schon 3 oder 4 Jahre her, dass sie mir die geschenkt hat. Dann die Honey. Auch süß. Hier ist Gingerbread. Hier finde ich jetzt so zum Teil sind die halt nicht ganz so gut getroffen. Das hier ist wieder schön. Das heißt Chocolate S'mores. Das ist ja irgendwie Marshmallow mit Keks und Schokolade. Die ist auch so schön. Ah, die muss ich mir mal rauslegen. Dann hier haben wir Galactic. Die war auch von meinem Sohn mal zum Geburtstag, glaube ich. Oder zu Weihnachten irgendwie so. Hier ist eine, die heißt Frozen Raspberry. Oh Gott, oh Mann, hier. Ich habe einen riesigen Stapel, der fällt hier die ganze Zeit um. Seedlatte oder das Seedlatte, ich kann das gerade nicht lesen, aber ist auch ganz süß. Hier ist die Ginger and Orange, auch total gut getroffen. Hier ist die Berry irgendwas, das kann ich nicht lesen, aber die ist auch total süß und entzückend. Die hier dürfte auch wieder von Stephanie sein, genau, die hat mir einiges mal geschickt, die Süße. Ich weiß gar nicht, macht die noch YouTube? Ich habe schon lange nichts mehr gesehen. Das ist die Cranberries and Chocolate. Fand ich auch super schön. Wollte ich damals unbedingt haben, als die rauskam. Dann haben wir hier. Das ist die einzige blaue Chocolate-Palette, die die je rausgebracht haben. Das war auch eine Limited Edition, also im Sinne von in einem Geschenkset drin. Genau, das ist ein super schönes Teil. Das habe ich auch ein paar Mal verschenkt. Alleine der Farbverlauf, ne? Wunderschön. Das ist ein Blush-Highlighter. Sieht super frisch aus. Dann hier. Ich weiß immer, ich glaube, das ist eine Eyeshadow-Palette. Genau, auch sehr schön getroffen. Ich glaube, das war auch wieder in so einem Geschenkset. Hot Chocolate, Contour. Schreckliche Farben eigentlich, aber sieht halt süß aus. Dann hier eine Champagner-Trüffel. Highlighter-Palette würde ich jetzt nicht unbedingt behalten, aber der Vollständigkeit wegen. Dann habe ich hier Peppermint. Die ist ganz cool eigentlich, finde ich. Dann haben wir hier wieder Chocolate G. Die sieht von außen auf jeden Fall wunderschön aus. Ich liebe diesen Farbverlauf. So, das ist auch wieder so ein dunkles Ding. Würde ich theoretisch auch nicht behalten, aber ja, das ist auch ganz krass. Und dann hier Caramel Glaze. Auch krass. Aber irgendwie müssen sie sich ja voneinander unterscheiden. Ne? Die ist auch ganz cute von Blue Anime Cat. Ich wusste, dass sie von mir ist. Hoppala. Hier geht nichts kaputt, auch wenn es sich so anhört. Hier ist wieder von Stephanie was. Auch ganz süß. Und dann noch hier Sour. Ist das die gleiche? Ich glaube, die hatte ich 2-mal geschenkt gekriegt scheinbar. Oder einmal gekauft und einmal nicht. So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz so rüber swipen, weil hinter euch sind die ganzen Chocolate-Paletten, die wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit auch noch Geräusche machen werden. Hier hinten habe ich aus der Elf Limited Edition vom letzten Jahr Weihnachten. Die hatte ich dann auch nochmal super günstig, glaube 50% oder 60% reduziert bekommen. Die bleibt auf jeden Fall. Bei der bin ich mir nicht sicher, habe ich die Geschenke gekriegt. One True Love. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Geschenke gekriegt habe oder nicht, aber ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich werde die jetzt aber mal aussortieren, weil die mir gerade so gar nichts mehr gibt. Die habe ich auf jeden Fall von Blue Anime Cat, meine ich zumindest. Die ist auch schön, deswegen muss ich die jetzt auch behalten, natürlich sowieso. Dann ist hier nochmal, die war auch abgefahren, schaut mal, die ist auch von der Elf Limited Edition. Die ist hier mit Magneten zu, kann man so aufmachen. Und dann hat man hier so viele verschiedene. Letztendlich, guckt euch das an, 4 Paletten in einer, das ist so abgefahren, die habe ich auch so günstig geschossen. Also ja, die Farben innen drin hauen mich jetzt auch nicht um, aber irgendwie war das so besonders, dass ich das haben musste und für irgendwas ist es hoffentlich zu gebrauchen. Die werde ich aussortieren, die ist irgendwie, die hatte ich für ein Video, glaube ich, mal von Cosmetic Verlass und das hat auch Spaß gemacht, die Qualität ist gut, aber ich greife nicht so oft zu, deswegen geht die raus. Hier sind die Häschen, die habe ich alle geschenkt gekriegt. Und die sind auch süß, deswegen behalte ich die. Die gab es dann teilweise auch einfach mal so bei, von Sami ist der hier und der ist von Vanessa Willens. Und genau deswegen habe ich die dann, von denen bekommen. So, dann ist die hier, die ist eigentlich ganz süß. Die werde ich auch behalten, aber mir mal rauslegen. Die sortiere ich aus, die mag ich nicht. Die war auch aus einem Adventskalender. Was ist mit dir hier? Sind wir Freunde oder nicht so? Eigentlich ganz cool, ne? Ist ja auch eine Cool-Tone. Doch, die bleibt mal da. Kommt aber hier oben rein. Dann habe ich die beiden hier. Die Qualität war so schön.
Brauche ich eigentlich nicht unbedingt, werde ich aber behalten. Gerade die hier, damit habe ich meinen ersten Halloween-Look hier auf YouTube geschminkt. Das muss auf jeden Fall da bleiben. Das sind auch wieder Erinnerungen. Ne? Dann habe ich das hier, das war von einer lieben Zuschauerin. Seht ihr, das ist mit da. Oh, hat meine Mama auch einen Pinsel bekommen. Da hatte ich ihr den überlassen, also den anderen. Und genau, dann hatte sie uns noch jeweils, ich glaube, einen Donut. Ach, der Donut war, glaube ich, von ihr. Genau, da durfte ich den dann behalten, auch von Revolution. Und ich glaube, den hatte ich mal selber gekauft. Da mag ich aber tatsächlich die Verpackung nicht so. Nein, doch, ich mag die Verpackung, aber den Inhalt nicht so rum. Genau. Dann sind hier die Eier. Die waren auch so tolle Qualität damals. Die kann ich nicht aussortieren. Die habe ich mir, glaube ich, auch noch alle selber gekauft oder meine Mama. Außer hier, hier könnte es jetzt losgehen, dass es von Leuten geschenkt war. Auch total schön. Das war auch immer so schön. Sowas kann man einfach total gut verschenken. So süß. Da habe ich mir die doch alle selber gekauft. Ich weiß es gerade nicht mehr. So. Ach, einfach so süß. Oder wie oder was. Dann sind hier noch Highlighter, glaube ich. Genau, das sind auch ganz besondere. Ich packe die mal kurz aus. Oder habe ich die überhaupt schon mal jemals ausgepackt? Aber eigentlich kann ich die echt draußen lassen. Schaut mal, das sieht sogar süßer aus. Das ist so ein ganz bunter. Muss man eigentlich nicht unbedingt haben. So, hier dann nochmal den. Da konnte ich auch nicht dran vorbeigehen. Einfach auch zu schön. Genau, das hatten wir eben schon. Jetzt kommen hier so ein paar Paletten. Die waren halt auch in diesen Geschenksets drin. Finde ich aber insgesamt irgendwie ist ganz schön. Hier sind schöne Töne drin. Aber so guckt man die Palette an und denkt sich, nicht das, finde ich. Aber es ist trotzdem ganz schön. Behalte ich auf jeden Fall. Ähnlich geht es mir mit der hier auch wieder so. Und dann, also die finde ich richtig blöd, die Palette. Klar, hier und da auch vereinzelt ein paar schöne Sachen, aber schmeiße ich sie weg, gebe ich sie ab. Na, die werde ich aussortieren, glaube ich, weil ich die nicht wirklich oft benutzt habe. Die hier werde ich jetzt auch aussortieren, weil ich da nie nachgegriffen habe irgendwie. Sof X Highlighter Palette bleibt erstmal. Die hier fliegt raus. Die bleibt, die bleibt, die nicht, oder doch? Ah. So, Hot Spice. Ich sortiere sie aus. Die, eigentlich ganz schön kaputt. Die muss ich behalten, weil auch die von dem Halloween-Look mit, ach, die ist auch zu schön. Ist das die Jewel? Ja. Die fliegt raus. Die behalte ich. Die behalte ich. Die fliegt raus. Die behalte ich. Die behalte ich. Die behalte ich. Ist das die gleiche? Nee, ist noch eine andere. Aber die, glaube ich, fliegt raus. Und die ist eigentlich total schön. Na, die bleibt. Okay, ihr Süßen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sortiere jetzt nochmal ganz schnell ein und dann zeige ich euch nochmal, wie es aussieht. So, ihr Süßen, jetzt habe ich alles eingeräumt. Chocolate-Paletten, Mini-Chocolate-Paletten. Die eine einzige hier sind auch noch Chocolate-Paletten und diese Face-Palette von Niki Lilly. Hier sind die ganzen Tasty-Paletten und diese Cheese. Hier ist auch Tasty und dann noch diese Cocoa-Pebbles-Dingsbums. Dann habe ich hier die beiden. Ich überlege immer noch, ob ich die aussortiere, aber irgendwie mag ich nicht. Genau, dann habe ich hier die ganzen Reloaded-Dinger. Das ist auch weniger geworden. Dann habe ich hier noch Käsesachen. Da hinten sind die Eier und die Hasen, genau. Oh Gott, Jungs und Mädels, wir sind durch. Unglaublich, wir sind durch. Hilfe. Es ist dunkel draußen. Alexa, wie spät? Es ist 21:58 Uhr. Super. Ich glaube, gegen 12 habe ich angefangen zu filmen. Zwischendurch waren wir 2,5 Stunden weg. Da. Alles aussortiert. Unglaublich viel. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so viel aussortieren. Das war ja dann doch ein XXXXXL, die Klatter-Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Genau, ich werde euch wissen lassen, wenn ich die geklatterten Sachen, also die ganzen gebrauchten, dann verlose an die Leute, die wirklich gebrauchte Sachen haben wollen. Ich mache natürlich auch oft, falls ihr neu hier seid, ich mache auch oft Verlosungen, natürlich mit neuen Produkten. Nur das hier, das ist jetzt einfach viel zu schade, um das wegzuschmeißen. Ne? Da schaue ich dann mal, wie ich das mache, denke ich. Ich werde euch Bescheid sagen, genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hier seht. Ich kann nicht mehr reden und ich bin so gespannt, wie lang dieses Video geworden ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ja, macht's gut.
gut. Tschüss.